Sind wir live? Sind wir live, Leute? Was geht ab, Leute? So. Hey, yo, Leute, Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream bei mir auf YouTube. Was geht ab, Paul Berger? Ich hoffe natürlich immer, euch geht es allen gut, Leute. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf GTA 5 RP wie ich, Leute, weil ich habe geisteskrank Bock auf GTA RP. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Ja, zu spät. Ja, Live-Chat. Ey, Live-Chat, ihr müsst mal chillen. Ihr müsst mal chillen. Ich starte den Livestream 2 Minuten später. Ich musste gerade noch kurz auf Toilette. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann, ich sehe den ganzen Chat zu spät, zu spät, zu spät. Ich sitze gerade so auf der Toilette und ich lese nur so den Live-Chat an meinem Handy. Und ich lese nur so zu spät, zu spät, zu spät. Und dann habe ich mich voll beeilt und jetzt bin ich hier. Ja, was geht ab? Ich habe richtig Bock auf GTA RP, weil Leute, heute Mittag gab es ja Castle Raid. Heute Mittag habe ich das erste Mal ein Mobile-Game hochgeladen. Und, Slow-Mode, ja, vielleicht müssen wir echt gleich Slow-Mode. Ihr seid schon wieder am Durchdrehen, ne? Ihr seid schon wieder am Durchdrehen, ich merke doch. Auf jeden Fall, heute Mittag gab es eine Runde Castle Raid, Leute. Mal was anderes. Mal was anderes auf meinem Kanal. Ah, und deswegen dachte ich mir, Leute, es darf kein Tag vergehen. Es darf kein Tag vergehen, wo ihr nicht GTA 5 von mir bekommt. Und deswegen sind wir jetzt heute Abend hier noch am Start, zocken auf ganz entspannten Runde GTA RP. Ich habe richtig Bock, Leute. Heute wird unser neues Haus eingerichtet. Letztes Mal war ja richtig Action bei unserem neuen Haus. Wir werden das neue Haus heute gemeinsam einrichten. Wir werden wieder Lotto spielen. Wir werden wieder Lotto spielen und hoffen, dass wir die G-Klasse gewinnen wie letztes Mal. Also es wird auf jeden Fall sehr wild. Mal gucken, ob die Gang von letztem Mal noch ein bisschen Stress macht wegen dem Haus. Wer weiß. District 2 zocken wir wieder. Genau, Jonas, Dankeschön für Ehrenmann. Kuss, Kuss, Kuss. Und Leute, ich würde sagen, ich werde zu Beginn des Streams wie immer 3 von euch Paul Bergern grüßen. Deswegen schreibt jetzt mal euren Namen in den Chat. 3 Leute werde ich grüßen. Lass dein Like und dein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Soll ich die Bildschirmwand mal anmachen? Leute, komm, ich mach die Bildschirmwand mal an. Ich hab nämlich vorhin was geil. Ich hab vorhin was richtig Cooles gemacht. Warte mal, ich zeige euch das mal. So, Bildschirmwand wird angemacht. In der Zeit grüße ich 3 Leute und zwar einmal hier David Aynon, aka David. David, Gruß geht raus. Dann der Banana Man, Dennis, Gruß geht raus. Und wen grüße ich noch zu guter Letzt? Wer ist der Letzte, der gegrüßt wird? Wer ist der Letzte, der gegrüßt wird? Sag mal laut, Bruder. Bruder! Lucy, dich grüße ich natürlich auch. Und einen würde ich sagen, grüßen wir noch. Und zwar kostbare Blume Finn. Was geht ab? Ey, das passt sogar, dein Name. Weil Leute, seid mir ehrlich, wie krank sieht der Hintergrund aus? Wie krank sieht das aus? Seid mir ehrlich. Hier mit diesen pinken LEDs und dann hier diese ozeanischen Rosen. Alter, ganz wilde Kombination. Dann noch mit meinem Shirt kombiniert. Also heute auf pink angelehnt, Leute. Aber heutzutage dürfen auch Männer pinken LEDs machen. Ja, es ist okay. Der eine ist kaputt, ehrlich. Ehrlich, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber seid mir ehrlich, ich finde, das sieht cool aus. Hat was, oder? Sieht schon krass aus, wenn ich hier so sitze. Oder wollt ihr was anderes? Wir könnten auch, was ich mir auch überlegt habe, ist, wenn man quasi ein Licht hier rot macht, eins macht man blau, also das hier blau, das hier rot und dann als Bild so ein Polizeiauto wegen rot-blau, wie in GTA, diese rot-blaue Polizeilicht. Könnte auch krass sein. Könnte irgendwie auch krass sein. Feiert ihr das nicht? Seid mir ehrlich, 1 bis 10, wie findet ihr das? Wie findet ihr das, 1 bis 10? Ich kann auch was anderes machen, wenn ihr wollt. Ich kann auch ein Lambo oder sowas machen. Ich weiß, ich habe mehr eine Männer-Community. Vielleicht ist das zu sehr für die Mädels hier. Aber man muss ja auch mal ein bisschen an die Mädels denken. Ich guck mal, soll ich mal ein anderes Bild? Oha, aber viele schreiben mir 10 von 10. Ich find's auch. Ich find's, sieht cool aus. Kann man sich doch gut anschauen. Da komm, wir lassen das jetzt. Nächstes Mal, ich mache jetzt, Leute, ich verspreche euch jetzt was, ich mache jetzt jedes Mal was anderes. Jedes Mal, wenn ich live bin, mache ich was anderes. Ein anderes Bild und andere Farben. Immer was cool aussieht zusammen. Raff, Dankeschön für 2 Euro. Gruß geht raus an Raphael Hype. Und Nicole Nussbaum. Ehre, danke. So, Leute. Dann würde ich sagen, wir starten direkt rein mal mit dem Stream jetzt hier. Es wird Zeit. Es wird Zeit zu streamen. Aber ich würde sagen, bevor wir in RP reingehen, ein Reaction.
ein Reaction gönnen wir uns. Ein Video schauen wir uns gemeinsam an. Und zwar, Leute, was ich mir schon richtig lang nicht mehr reingezogen habe. Ich habe die Jungs schon vermisst. Ich habe die Jungs wirklich schon vermisst hier, Leute. Und zwar die Jungs von Vinny Piano. Vinny Piano, Digga. Riesen Airtrack versus Ozean. XXL Luftmatratze. So. Alter. Dimitri, Dankeschön für 5 Euro. Ich küsse dein Herz, Dimitri. Hallo. Hallo, Max. Kannst du mir sagen, wo ich den besten Monitor finde? Den... Es ist vorbei, Leute. Oha, ey, was passiert hier? Was passiert hier? Gerade. Ey, Live-Chat, beruhigt euch mal bitte. Beruhigt euch mal bitte. Dimitris, Dankeschön für den Fünfer. Diego, danke für den Fünfer. Nico Schwarzkopf, danke für den Fünfer. Riol, irgendwas kann der Name nicht aussprechen. Dankeschön für Mitglied und... Rafa De Panda 2020 droppt hier einfach mal 500 Euro raus. Also wenn das Ganze real ist, dann geisteskrank, Bro. Dann geisteskrank. Dann dicker, dicker Kuss geht raus an Rafa De Panda 2020. Ich küsse doch dein Herz. Vielen Dank für den Ehren-Support, Digga. Dimitris, hier wegen Monitor. Was ich sehr empfehlen kann, sind diese Predator-Monitore. Die habe ich auch. Ganz, ganz krasse Gaming-Monitore. Ganz, ganz krass auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Und Red Bull, Dankeschön für Ehrenmann. So, Leute, aber jetzt hier, jetzt, ne, beruhigt euch jetzt hier mal. Ich will jetzt hier mal mit Reactions starten. Und zwar, Leute, wir schauen das neue Video von den Ehrenbratans. Vinny Piano und sein Bruder Chrissy Piano. Riesen Airtrack versus Ozean, Leute. XXL Luftmatratze. Ich bin gespannt, wir starten rein. Abfahrt. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, heute haben wir mal wieder was richtig Verrücktes vor. Und zwar, Chrissy, was machen wir heute? Wir werden einfach mit dem Airtrack aufs offene Meer fahren und danach, davor werden wir noch ein paar nice Tricks am Strand machen. Ist laut genug, genau, oder? Wir waren schon so lange nicht mehr mit dem Airtrack am Strand und das Experiment einfach, wie es sich anfühlt, mit dem Airtrack auf dem Wasser zu sein. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir irgendwie abtreiben oder so, aber wenn, dann sehen wir uns einfach in Dänemark wieder. Und Freunde, jetzt würde ich sagen, wenn wir das Airtrack einpacken. Und dann geht's ab zum Strand. Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, und jetzt werden im Airtrack die Stöpsel gezogen mit unserem Live-Moderator. Ja, ist das. Ja. Das war ein Mikrofon, aber ist egal. Also. Die Stöpsel gehen raus. Oder besser gesagt, die Luft. Wie, die nehmen jetzt. Die nehmen jetzt dieses riesen Airtrack mit ans Meer. Oha. Oha. Die sind ja, ey, Phineas und Ferb sind heute wieder richtig am Durchdrehen, ich merke schon. Aber auch krass, dass man das überhaupt so klein machen kann. Ich dachte nicht, dass man das so klein bekommt. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand. Ich hoffe auf jeden Fall, dass am Strand nicht zu hohe Wellen sind, weil das wäre auf jeden Fall... Es wäre nicht ohne Freunde, weil... Ich hoffe, da kommt ein Tsunami. Ja. Aber das Ding ist, Kappa. Es ist ein bisschen windig. Und mit hohen Wellen wäre es vielleicht auch lustig. Ja. Ne, weil dann schuckelt es also richtig hoch. Wild. Und Freunde, wir sagen Bescheid, wenn wir am Strand sind. Ja, Leute, wir gehen doch gleich in GTA rein. Beruhigt euch mal. Lasst doch einmal die Ehrenjungs hier von Vinny Piano müssen wir mal wieder anschauen, oder? Ne? Danach geht's doch ab in GTA. Beruhigt euch. Wir sind jetzt endlich angekommen und hier ist das Airtrack. Wir haben schon ausgepackt und jetzt müssen wir da hoch. Aber ich glaube, das geht, weil wir haben das Longboard. Ja. Dann werden wir es aufpumpen und dann geht's los. Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall am Strand angekommen. Es ist richtig schön leer und ihr seht die Wellen. Wir gehen sogar noch. Chrissy hat sich Moritz, hier schon mal ein heftiges Moritz hier mit Ehrenbruder, Dankeschön. Steck gebaut. Schaut mal. Oh, was machst du hier eigentlich? Ich habe das Zelt aufgebaut. Okay, also das wird zu persönlich. Ich würde sagen, jetzt werden wir das Airtrack aufbauen. Hey, Chrissy, nimm die Hände aus der Hose raus, da im Zelt. Heute ist einfach nochmal so ein richtig nicer Sommertag. Schön für den September, Freunde. Also ein richtig gutes Strandsommer. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch dieses Jahr war, aber bei mir war jeden Tag... Bei mir war jeden Tag im Sommer so ein Wetter. Also dieses Jahr war wirklich ein scheiß Sommer. Bei mir sah jeden Tag so aus. Das Video. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir das Ding hier ausklappen. Echt nice. Einfach ein Airtrack am Strand. Das ist schon krass. Freunde, jetzt wird es erstmal schon richtig krass. Heftige Tricks geben als Aufwärmung. Und danach werden wir es ins Wasser lassen.
Uff. Ey, ich würde mir so direkt meinen Knöchel brechen, ne? Alter! Der Bruder dreht durch! Sheesh! Damn, boy! Bennett schreibt hier gerade, es laggt, Leute. Laggt es bei jemandem? Also wenn, dann aktualisiert mal vielleicht bei euch YouTube, weil bei mir ist 0% Paketverlust. Also an mir liegt es nicht. Wenn es bei irgendjemandem laggt, es liegt nicht an mir, Leute. Leute, wir haben das Airtrack auf jeden Fall sehr, sehr hart jetzt aufgepumpt. Aktualisiert den Stream. Die Tricks gehen trotzdem richtig gut damit, aber nachher werden wir es aufs Wasser lassen. Ja, die meisten schreiben auch nein, ja. Also wenn es an Einzelnen liegt, dann liegt es an euch. Dann aktualisiert mal bei euch den Stream, weil bei den meisten, ihr seht es ja im Chat, laggt es nicht mehr. Wird wahrscheinlich die Luft ein bisschen kälter und dann wird es sich so ein bisschen zusammenziehen und ein bisschen knuddelig werden. Deswegen haben wir es jetzt so hart aufgepumpt. Und jetzt probiere ich einfach mal einen Double Full. Vini Piano hat ja echt mehr Bart als ich mittlerweile. Der ist ja Bartträger und Heartbreaker geworden. Boah. Dass das aber auch nicht weh tut, wenn man so... Also, tut das nicht so ein bisschen weh, wenn man so auf den Sand springt? Ich weiß es nicht. Weil Sand wird ja auch irgendwann hart mal so, ne? Die kleine Session hat schon mal richtig Spaß gemacht. Und jetzt gibt es eine kleine Challenge. Und zwar werden wir ausprobieren, ist wer mit dem Vorwärtssalto am weitesten kommt. Nice, oder generell einfach, wie weit wir mit einem Vorwärtssalto kommen. Und danach werde ich über dich rüberspringen. Aber ich dachte, die legen das ins Wasser rein. Wollten die das nicht ins Wasser reinlegen, dieses Airtrack? Das ist die Markierung. Oder habe ich das falsch verstanden? Das ist genau, wäre eigentlich schon lustig, wenn die das mal ins Wasser reinlegen. Ich habe es gesehen, Hacken zählt. Kannst du ein paar Tricks? Nee, ey, ich bin absoluter Rentner. Das, ey, Bro. Guck mal, wie weit der da fliegt. Ja gut, ist aber gar nicht so wie weit. Der ist einfach der neue Black Panther Schauspieler. So ein Ding, Freunde, ist das. Freunde, das heißt aber trotzdem, dass ich gewonnen habe. Und jetzt darf ich über Chris rüberspringen. Leute, jetzt darf Vinny über mich rüberspringen. Ich hoffe, dass er hoch genug springt. Oh. Jetzt will Chris mal probieren, über mich rüber zu springen. Ich bin echt gespannt, aber schafft. Bereit? Ja. Let's go. Wenn nicht, dann bleibt er nur in deinem Kopf hängen. Kein Problem, Bro. Oh. Ja, die Jungs, die sind schon fit unterwegs auf jeden Fall. Die sind schon fit. Jetzt geht es los mit den lustigen Wassersachen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir dieses Airtrack einfach zur Hälfte ins Wasser reinmachen und eine Slip and Slide. Digga, Herzelein, gönnt dem Lambo einen Zehner. Vielen, vielen Dank. Ah, Alter, boah, verschluckt. Ey, Herzelein, danke schön für den Zehner. Danke für die netten Worte. Kuss, Kuss, Kuss. Ich habe mich sogar verschluckt, weil ich mich so gefreut habe, dich hier zu sehen. Danke. Draus machen. Wir haben unser Bodyboard dabei. Wir haben einen Schwimmreifen dabei. Und dann mal gucken, wie das funktioniert. Ob man richtig auf Speed kommt. Das heißt, wir werden erstmal jetzt antesten, wie warm das Wasser ist. Oh, oh. Leute, also man merkt auf jeden Fall schon, dass September ist. Es ist nicht total kalt, aber warm ist was anderes. Und deswegen werden wir uns die Neoprenanzüge anziehen. Ihr habt jetzt im Zeitraffer gesehen, wie schnell das ging, so einen Neoprenanzug anzuziehen. Aber in Real Life sah das ungefähr so aus, als hätten wir 10 Minuten gebraucht. Und Freunde, das Coole ist, mit diesem Neoprenanzug kann ich einen richtig coolen Trick machen. Schaut mal zu. Sorry, sorry, ey. Scheiße, scheiße. Ey, sorry, Leute. Sorry, sorry, sorry. Hab mich hier gerade verklickt. Warte, nochmal neu. Jetzt. Das Coole ist, mit diesem Neoprenanzug kann ich einen richtig coolen Trick machen. Schaut mal zu. Oha. Jetzt ist aber auch ganz schön heiß und wir müssen das Ding mal reintragen. Guck mal, aber ey Leute, habt ihr das gesehen? Der Vinny, der hat richtig Bart bekommen, ne? Guck mal, der hat richtig hier Bart bekommen. Der hat mehr Bart als ich, der wird erwachsen. Das Ding mal reintragen. Vinny wird erwachsen. Oh, Leute, die legen es jetzt wirklich ins Wasser. Yeah. Leute, guckt euch das mal an mit den Wellen, das ist mega nice. Ach du Scheiße. Hey, Leute, das wird die beste Slip and Slide. Aber hüpfen kann man ja jetzt nicht so wirklich drauf, weil jetzt muss so das ganze Wasser irgendwie drauf verteilen, aber das kriegen wir schon hin. Ihr fragt euch, was ich hier trage. Ja, Salzwasser. Und das werde ich jetzt hier drauf explodieren lassen. Was hat er denn da für eine Tasche? Nein. Mit der Handtasche von der Mama, nein, macht er das. Nein! Ich hab ihn kaputt gemacht. Oh nein. Ich bin so dumm. Das war doch klar. Oh nein, aber wenigstens hat es zweimal gereicht. Wir haben es jetzt mit Wasser befeuchtet und jetzt habe ich hier ein schönes Brett und damit werden wir jetzt richtig heftige Slides einfach ins... Imagine, er macht das einfach mit so einer Louis V Handtasche von seiner Mom. Mehr reinmachen, das ist so perfekt. Ich werde einfach mal anfangen. 3, 2, 1.
nein! Imagine. Digga, Christopher, Christopher, vielen Dank für den Fünfer. Ich hab dir per Insta geschrieben, könntest du mir zurückantworten. Christopher, vielen Dank für den Fünfer. Ich werd's versuchen, ja? Ich kann's nicht versprechen, weil Insta, Bro, ich sag dir ehrlich, das sind immer, also jetzt auf no weird flex, aber da sind so viele Nachrichten immer, ich sehe da gar nicht durch. Also Real Talk, aber danke für den Fünfer. Oh Mann, Freunde! Wenn du irgendwas mir sagen willst, dann mach's lieber hier. Das hat ja gar nicht funktioniert. Vielleicht war einfach das die beste Erfindung, die ich jemals gemacht habe, einfach die kaputt zu machen. Weil so kann ich viel besser das Wasser drauf machen. So, und kann man da jetzt sliden? Ja, 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 wow! Okay, so halbwegs. Let's go! Yeah! Leute, Vinny holt jetzt gerade einen Ring und dann werden wir von der Slidebahn so rutschen und dann am Ende in den Ring. Ey, das ist krass. Ja! Yo! Yo! Das ist so krass, dass die einfach, die wohnen einfach am Meer, ne? Ich sag euch ehrlich, ich wohne so weit weg von so Nordsee, Ostsee, whatever. Ich verstehe, also ich check das gar nicht, dass wir in Deutschland so Meer haben. Ist das bei euch auch so oder wohnt ihr in der Nähe von Meer? Das geht nie so in meinen Kopf rein, dass man prinzipiell in Deutschland auch ans Meer gehen könnte. Ich vergesse das immer. Das ist zu krass. Oh, die wohnen einfach spannend. Am Meer. Die können einfach sagen so, ich wohne am Meer. Und dann denken so Leute, die wohnen so in Spanien oder so, weißt du, aber... Na guck, ja. Ey! Ich kann doch nicht schwimmen! Doch, damit hat niemand gerechnet. Oh, er hat's geschafft! Sehr schön! Das ist einfach so schon richtig lustig als Slip and Slide. Und Freunde, ich habe so Bock einfach, wenn wir das Ding nachher komplett ins tiefe Wasser reinmachen und dann so heftige Tricks von runterziehen können und auch drauf machen können. Aber jetzt macht Chrissy noch einen fetten Trick. Die Slip and Slide war einfach nur mega. Und jetzt kommt das, wo ihr die ganze Zeit drauf gewartet habt. Wir werden mit dem Airtrack auf hohe See. Ja, dude, ich war... Leute, ich hab verstanden, Live-Chat, ich hab verstanden, dass Vinny mehr Bartwuchs als ich hat. Ich hab's verstanden. Ich lese das andauernd. Ey, ich hab auch Gefühle. Ich kann auch gekränkt werden, wenn ihr immer auf meinen Bartwuchs geht. Ja? Reagier mal auf Unge. Ja, ich hab das mitbekommen mit seinem Hund. Ich hab auf Twitch darauf reagiert, aber ich werde das nicht auf YouTube auch hochladen, weil, ich weiß nicht, das macht man nicht. Also ich will da nicht irgendwie so Klicks damit machen, das ist ekelhaft. Aber in meinem Twitch-Stream haben wir uns das neulich angeschaut. Auf jeden Fall sehr, sehr krasse Sache und tut mir unfassbar leid, was Unge mit seinem Hund da passiert ist. Ja, also ganz, ganz krass, also unfassbar. Hey Freunde, ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Wir haben auf jeden Fall zwei Paddel dabei, sodass wir ein bisschen paddeln können, ein bisschen steuern können. Und Freunde, falls nicht, sehen wir uns in Dänemark wieder, aber wir werden auf jeden Fall alles füllen. Die paddeln damit jetzt raus aufs Meer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Leute, das ist wirklich so wabbelig, wie ich gedacht habe. Und sogar noch ein Scheiße. Bisschen doller. Das ist mega lustig. Hä? Aber ey, im Prinzip kann man das so als Boot nice, benutzen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Hä, wie cool das ist das denn? Stabil einfach. Das ist unnormal stabil. Also, ich könnte mir jetzt echt vorstellen, nach Dänemark damit zu fahren. No. Wir werden auch gleich mal ein paar Tricks von runter machen. Das wird so cool. Und nachher vielleicht sogar noch mit Foxy rauf. Oh mein Gott. Das sieht aus, als wäre der irgendwo so gestrandet. Ey, zu krass. Kleiner Backflip-Test. Backflip. Wow! Er macht das einfach aus dem Stand. Jetzt das Airtrack er macht das raus, einfach aus dem Stand. Wie tief ich schon bin. Und wenn wir dorthin sind, das sind locker 2-3 Meter Wassertiefe. Da können wir die heftigsten Tricks reinziehen. Und jetzt werde ich mal wieder aufs Boot kommen. Im Wasser, ne? Chrissy da drüben kommt nämlich gar nicht mehr rauf. Oh, ich hab's geschafft. Ich werde Chrissy mal helfen. Ey, Chrissy! Freunde, zum Glück haben wir auch unseren Motor von zu Hause mitgenommen. Schaut mal. Ja, ich dachte schon, die packen jetzt wirklich einen Motor aus. Ich würde es ihnen zutrauen. Es bewirkt einfach gar nicht. Das ist ja 0,5 PS Motor. Ey, das ist einfach so stabil. Vor allem der Kameramann kann auch einfach hier auf dem Airtrack stehen. Aber es ist auch sehr, sehr wackelig, wie ihr seht. Na Leute, wir schippern jetzt eine Runde. 3, 2, 1. Jo! Ey, zu krass. Eine Sache habe ich noch nicht gemacht, und zwar wollte ich noch eine schöne Katze hier reinmachen. Jo, heftig. Die größte Luftmatratze, die ihr wahrscheinlich in eurem Leben gesehen habt. Das sah nicht aus wie eine Katze, das sah aus wie ein Orang-Utan. So ein Ding war das.
Leute, jetzt wird der Anker hier gelichtet. Schön zumachen. Und jetzt wird hier erstmal ein Anker. Warum haben die denn Anker? Welcher Mensch hat denn einen Anker zu Hause? Ja. Unser Anker hat tatsächlich funktioniert. Es ist einfach so, dass er sich so ein bisschen im Sand verhakt hat und wir jetzt hier einfach bleiben. Also richtig perfekt. Und jetzt haben wir folgende Challenge für euch. Und zwar, wir haben Chrissy einfach eigene und ich Jagd gegeneinander. Wer zuerst sich hier gegenseitig runterschubst oder wer zuerst ins Wasser fällt, hat verloren. Es zählt das ganze Airtrack, also let's go. Nein. Wir sind leider beide reingefallen, das heißt unentschieden. Leute, das ist auf jeden Fall mega lustig. Ich würde sagen, bin jetzt gewonnen, weil ich so ein Stückchen früher reingefallen bin. Ist natürlich nicht schlimm. Jetzt kommen ein paar nice Tricks vom Airtrack. Airtrack! Wie cool, wie krass das ist, ne? Wie stabil das Ding auf dem Wasser liegt. Du kannst das wirklich so als 12-Mann-Paddelboot nehmen, ne? Das ist krass. Das wird safe 10 Leute oder so aushalten, sage ich euch ehrlich. Knick-knack over the deck. Schau doch einfach mal, wie krass das ist, wenn man hier so springt. Schau mal. Krass, Mann. Wir sind gerade wieder an Land gefahren und Foxy ist auch überraschenderweise gekommen und der kommt jetzt auch mal aufs Airtrack. Oh Gott, Foxy. Foxy, der Arme, muss alles mitmachen. Foxy, der Ehrenbruder, ist bei allem dabei, Leute. Sitz, sitz. Pfötchen, Pfötchen, Pfötchen. Feini. Feini. Oha, guck mal, wie das aussieht, wenn du... Nein, Foxy! Der arme Hund, Mann, der hat doch Angst. Lass den Bruder Foxy. Ich rette Foxy. Dann bin ich wenigstens der arme, Held. Ja. Der arme Hund. Yes! Wow. Leute, das hat auf jeden Fall so heftig Spaß gemacht mit dem Airtrack auf dem Wasser. Ja. Hätte ich echt nicht gedacht, wozu das Ding einfach alles gut ist. Und wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. War nice. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jungs, 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 wie immer gutes Video hier von den Piano Brothers. Die Piano Brothers, checkt die gerne aus. Wie immer gutes Video, Jungs. Aber ich würde sagen, ich habe es euch ja versprochen. Wir machen nur ein Reaction und gehen jetzt direkt rein in GTA RP, Leute. Jetzt gibt's GTA RP. Wir werden auf jeden Fall wieder einige Lotto-Packs öffnen. Ich hoffe, dass ich heute die G-Klasse ziehen werde. So, Leute. Ab geht's. Abfahrt. Ab in GTA RP. Habt ihr Bock oder habt ihr nicht Bock? So, warte, ich muss den Teamspeaker mal noch aufmachen. Dann geht's hier direkt ab. Dann geht's hier direkt los. So, ja, okay. Live-Chat, ich merk schon. Der Chat ist krank, ihr seid krank drauf, ihr seid GTA-Süchtige, ihr seid Chunkies. Chunkies seid ihr, GTA-Chunkies. So, warte, verbinden mit Dis, Teamspeak. So, jetzt auf dem Server joinen. Ich spiele auf dem Server District 3, da braucht man, District 2, da braucht man auch keine Whitelist. Also wer auch GTA-RP zockt mit 5M, Leute, kommt auch gerne auf den Server drauf. Alles easy. So, ihr seht, wir joinen, Jungs. Es geht los. Touren soll auch kommen. Mal schauen, wer weiß. Vielleicht ist Touren auch heute da. Dimitris, dankeschön. District 1 besser, Bro, das ist derselbe Server, das ist einfach nur andere Spieler dafür. Ah, ich bin in Teamspeak, Junge. Ey, ich fall durch den Boden. So.
Da sind wir, Leute. Let's go. Wir sind in GTA RP zurück. Meine Freunde, ich muss hier erstmal die Musik ausmachen. Letztes Mal ist richtig viel passiert. Also für die, die letztes Mal nicht mit dabei waren, ich gebe euch jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben ein Haus für 18 Millionen gekauft. Ich habe mir hier so andere Klamotten angezogen. Wir machen jetzt hier nämlich eine Mafia, Leute. Wir sind jetzt so ein bisschen auf Schicker angelehnt, so auf Mafia-mäßig unterwegs. Wo bin ich hier überhaupt? Warum bin ich nicht bei meinem Haus? Ah, da oben ist mein Haus. Leute, da seht ihr nämlich schon, das ist meine Villa da oben. So, wir laufen jetzt hier mal hin. Dieses Haus habe ich gekauft für 18... Nee, warte, wir haben ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, es waren 15 Millionen am Ende des Tages, was wir mit Makler Provisionen gezahlt haben. Also sehr, sehr wild. Die Zusammenfassung gibt es auch. Ist das Video schon online, Ken? Also es gibt auch den iCrimex LP-Kanal mittlerweile. Da kommen so Ausschnitte aus Streams. Und da könnt ihr auch, glaube ich, immer da werden auch immer die RP, die Streaming-Ausschnitte kommen. Wenn ihr das nicht live gesehen habt, könnt ihr den iCrimex LP-Kanal auschecken. So, das ist auf jeden Fall mein Haus, was ich gekauft habe für 15 Millionen. Aber ich bin ein bisschen genervt. Ich werde dem Makler heute mal ein paar Ansagen drücken. Weil ich habe gesagt, wenn ich das Haus hier für 15 Millionen kaufe, dann will ich, dass hier hinten umgebaut wird. Dann will ich, dass hier eine Wand hinkommt, dass hier zugemacht wird. Ist immer noch nicht zu. Wenn ich den Makler heute erwische, dann werde ich ihm erstmal Ansagen drücken. Und wenn das nächste Woche nicht gemacht ist, dann will ich mein Geld zurück. So ein Ding ist das. So, zack, zack, zack. Und das Krasse ist auch, wir haben das Haus ja gekauft. Das heißt, wir können da auch reingehen. Und heute möchte ich das Haus gemeinsam mit euch auch einrichten. Das heißt, wir werden Möbel kaufen gehen. Oh, da ist ja schon Gerd. Hey, Gerd, was geht? Moin, Gerd, Alter. Herr Berger, hallo. Was geht? Wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Bestens, danke. Ich habe gerade die Autos mal ein bisschen sauber gemacht. Ich habe gleich noch eine Überraschung. Also, wie? Erstmal, du musst deinen Favoritenfunk mal einstellen in deinem Handy. Dann bist du direkt immer im Funk drin. Ach. Warte mal. Machst du einfach oben rechts, Favorit ändern, auf 10 machst du den einfach. Da sind ja wir immer. Und jetzt 10. So. Ja, okay, und jetzt drückst du noch einmal auf Favorit, dann bist du drin. Okay, mach mal direkt. Und dann hier, Funkcheck. Check, check. Ich hab nichts gehört. Ah, warte. Geht das nicht? Weiß ich nicht. Okay, jetzt. Hat's, glaube ich, übernommen. So, jetzt nochmal. Jo, jetzt hat's geklappt. Check, check. Komm mal ganz kurz. Also, bitte mich jetzt auch nicht umbringen dafür, ja? Wie? Was los? Also, ich will meinem Sohn ein Geschenk machen. Okay. Beamer heißt ja. Deswegen habe ich ein Auto besorgt. Ach. Ich dachte, ich stelle mir das so cool dahin auf den Rasen. Aber jetzt habe ich den Rasen ein bisschen kaputt gemacht, weißt du? Ey, Gerd, Junge. Ja, es tut mir leid. Ich habe den so eine A-Klasse. Weißt du, was das für ein Rasen ist? Das ist original aus Hawaii importierter Rasen, Alter. Ach nein. Und ich habe den kaputt gemacht. Ah. Ah, verdammt. Aber naja, ey, okay. Aber für deinem Sohn schenkst du eine A-Klasse? Ja. Beamer heißt der. Schenk eine A-Klasse, ja. A45 AMG. Hä, ist nicht, ja, Dings, genau. Ist nicht Marvin dein Sohn? Ich hab 3 Söhne. Boah, du warst fleißig, ich merk schon. Also Marvin, Beamer und Dennis. Alles Dennis mit der gleichen Frau oder mit unterschiedlichen Frauen? Marvin und Dennis mit derselben Frau und Beamer mit einer anderen. Der Gerd. Ja, ich bin ja schon was älter, ne? Bin ja schon 24. Der, ne, also. Gerd hat Vollgas gegeben. Ja, gut, so. Gut, stabil. Ja, die anderen kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Marvin. Aber Marvin kann auch nicht Auto fahren, oder? Ja, der macht's schon, aber er kann es nicht. Ne? Okay. Wegen dem Innenraum müssten wir jetzt gleich mal schauen, ja? Ja, ey, das also Haus, heute ist ultra viel geplant, Gerd. Ich will das Haus einrichten. Ich will noch ein paar Lotto-Packs öffnen gehen. Also es ist sehr viel tatsächlich geplant. Aber da haben wir bald ja noch eine G-Klasse hier stehen dann. Ja, wenn wir den Hauptgewinn ziehen, dann kriegen wir eine G-Klasse. Aber das glaube ich nicht, aber es wäre schon echt krass. Das wäre krass, das wäre krass. Das wäre wirklich geisteskrank. Willst du den neuen Innenraum mal sehen? Wie einen neuen Innenraum? Ja, boah, pass auf. Ey, aber Gerd, was ich noch sagen wollte, hast du die Nummer von dem Makler? Ja. Ja, lass den mal anrufen gleich, der kriegt gleich mal noch einen Anschiss. Ach, es sind die Wände immer, also unten der Zaun und alles? Nee, der hat nämlich noch gar nichts gemacht. Das gibt's doch nicht. Wollt ihr 2 Millionen Provisionen? Kann es nicht sein. Wollt ihr 2 Millionen Provisionen und hat nicht mal geschafft, Handwerker herzuschicken, die Wand umbauen? Ja. Das ist so nicht. Ja, okay, ich schreibe dir mal eine SMS. Ja, das wäre super. Lass uns das mit dem Innenraum mal gucken. Ich hoffe, dass es so funktioniert jetzt, ne? Aha, okay. Sehr gut. Muss das Haus einmal verkaufen? Verkaufen? Ja. Okay. Aber ich hab's doch gerade erst gekauft. Ja, keine Angst. Dieses Haus verkaufen drücken? Ja. Da steht aber 0 Dollar. Nicht da. Ja, alles gut. Ist alles aber richtig gut. So. Okay. Ja, das Geld habe ich schon bekommen. Okay. Mit dem Makler abgeklärt.
So. Hey Leute, ich habe ein bisschen Angst. Wir haben gerade das Haus neu gekauft. Soll ich irgendwie verkaufen? Oh, nee, warte mal. Ah. Ja, jetzt reingegangen. Okay, so. Das Geld. Jetzt schau mal, ob hier ein vierter Innenraum ist. Ja, das ist extra für dich. Steht doch der Name, glaube ich, drauf. Mal schauen. Also jetzt, ich kaufe das Ding erstmal jetzt für 13 Millionen. Ja, mach mal und dann Innenraum 4. Nicht, oh, ich weiß nicht, ob das Innenraum 4 ist. Geh mal, mach mal Besichtigung. Und lass mal gucken, ob das 4. So, Leute, dann schauen wir uns jetzt hier mal an, die Innenraumdesigns. Das war Innenraum 1, den haben wir uns ja letztes Mal angeschaut. Das war 2, den hatten wir für den Handel. Kauf mal 4, wenn nicht, dann geht's nicht, dann ist klar. Haben wir es verkackt. Einfach. Da steht, ist not image 4. Da steht 4 ist not image oder irgendwie sowas. Ah, doch, doch, warte. Nee, ist wieder 1. Nee. Ah, jetzt hast du gefunkt? Ja, ich hab dir gefunkt. Ist nicht angekommen? Nee, ich hab nichts gehört. Ja, Innenraum 4 lädt leider nicht. Es gibt nur Innenraum. Versuch das trotzdem mal zu kaufen. Ansonsten nehmen wir jetzt einfach den anderen und räumen den noch einen. Ist egal. Abgeschlossen. Ich glaube, ich hab den jetzt gekauft. Ja, nee, okay. Verkauf nochmal. Alles gut, machen wir jetzt einfach so. Warte. Soll ich nicht mal betreten, mal angucken? Ja, mach mal, aber geht nicht. Ist abgeschlossen. Verkauf einfach nochmal, dann scheiße. Ist egal, dann machen wir es so. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Einrichten. Ja, ich habe auch richtig Bock auf Einrichten, ja schade. Tisch, Fernseher, alles wird sehr wild. Okay, hab nochmal verkauft das Haus. Ja, das Ding ist auch, was wir heute auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist, wir müssen unsere Gang oder unsere Mafia vergrößern. Wir brauchen neue Mitglieder. Ah, ja. Ja. Okay. Hast du gekauft? Warte. Kauf jetzt. Welchen Innenraum 2 hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, ne? Hä, nee, da steht jetzt die ganze Zeit betreten, verboten irgendwas. Hä? Dieses Haus verkaufen? Hast du verkauft? Ich hab's eigentlich gerade verkauft. So, ja, verkaufen. Und jetzt nochmal neu kaufen. Also nicht mit Innenraum 4 wieder, ja? Ja, das Ding ist, der denkt die ganze Zeit noch, es ist noch jemand im Haus, steht da. Ich kann es nicht verkaufen. Ich kann das die ganze Zeit nicht verkaufen. Warte. Ja, check das mal kurz. Ja, ist gut. Leute, wir haben hier gerade noch ein paar Technical Problems. Wir wollen eigentlich hier in unser Haus so, rein. Wegen Leuten jetzt auch, die wir brauchen. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Jetzt kannst du ja das Haus einmal verkaufen. Ist so. Keiner mit drin, hab alle rausgeworfen. Okay. Jetzt Haus verkaufen, okay. So, ja. Und jetzt kauf Nummer 2 einfach, dann haben wir's. Nummer 2, ja. So, perfekt. Jawohl. Jetzt haben wir's doch geschafft. Jetzt haben wir's. So, Live-Chat hab ich euch... Kurz rein, ich guck mal. Ey, Live-Chat hab ich euch überhaupt letztes Mal... Passt. Das passt, ja. Ja, perfekt. Okay. Warte mal, ich guck mich hier noch mal einmal kurz um, ja? Ja. Leute, Live-Chat habe ich euch eigentlich letztes Mal hier schon das Haus gezeigt. Das ist jetzt offiziell unser Haus. Mit diesem Innenraum haben wir quasi jetzt gerade ausgewählt. Unnormal nice. Richtig heftig. Ich glaube, im letzten Stream hat man das hier noch gar nicht gesehen auf YouTube, ne? Vielleicht auf Twitch habe ich das hier kurz gezeigt. Aber das habt ihr hier auf YouTube noch gar nicht gesehen. Das ist jetzt hier unser Haus. Übelst krass, Leute. Übelst krass. Hier können wir so Schlafzimmer, Arbeitszimmer, whatever machen. Kann man einiges machen, oder? Ja, safe. Ey, übelst krass. Ich würde sagen, hier hinten mache ich auf jeden Fall mein Büro rein. Ja, mach hier so Büro und genau. Dann lass doch, guck mal, hier so einen Schrank vorstellen. Das okay. Ist so ein versteckter Raum hier hinter, ist irgendwie, keine Ahnung, weißt du? Und da werden so die ganzen und hier Schätze so das so. Geld, ja, das Geld. Ey, heftig, ja, Mann. Alles einfach hier rein, ja. Genau ja. So machen wir das. Das wäre echt geil. Genau so. Und wenn jemand Gespräche will, dann immer hier und wir verstecken uns hier hinten im Raum. Und wenn Stress ist, kommen wir da alle raus. Ja, genau, dann mache ich da so Gespräche und alle verstecken sich da. Oh mein Gott, ja, Mann. Geil. Feier ich. Leute, seid mal ehrlich, Live-Chat, wie findet ihr das Haus? 1 von 10, ist doch geil, oder? Allein das Riesenanwesen. Lass uns mal rausgehen. So, ganz wild. So, wie sieht's aus? Willst du erstmal die ersten 10 Kisten aufmachen, oder was? Ja, gerne. Machen wir mal ein kleines Pack-Opening. Jetzt geht's los. Walkout.
Oh, warte mal. Sag, wenn du mir gegeben hast. Ja, hast du. Okay. Mach das hier irgendwie im Brunnen oder im Garten oder so. Das bringt mir ja, Glück. Ja, wir gehen in den Garten. Warte, komm mal her. Ja? Komm mal schnell her. Was? Ich bin das nur ein. Guck mal hier, knapp über der G-Klasse, hinter der Mauer. Ich sehe da eine Stirn oder einen Kopf. Oder? Hä? Ist das, oder? Das sieht so aus, als wird da... Ist da jemand oder ist das irgendwie ein Poller oder eine Blume oder so? Ah, okay. Ey, oh mein Gott, ich habe aber auch gerade kurz gedacht, Herz, dass irgendjemand uns hier so ausspioniert. Ich dachte, wir sind nur zu zweit. Ich sag dir ehrlich, wenn jetzt hier 5 Leute kommen, dann sind wir am Arsch. Boah, okay. Ich dachte, das wäre ein Hut. So. Ja, okay, gut, dann können wir die Kisten jetzt aufmachen. Ja, Mann. Leute, jetzt Pack-Opening. So. Okay. So. Okay, warte, ich mach sofort. So. Warte mal, ich höre jemanden. Hast du das Auto gehört? Nee, ich hab. Ja, oben oder was? Warte. Ja, das sind Autos. Ey, wer nervt mich jetzt hier, wenn ich Lotto ziehen will? Irgendjemand war hier gerade. Da vorne ist ein Auto. Ja. Was ist das für eins? Ey, der war gerade unnormal laut. Der war, glaube ich, safe in der Einfahrt drin. So? Geht jetzt um oder was? Ja, okay. Ja, soll der sich mal. Warte, der dreht um. Soll der sich wir, mal. Auf wir müssen Grundstück in den Tower kommen? Mal reingehen oder so. Der hupt hier auch wie so ein. Ey, hier ist 30. Das ist eine 30er-Zone, Junge. Ich schlag dem das Auto kaputt, wenn er hier vorbeifährt. Ja, wenn der hier noch mehr so frech entlang fährt, dann kriegt der... Gib dem eine mit. Dann kriegt der Knüppel, Alter. So, oder lass uns im Tower oder so die Kisten aufmachen. Warte, ich hol noch kurz... Hol erstmal dein Auto aus. Ich pack noch kurz mein Auto aus, damit das hier auch gut aussieht. Nee, lass im Garten, ist doch eigentlich nice. Garten ist schön. Wenn du willst, steig ein. Ja, aber vorsichtig in der Einfahrt jetzt, ne? Die ist eng. Ja. Vielleicht aufpassen. Lass die Felgenzerkratzer einfahren. So, Leute. Keine Ahnung, wer der Typ gerade war, aber müssen wir aufpassen. Wir haben hier das krasseste Grundstück hier. Es kommt öfter mal vor, dass Leute hier Auge machen. Letztes Mal im Stream habt ihr ja mitbekommen. Leute haben richtig Auge gemacht auf unser Haus. So, jetzt machen wir hier Lotto Pack Opening. Ich bin gehypt. Okay. Ich bin gehypt. Und da hinten läuft jemand? Ey. Was ist denn hier heute? Da vorne, siehst du die Leute laufen? Ja, oder ja, mal raus? Ja. Ich hab da das jemand. Gefühl, ey, wir brauchen wirklich Angestellte, ne? Ja, brauchen wir auch. Wir brauchen wirklich Wachen. Da ein Panto, da stehen zwei Leute, wir da ein Auto. Wir brauchen wirklich Wachen. Das ist nur, weil wir hier das dickste Haus haben, machen die hier Auge. Ja. Guck mal, ob ich irgendjemanden erreicht bekomme. Aber gut, hier, da können wir nichts machen. Wir können nichts machen. Das ist nicht unser Grundstück. Wir dürfen erst abschießen, wenn die auf unserem Grundstück sind. Ja. Aber das sind halt alles kleine Fanboys hier von uns, ne? Stimmt. Egal, auf das Grundstück hier kommen die nicht drauf, Jungs. Wir können direkt schießen, wenn einer kommt, ne? Ja, wenn jemand auf mein Grundstück traut, dann wird's, ne? Dann wird's unschön für den. Sagen wir's mal so. Egal, ich glaube, die kommen hier nicht drauf. Gib mir einfach Deckung, falls irgendwas passiert. Ja, ich besorge Security schon mal. Ich schreibe mal ein paar Leute an. Wir können ja wirklich auch Leute als Security so richtig anstellen, denen vielleicht auch so ein Gehalt zahlen und so, weißt du? Das wäre vielleicht auch krass. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier ein paar Packs auf, so. Wir machen jetzt ein Pack-Opening. Security ist unterwegs. Mein Sohn kommt auch gleich, dann kriegt er das Auto. Willst du dabei sein? Ja, komm, ich will sehen, wie du deinem Sohn das Auto schenkst. Will ich sehen. So, okay. Freut sich schon. Platin-Ace-Kiste, ne? Ja. G-Klasse. 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 Oh, komm, Jungs, G-Klasse. Und? Nee, aber ein Messer. Oh, das ist auch gut, okay. Das ist gut. Kann man Leute abstechen. Ja, das hilft uns jetzt gleich. Vielleicht auch. Gar nicht Guck mal, mal da so oben hupen wieder welche. Wer hupt, ey? Ich glaube. Komm, nein, warte, ich muss. Ich gehe jetzt das Messer. Ich gehe jetzt das Messer austesten. Ey, da ist ein Flugzeug über uns. Ey, was geht hier ab? Hä? Ist ein Flugzeug über uns? Ja, das ist direkt über uns geflogen. Ich habe den Schatten abbekommen sogar. What? Ich werde jetzt hier mal mein neues Messer austesten, was ich hier gewonnen habe. Na, Ben, gibt's hier ein Problem oder was? Hä?
Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo, hallo, hallo. Ich habe hier gehört, man kann hier in der Mafia beitreten. Wie, von wem haben Sie das denn gehört? Von wem hast du das gehört? Von einem Freund. Wie heißt dein Freund? Mein Freund heißt Jimmy Jimson. Wer redet über uns, hä? In der ganzen Stadt reden Leute über euch. Ja, was sagen die Leute in der Stadt? Keine Ahnung, dass sie überfallen wollen oder so, keine Ahnung. Dass wir überfallen? Wir überfallen? Oder kann man hier angestellt sein? Die Leute euch überfallen wollen. Niemand traut uns zu überfallen. Aber warte mal, wenn ihr hier arbeiten wollt, Jungs, ne? Ist ja cool, wir suchen auch tatsächlich neue Leute. Aber dann müsst ihr... Ich werde hier... Was? Als Angestellter. Ja, klar, Angestellter. Warte mal, da kommen noch mal Leute. Aber erstmal, dann müsst ihr mal lernen, richtig eure Autos zu parken. Ja, wie seht ihr aus? Also, Jungs, sag euch ehrlich, was sind das für Klamotten? Guck mal, ihr parkt hier eure Autos. Meinst du mich? Ihr stellt hier eure Autos in meine Einfahrt rein. Ja, es tut mir leid, ich wollte nur hupen, dass ihr kommt, weil wie gesagt, ich habe gehört, dass... Ja? Parkt mal erstmal vernünftig eure Autos hier, dann reden wir weiter. Warte mal. So, pass mal auf hier. So, das mache ich mit deiner Schrottkarre, hä? Ja, dann ich weiß so, was das passiert mit deinem Auto. So. Parkt mal erstmal vernünftig eure Autos, wir sind ja hier Gentlemen, ne? Macht ja mein Spann gerade. So, sehr gut, sehr gut. Und ihr wollt jetzt alle hier arbeiten bei uns? Ja. Ja. Okay. Ja. Gut. Ja, ihr habt Glück, wir suchen auch gerade neue Leute. Aber das Ding ist, es wird halt nicht jeder keck angenommen, ne? Das ist schon, man muss schon was drauf haben. Jo. Ja. Also erstmal müsst ihr euch mal vernünftige Klamotten anziehen. Wie seht ihr überhaupt aus, Mann? Ne? Jogginghosen. Unterhosen. Was ist das? Plastikkette hat der Mann hier oben. Hier. Oh, ne, hatte das sie selber. Und was ist hier mit euch? Mit hier die Anzugträger? Ja, wir wollten uns hier einfach vorstellen. Wir wollten uns genauso vorstellen. Ah, ja, okay. Ja, ey, nehmt euch mal ein Beispiel an den Jungs. Die sind wenigstens gut gekleidet. So. Warum fliegt ihr in ein Flugzeug? Warum fliegt ihr ein Jet lang? Das ist unser Jet. Den haben wir gekauft. Jungs. Ja, ne? Gut, okay. Dann wisst ihr was? Ich würde sagen, ihr Jungs hier, ihr drei in weiß gekleidet, holt euch erstmal vernünftige Klamotten, dann können wir nochmal weiterreden. Ja, okay, dann bis gleich. Ja, okay, gleich. Dann können wir weiterreden. Die anderen ihr bewacht den Eingang. Kann ich hier irgendwo vielleicht mein Auto ausparken? Ja, hier an den Kolben. Kannst du machen. Dankeschön. Bis später. Gerne. Wir können den Eingang bewachen, dass wir jetzt unsere Ruhe haben. Leute, wir versuchen gerade eine G-Klasse aus einer Kiste zu kriegen. Was also, lasst genau. Uns jetzt mal hier. Warte mal. Entschuldigung. Die anderen beiden hier, die Anzugträger, kommt mal mit hier. Kommt mal mit in die Einfahrt kurz rein. So Leute, wir suchen uns jetzt hier neue Angestellte, so nehmen wir das jetzt nicht. So, wo ist dein... Ah, da ist dein. Ja, da ist der. Also erstmal stell dich mal vor, wer ist hier der im Schwarzen? Ich bin Justin König. Justin König, okay. Und was machst du so? Ich bis jetzt mache noch gar nichts, beziehungsweise aha. Wir haben einmal uns versucht als Gärtner, aber das hat nicht gut geklappt. Ah, als Gärtner, für welche Pflanzenart denn? Erstmal nur für Gärten, aber da hier so viele nicht interessiert sind, lief das nicht ganz so gut. Okay, ich verstehe. Und hier der Mr. Red? Ja, der gehört dazu. Ja, ich bin der Finn Shelby und ja, ich habe auch mir mit meinem Kollegen hier neben mir ein bisschen, uns als Gärtner versucht. Okay. Eigentlich dasselbe. Und ihr seid hier also so Pros, ihr seid Freunde? Ja, genau. Okay, finde ich nicht schlecht. Ja, Jungs, wie gesagt, ich finde euch vernünftig, ja. Ihr kommt hier wenigstens respektvoll an und so, ne? Das können wir gern drüber reden. Dann würde ich echt sagen, wie hier mein Kollege schon gesagt hat, ich gebe euch jetzt mal die erste Aufgabe und zwar schützt hier mal ein bisschen den Eingang. Wir müssen da hinten was regeln. Und okay, dann können wir weiterreden, ja? Jo, machen wir. Okay, sehr gut, Jungs. Verstanden. So, ja, die machen mir eigentlich schon einen vernünftigen Eindruck hier, Gerd, die zwei. Ja, das stimmt. Die sind das stimmt. Gut. Die anderen, die kommen hier mit Zeugenhosen an und meinen, ja, bei der Mafia mitmachen. Sich kommt der eine mit Maske an, ja, und die sich bewerben. Ja, da habe ich direkt schon wieder Respekt verloren, Digga. Sag ich dir ehrlich. Ja, wir machen jetzt hier erstmal Lottoziehungen, weil ich brauche jetzt mal eine G-Klasse. Ja, das stimmt. Vielleicht auch mehrere einfach hintereinander. Oder mehrere direkt. Also Messer haben wir bisher, ne? Messer ist gut. Wenn einer Probleme macht, dann... Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Messer hast du gezogen, oder nicht? Ja, schon? Ja, Messer habe ich schon mal. Das ist schon mal gut. Messer ist gut. Ja gut, dann lass es mal weitermachen.
So, Leute, jetzt machen wir mal weiter mit wir dem Folge. Wir haben so viel auf dem Zettel und das schaffen wir alles. Wie vorgestern oder wann wenn wir hier waren. Das ist wirklich krass. Wir schaffen das immer alles gar nicht. Wir haben immer so viel zu tun. Wir wollen hier noch Möbel kaufen fürs Haus und so. Das ist wirklich... Egal, wir machen jetzt hier erstmal die Tickets. Okay. Erstmal die Lotto-Tickets. So, weiterkommen. G-Klasse! 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 Ah, nein, Egal, ist auch gut für eine G-Klasse, kannst du dann auch bauen und so weiter. Ja, weißt du? ist okay. G-Klasse. So, komm, nächstes Pack. Wir sind hier nicht zum Spaß. Ja. Wipschel. Na, was? Was? Nee, Fixtool. Ah, Fixtool. Auch nicht schlecht, dann mal ein Auto kaputt. Ja, fünf Fixtools. Für die ganze Fam. Ist okay, ist gut, kann man mitarbeiten. Ah, oh, komm. Komm. Aber jetzt. G-Klasse. Einmal jetzt ein Chi-Wang. Ja, du musst so einmal im Kreis drehen und dann aufmachen. Diese, oder auf dem Dach vom Auto und so. Das bringt alles Glück. Das ist ein Anwesen. Das ist ein Anwesen. Guck nicht auffällig hin. Warte. Genau, pass auf, warte. Wer fährt hier auf mein Grundstück drauf? Nee, der ist hier hinterm Baum. Der ist schon drauf, zu Fuß. Da hinterm Baum. Blau gekleidet. Ich seh den gar nicht. Siehst du den? Doch, da hinterm Baum. Hinter dem Kirschblumenbaum. Hinter dem pinken Baum. Links, da läuft er, links. Er hüpft wieder rüber. Ah, der Stück Scheiße, ne? Ah. So, jetzt, ich gebe jetzt den einen gleich erstmal Anschiss, warum die hier nicht aufgepasst haben. Ja, die sollen hier richtig aufpassen. Ey! Echt? Bleib stehen oder ich schieße! Ich hab ihn, er ist erledigt. Stark. Jojo. Ja, ist auch wieder selbst schuld, wenn er auf mein Anwesen läuft, ne? Denkt hier, er kann einfach in meinen Garten reinklettern. Wird geschossen. Was? Wieso wird hier geschossen? Ja, weil hier jemand meint, auf mein Grundstück laufen zu müssen. Ah. So, jetzt frage ich erstmal da die anderen, warum die, Jungs? Ey, Jungs. Ja? Schau mal, das ist richtig gut, wie ihr hier steht, aber gerade eben ist da jemand über die Mauer geklettert. Also ihr müsst auch in hier ein bisschen... Oh, meinst du andersrum oder wie? Ja. Warte, ja, wir hatten kurz Problem hier mit dem hier vorne eben erst gehabt. Er ist hier randaliert. Ihr macht das schon gut, ihr steht hier wirklich gut vom Tor. Macht ihr gut. Gerd, ich komm sofort, Gerd. Aber schaut wir mal haben hier. Noch nicht mal Wochen. Kennen Sie den hier? Gerade eben ist einer hier drüber geklettert. Ihr müsst auch ein bisschen hier die Straße im Blick. Am besten bleibt hier stehen. Warten Sie bitte kurz. Der hier vorne, kennen Sie den? Nee. Wer ist das? Ja, der ist nämlich die ganze Zeit hier auch vorne reingegangen. Wir haben den nämlich auch zurückgewiesen. Ihr könnt doch sein Grundstück nicht beschützen ohne Waffen. Ihr braucht Waffen, Jungs. Habt ihr keine Waffen, Jungs? Nein, wir haben noch gar keine Waffen. Wir wollen erstmal rankommen an Waffen. Ja. Wir sind ja noch nicht so lange hier. Wer bist du denn hier in Weiß? Rico. Sergio Rico. Rico, ne? Brauchst du auch Arbeit? Ja, gerne. Okay, weißt du was? Dann mach mit denen hier erstmal bewachen mit den Jungs, ja? Das ist eure erste Aufgabe. Wenn ihr das gut macht, dann stelle ich euch ein. Shelby, komm mit, wir gucken an der Mauer. Jo. So. Wo ist denn jetzt der Helikopter? Gerd, ich drehe hier durch. Wo kommt denn jetzt der Helikopter auf einmal her? Ja, ich leg kurz auf. Hä, ist das dein? Der ist hier gerade gelandet. Der Typ ist hochgelaufen. Hat er denn mit dir gesprochen oder was ist das? Nein. Was ist denn jetzt los? Warum ist denn hier auf einmal jetzt ein Helikopter? Ich hab keine Ahnung, das muss ein Geschenk sein oder so, ich hab keine Ahnung. Den gehen wir auf jeden Fall nicht mehr raus, den beschützen wir jetzt. Nee, das ist jetzt unsere, aber der darf nicht in der Einfahrt stehen, ich park den mal kurz um. Boah, ja, hast du überhaupt einen Pilotenschein? Ja, ich kann das. Ja, gut. Jemand hat uns gerade einen Helikopter einfach. Goldenen Helikopter. Was ist das denn, ey? Lande mal irgendwo. Den werden wir jetzt erstmal im Garten, ja? Im Garten ist unser Heli-Landeplatz. Ey, das Grundstück ist zu klein, ne? Wir brauchen anscheinend doch mehr Platz, ja. Aber, ist okay, ja passt. Ist okay. Ja, okay, ja, gut. Aber einfach so, das Ding kostet mehrere Millionen. Wer schenkt uns denn den Helikopter? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, wo jetzt auf einmal der Helikopter herkommt. Ey, okay, jetzt schaffen wir es kurz. Habt ihr gerade gesehen, wo der Heli herkam? Ja, das Ding ist, ich habe da jetzt noch einen kurz eingestellt, der hat eine MP auch und der will irgendwie auch für uns arbeiten. Und die Jungs beschützen jetzt hier mal die Mauer, das ist schon mal gut. Ja, die sollen auch hinten vielleicht aufpassen, überall. Die müssen gucken. Wir müssen die gleich mal richtig einlernen. Ne? Ja. So. Okay, jetzt aber. G-Klasse. Oh mein Gott, stopp, da könnt ihr kommen. Ich hab die direkt am Anfang gesehen. Ui. Aber ist nicht, Mann.
Scheiße. Ah, Schutzwesten auch gut, wichtig, ja, richtig. Ja, Schutzwesten sind gut, aber... anziehen eigentlich. Auch direkt einen an. Ist das eigentlich so, dass wenn man die G-Klasse schon mal sieht in der Auflistung, dass man da eine höhere Wahrscheinlichkeit hat? Nee, das gibt kein Hokuspokus und nicht irgendwie... Das ist völlig random, okay? Ist ja, ist wirklich völlig random. Egal, ob du dich auf ein Auto stellst oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Komm, Packluck. Let's go, let's go, let's go. Was ist das denn? Was hast du? TV-Fernbedienung. Ja, nice. Dann kannst du den Fernseher benutzen hier vorne. Ach so. Kannst du deine Videos abspielen. Ey, wer kommt denn jetzt hier schon wieder? Wer stört denn jetzt? Einer von uns. Entschuldigung für die Störung, aber der Nachbar will Ihnen einen Helikopter schenken. Ja, den haben wir ja, der Nachbar, ja. Wir hat den doch hier schon hergebracht. Wo ist der Nachbar? Ja, aber ja, sie haben ja den Schlüssel noch nicht. Ja, wo ist der Nachbar? Er will Ihnen noch den Schlüssel vorbeibringen. Ach, das ist unser Nachbar, der dann bringen Sie den mal her. Ja, bringt den mal her. Okay. Bringt den mal her. Wer ist denn hier unser Nachbar, Gerd? Weißt du was von dem Nachbar? Aber wo? Wir haben doch hier gar keine Nachbarn. Ja, das frage ich mich auch. Ist der vielleicht da drüben in diesem Haus da 5 Kilometer entfernt oder was? Aber so einer hat doch keinen goldenen Helikopter. Guck mal, das ist doch Schmalspur da hinten. Wer ist denn hier reicher als wir? Niemand. Also da muss man schon maximal reich sein, wenn man so einen Heli hat. Keiner hier ist reich, so wie wir. Wer war das denn? Nee, ach, vielleicht diese Playboy-Villa da hinten. Ja, das ist ja auch... Playboy-Villa ist krass. Also wer da wohnt, auch krass. Im entferntesten Sinne ein Nachbar. Egal, der soll den mal herbringen. Die Jungs sollen das mal machen. Wir müssen die eh ein bisschen anlernen als unsere Leibwächter. Aber Gerd, ich sag dir echt, du musst dich mal ein bisschen schicker anziehen, ne? Ja, das machen wir noch, aber du siehst ja selber. Ich hab's dir letztes Mal schon gesagt. Es geht drauf auf drauf. Wir schaffen es gerade, eine Kiste zu ziehen, dann kommt schon der nächste an, will irgendwas. Dann kommt ein Helikopter, dann. Ey, also. Das ist wirklich krass. Ja, kommt da jetzt hier der Nachbar oder was los? Lass mal vorgehen, nicht, dass die hier irgendwas mit unserem Nachbarn machen, ne? Ja. Mein Sohn will auch noch sein Auto kriegen, es geht hier alles unter. Ja, das ist wirklich, ist so viel schon wieder heute. Ja. Ey, Leute, vielen Dank für 10.000 Zuschauer. Lasst jetzt alle mal ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, wo ist er? Der Nachbar wurde vom Polizeiauto abgeholt. Hä? Warum wurde unser Nachbar denn jetzt mit der Polizei... Der schenkt uns also einen Helikopter? Ich weiß. Nee, wir gehen. Ich weiß warum. Alles gut, Kollegen. Danke, okay. Ja. Okay. Wirklich, danke. Ihr müsst echt aufpassen, auch hinten und überall. Ja, ich hab da eben schon geguckt. Ihr darf kein näher rauf. Ihr macht das gut. Wir müssen noch kurz was besprechen, dann kommen wir wieder. Wir haben halt nichts zu verteidigen. Perfekt, ich geh. Wie, brauchst du eine Pistole oder was? Ja. Gerd, gib dir mal 2 Pistolen in die Hand. Sag ich ungern, aber... Ja, ja, alles gut, Pistolen. Wir brauchen ja den Schutz, ne? Und wenn die Polizei kommt, ihr müsst die SMG weglegen, ne? Ich hab keine Munition. Ja, alles gut. Ihr müsst schlau sein. Macht doch keinen Stress mit der Polizei oder so. Ansonsten packe ich meinen Schlagring aus. Und dann müsst ihr euch gleich mal hier andere Sachen anziehen. Perfekt, danke. Okay, Munition gibt's mir auch? Ja. Okay, gut, perfekt, danke. Gut. Danke dir. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ja. Okay. So. Wow. Oh. Gerd. Okay. G-Klasse. Ey, ich hab Diamantenstaub gezogen. Oh nein, ich hab das Lotto-Ticket aktiviert. Aber ey, Diamantenstaub. Ganz ist auch schlecht. Gut, ist ja. Alles wichtig für Auto. Richtig und wichtig. Also Leute, ich sage euch ehrlich, meine Frisur ist schon wieder broke, aber egal Leute. Egal, Livechat. Okay, jetzt haben wir unsere Ruhe, jetzt können wir hier eine Ruhe jetzt aufbauen. Okay, ich muss mal gucken, wie viele Lotto-Tickets habe ich noch? Ich habe noch 2 Lotto-Tickets, also die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass wir noch eine G-Klasse kriegen. Egal, wir versuchen es. Ich höre doch hier schon wieder im Rumlaufen, oder? Ah ne, das sind nur die da hinten. Okay, dann 3, 2, 1, Pack-Opening. G-Klasse. Noch eine Fernbedienung. Ey, die ist aber viel wert im Markt. Unterschätzt das nicht, da kriegst du 200.000-300.000 für. Was, für eine Fernbedienung? Ja. Was ist das denn für eine Fernbedienung? Ja, für alle Fernseher hier, überall, kannst du alle Fernseher mit steuern, ist universal. Aha, okay, alle Fernseher, egal wo, auch beim Autohaus, hier, Supermarkt, überall. Okay, Gerd, ja, die finale G-Klasse. Komm. Ja, wir machen heute bestimmt noch ein paar mehr auf, aber... Ja, aber für jetzt. Jetzt kommt die G-Klasse. Müssen wir. Da, und. Ein jawohl, Diamant. Oder? Ein Diamant. Nee, 13 also hast 13, du. 13 Diamonds. Ja, leider. Achso, warte, ich weiß jetzt, warum der Helikopter hier ist, ne? Ja, warum ist der hier? Die Polizei hat den abgeholt. Die haben den bestimmt gesucht und er hat ihn hier noch versteckt. Das war bestimmt nur geklaut. Hat ihn uns den gar nicht geschenkt. Ja, jetzt, der kriegt den nicht wieder. Das ist jetzt unser. Also, mich würde auch mal interessieren, wer das ist. Ey, wer sind die denn jetzt hier? Oh. Hallo? Hallo? Guten Tag. Hallo? Dima? Die hatten Security bestellt. Da seid ihr ja. Papa! Na? Dima, ich hab ein Geschenk für dich. Sind das hier deine Söhne oder was?
Ja, das ist mein Sohn, Gott, das ist Security Papa. Von meinem Sohn, ne? Ich lasse ihn natürlich nicht alleine rumlaufen. Dein Sohn hat Security. Natürlich. Papa, krass. Wer ja. ist das eigentlich? Das ist Herr Berger. Mein Name Paul ist Berger. Paul Berger. Herr Berger? Ja. Ah, den habe ich beim Fernsehen gesehen. Ja, das kann sein. Herr Berger. Ja. Ja, das kann sein. Ja, hallo, guten Tag. Lima, guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Komm mal mit, komm mal mit. Ja. Oh, was sagst du hierzu? Er schenkt ihm jetzt einfach eine A-Klasse. Was sagst du dazu? Ich kann Ihnen sagen, Herr Berger, Sie sind in sicheren Händen. Rasenmäher, was sagst du dazu? Das freut mich. Ey, Jungs, wen habt ja, ihr hier? Ja, nein, der ist hier vorne eingedrungen, den hab ich da. Ja, dann bringt ihn doch nicht hier hin, dann versteckt den irgendwo. Doch der nicht hat zu auch uns. Sein Leben nicht geschützt. Ja, ja, alles einfach weg. Ja, aber sehr, sehr gut, dass ihr den abgeknallt habt, wenn ihr hier versucht einzubrechen. Okay. Habt ihr ja gut gemacht, Jungs. Gut danke für den Rasenmäher, aber. Gerne, gerne. Ich meine, kannst du direkt den Rasen mähen damit oder nicht? Aber ich meine, ja. was dem Rasenmäher machen. Nee, Leute. Ja, du kannst Rasen mähen. Wie viele Leute sind hier mittlerweile? Das ist zu krank. Dima. Wie fehlen denn? Nein, pass auf, Dima, das war natürlich nur Spaß. Siehst du diese A-Klasse hier? Ja. Das ist deine A-Klasse! Uhu! Was? Okay, warte, setz dich rein, ich geb dir den Schlüssel. Aber dein Sohn hört sich doch noch gar nicht volljährig an, Gerd. Ist er auch nicht, ne? Ich bin. Wie alt bist du denn? Ich bin. 14. Ja, 14, guck. Und mit 14 kriegst du eine A-Klasse geschenkt? Ja. Ja. Also dein Sohn wäre ich auch gerne, Gerd. Ja, nu, ne? Dein Sohn wäre ich auch gerne. Gut, Dima, dann zeig mal, wie du das hier runterfährst. Das will ich jetzt mal sehen. Okay. Naja, lass einfach stehen, Warte, wir machen das mit dem Heli oder so. Ja, machen wir. Wir bringen das Auto hier runter. Mach bitte nicht meinen Rasen kaputt. Genau, ich habe das schon kaputt gemacht. Herr Berger? Ja. Und zwar an dieses Haus erinnere ich mich, dieses Haus hatte ich auch mal. Hast du es auch mal besessen? Ja. Wie, das war mal dein Haus oder was? Ja, ich hatte auch. Warte mal, Dima, bist du einer von den Typen, die letztes Mal hier Stress gemacht haben? Nein. Dima, aber warte mal, wenn du 14 bist, wie kannst du dir ein 15 Millionen Dollar Haus leisten? Ja, das erklär jetzt mal. Das habe ich von meinem besten Freund mal bekommen. Das will ich jetzt. Oh. Aha. Ich glaube, das sind hier Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja, das kann sein. Also die mein bester Freund, der war Millionär. Okay. Oh, okay. Okay. Ja gut. Ja, gut. Dima, wenn du willst, dadurch, dass du der Sohn von Gerd bist, bist du natürlich auch hier immer herzlich willkommen auf meinem Anwesen. Wir sind die Einbruchbrüder. Unsere Organisation heißt Einbruchbrüder. Einbruchbrüder. Ja, genau so. Genau so. So, ja, sehr gut. Warte mal, lass mal erstmal mit den. Sind das hier die Securities von deinem Sohn? Ja, natürlich. So, hier. Ja, Jungs, also ich sag's mal so: Wir brauchen hier auch noch ein paar Leute, die hier aufpassen. Also, wenn ihr euch noch was dazu verdienen wollt. Ja. Ich kann auch ein paar Leute holen, wenn sie gut zahlen. Das ist gar kein Problem. Also, ihr könnt hier echt auf jeden Fall aufpassen, dass hier keine Leute reinkommen. Und in Erfahrung bringen, was mit diesem Helikopter auf sich hat. Der Nachbar hat den hier abgestellt und dann wurde er von der Polizei festgenommen. Läuft schon jemand rum? Der Golden, ne? Ist das Security oder wer ist das? Eine Mauer? Wo? Mauer? Der da vorne ist Security. Also die sehen ja so aus wie wir. Das sind unsere Anwärter, so mit schwarzen Anzügen. Ja, genau. Okay. Alles klar. Sehr gut. Ja, ich telefoniere kurz. Okay, alles klar. Gut, Gerd, lass uns weitermachen. Ja, was steht jetzt auf dem Plan? Also ich würde sagen, wir fahren jetzt als allererstes mal zum Möbelgeschäft und werden jetzt mal ein paar Möbel kaufen. Ja, stimmt. Ja, das fahren oder fliegen? Ja, wir fahren. Lass fahren. Und davor würde ich gerade noch ganz gerne einmal kurz mit den anderen Leuten quatschen, die hier bei uns mitmachen wollen. Ja. Weil ich würde... Ich habe eine richtig gute Idee. Lass mal so ein System einführen. Lass mal so machen, dass wenn man Vollmember ist, wir sind alle so schwarz gekleidet. Ja. Und die Anwärter, die müssen sich so ein rotes Sakko oder sowas anziehen, weißt du? Ah, ja, damit wir es erkennen. Damit wir wissen, so, das sind so unsere Anwärter. So. Die dürfen so mitmachen, aber die haben noch nicht so den vollen Rang, so, weißt du? Die müssen so ein bisschen die Drecksaufgaben machen, so aufpassen und so. Okay. Das werden wir jetzt mit denen abklären. Safe. Boah, warum ist denn da schon wieder ein Helikopter da oben? Das ist Mediziner. Ach so, was geht denn da vorne ab, ey? Was ist denn hier los? Ja, nee, das ist eine andere Sache. Achso. Geht's ja an. Hier ist niemand. Sie können einfach wieder wegfliegen. Natürlich. Okay. So, Jungs, ihr macht das richtig gut hier. Gut aufgepasst, habt ihr gut gemacht. Auch, dass ihr den einen Typen vorhin erlegt habt. Stark. Jungs, ich hab mir was überlegt gerade. Mit meinem Geschäftspartner Gerd hier. Und zwar werden es jetzt folgendermaßen machen. Da hat jetzt hier einmal der hier diesen roten Sakko anhat, hat schon einen Vorteil.
Und zwar folgendes, für alle Leute, die jetzt hier so, ich nenne euch jetzt einfach mal so Anwärter seid. Also, ne, ihr habt ja die Chance, wirklich richtig in den Club reinzukommen, seid aber noch Anwärter. Zieht euch auch mal so ein rotes Sakko oder so ein rotes Weste mäßig an. Dann wissen wir, dass ihr bei uns mitmacht, aber ihr seid noch so Anwärter. Wenn ihr dann okay. So auf Dauer keine Scheiße macht und gut arbeitet, wie jetzt gerade, dann werdet ihr Full-Member. Und dann dürft ihr euch auch, dann zieht ihr euch was Schwarzes an und dann dürft ihr hier alles benutzen. Dann dürft ihr ins Haus rein, Full-Member kriegen Schlüssel für das Anwesen und alles. Okay. Sollen wir uns auch so scheiß Schuhe anziehen? Nein, Schuhe ist egal, ich habe auch Sneaker, Sneaker-Beste. Aber es ist wichtig, Anzughose und ihr an die Anwärter quasi rote Sakko-mäßig. Soll ich einfach mein Outfit denen sagen, okay. Was ich anhab? Genau, du genau sag dir einfach deins. Okay, gut. Mach ich. Dann fahren wir das eben machen? Kolonne. Genau, mach das jetzt mal kurz. Wir sind dann unterwegs, wir müssen Möbel kaufen. Danach passt ihr hier wieder aufs Anwesen auf, ja? Jo, mach okay. Machen wir, sobald okay. Wir wieder da sind. Sehr gut, sehr gut. Hat ihr ein Auto? Ja, weil wir können nicht bei einem mitfahren, weil mein Partner. Ja, sehr gut. Sehr gut, Gerd. Ich sag dir ehrlich, ne, das sind jetzt schon richtig viele. Das sind ja irgendwie 10 Leute ja, oder so. Das stimmt. Also, wenn die alle für uns arbeiten, haben wir hier eine richtige Armee, ey. Das stimmt. Aber ich sag dir ehrlich, Gerd, ich mach mir um eine Sache Gedanken. Was denn? Und zwar, ja. Wir müssen natürlich die ganzen Leute auch bezahlen. Jeder will Geld verdienen. Das heißt, ja. Wir müssen auch später mit den Leuten Geld verdienen. Lass doch erst sein, die müssen so eine Aufnahmegebühr zahlen und dann kriegen die das einfach. Dann zahlen wir dann von Aufnahme. Warte, Jungs. Das sind die Security von Gerd, ja, also alles gut. Ah, okay, perfekt, ja, wussten wir nicht. Mit denen arbeitet ihr zusammen. Okay, gut. Ja, keine Ahnung, wir überlegen uns das noch. Ja, oder man kann doch bestimmt so Drogengeschäfte oder so, irgendwas Illegales machen. Ja, das kann man machen. Ja, wenn wir so übelst viele sind, dann machen wir einfach Drogengeschäfte mit denen. Ja. So, weißt du? Wir können auch den Helikopter verkaufen zur Not oder so. Ja, aber wir müssen dann sind wir denn los? Das Ding ist halt, du musst halt immer überlegen, jeder Mensch will halt nur seine Vorteile sich ziehen, weißt du? Und ja. Das Problem ist, wenn die halt bei uns irgendwann nichts verdienen oder nicht ab und zu mal was kriegen, dann ist halt scheiße, ne? Ich überlege mir mal, was das für den geben können. Wir geben denen auch Waffen, ne? Also der eine hat eine Pistole bekommen, die muss erstmal abarbeiten. Klar, Waffen kriegen die, ne? Das ist klar. Aber ich sag mal, wir können die auch nicht auf Dauer mit Pantos oder so Schmalspurautos rumfahren lassen, ne? Ja, wir müssen mal zumindest irgendwie mit so einem Mercedes oder so. Fahr mal hoch, ich steig gleich oben ein, ja? Ja, okay, alles klar. So, sehr gut, Leute. Also ihr merkt schon, die Gang wird aufgebaut. Wir werden immer mehr Leute. Wir gehen jetzt noch Einrichtung für das Haus kaufen, weil ihr habt gerade gesehen, das Haus ist gerade noch komplett leer. Wir gehen jetzt erstmal zu Ikea, fahren wir schnell ein paar Sachen kaufen. Und dann wird heute noch auf jeden Fall Action gemacht. Das ist sehr, sehr viel geplant. So. Okay. So, Gerd. Ja, was? Du bist ja schon, du kennst ja ein bisschen besser aus hier schon. Was gibt's denn so für Möglichkeiten, um Geld zu verdienen? Ja, am schnellsten geht natürlich das mit Drogen, ne? Drogen, ne? Ja, okay. Ja, da müssen wir später vielleicht mal eine Drogenfahrt machen. Wir können es ja auch... Ey, ich hab... Oh, Gerd, ich hab die krasseste Idee. Ich weiß, wie unsere Leute Geld verdienen können und wie wir dabei sogar auch noch Geld verdienen. Ja, wie denn? Wir beherrschen einfach die Drogenroute und wenn Leute bei uns mitmachen, dann dürfen die diese Drogenroute fahren, ohne überfallen zu werden. Aber dafür, im Umkehrschluss, müssen die Prozente an uns abdrücken. Das heißt, aber welche Route denn? Es gibt doch bestimmt irgendwie so eine Spezialroute oder irgendwie sowas. Oder ja, es gibt so Drogen, ich kenne die nicht, aber es gibt, also ich weiß, dass manche Leute hier so Chemikalien sammeln und sowas, weißt irgendwie du? Irgendwie sowas oder so ein Chemikalien-Spot oder irgendwie, man muss doch bestimmt irgendwas holen, verbrennen oder so, weißt du? Ja. Ja, dass wir das irgendwie so dominieren und dass wenn Leute das machen wollen, dann müssen sie so mäßig an uns abdrücken oder bei uns in der Organisation dabei sein. Oder wir veranstalten einfach illegale Rennen. So. Ey, Gerd. Ja, das kann man auch alles. Ja. Wo war denn das Möbelgeschäft nochmal? Oh, warte, ich markiere dir das. Ah, das wäre super. Das ist hier. Perfekt. Let's go, Leute. Lamborghini Kickdown. Ab zum Möbelgeschäft. Ey, Leute, während wir da hinfahren, mal eine kurze Frage an euch, Live-Chat. Und zwar, wie fandet ihr eigentlich heute Mittag dieses Mobile-Game? Ich habe ja heute mal ein neues Spiel ausprobiert, und zwar dieses Castle Raid. Ich weiß nicht so ganz, fand ihr das gut oder eher nicht so? Ich bin ja ab und zu, probiere ich mal was Neues, ne? Zum Beispiel Trailmakers musste ich ja auch damals mal probieren, kam dann gut an, weiß man nicht, ne? Man muss ja ab und zu mal probieren. Mich würde es mal interessieren, wie ihr es fandet. Oder eher nicht so? Nicht gut, nice, cool, gut. Okay, so ein bisschen gemischt sehe ich hier, glaube ich, gerade. Manche schreiben gut, manche nicht so. Ja, keine Sorge. Hast du schon ungefähr eine Idee, was wir brauchen? Ey, also ich hab, Gerd, ja, das ist ja ein Riesenhaus, das ist ja bestimmt ein 500 Quadratmeter Haus. Das stimmt. Wir brauchen... Welchen Raum willst du zuerst mal? Erst dein Büro? Ich würde persönlich erst mein Büro.
Ja. Dann aber auch das Wohnzimmer relativ zeitnah, weil unsere Leute da chillen müssen. Ne? Man will ja auch ein bisschen, ja, dass die Leute auch was da erleben können, Billard spielen oder so. Weißt du, einen Billardtisch brauchen wir. Dann mein Büro für die Geschäfte zu machen. Ja. Und dann natürlich noch irgendwie so das Schlafzimmer oder so. Ne? Oder so irgendwie Aufenthaltsraum oder irgendwie sowas muss man noch überlegen. Ja, dann lass uns, ne, da mal was holen. Ey, Gerd, Alter, hast du mir gerade was überwiesen? Ich hab dir Bargeld gegeben, jetzt mal Alter, ey, Gerd, ich sag dir ehrlich, ohne dich als Investor würde die Mafia niemals so funktionieren. Ich küsse doch dein Herz. Dankeschön. Ja, man tut, was man kann, ne? So. So, jetzt geht's hier los. Leute, ich sag euch ehrlich, Gerd ist unser Investor für die Mafia. Der gibt uns Geld. Sehr gut. Okay, ja, lass mal überlegen. Okay, wir schauen hier mal durch. Leute, ihr müsst mir jetzt helfen. Wir werden jetzt gemeinsam mein Mafia-Haus einrichten. Wir sind jetzt in der Kategorie Tische. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei unserem Büro an. Das heißt, wir brauchen erstmal so einen fetten Mafia-Schreibtisch mäßig. Gibt es hier irgendwie so fette Mafia-Tische? Irgendwie was richtig Dickes müssen wir uns aussuchen. Ja, nicht sowas. So richtig Mafioso-mäßig. Was ist das denn? Oh, Billardtisch. Billardtisch aber auf jeden Fall schon mal wichtig. Kaufen wir. So. Einer wird auf jeden Fall mal gekauft. Richtig und wichtig. So. Dann, wie gesagt, wir brauchen noch so einen Mafia-mäßigen Tisch. Ich habe einen Fernseher gekauft, ne? Brauchst du nicht mehr kaufen. Okay, sehr gut. Aber kauf mal zwei. Wir brauchen, oder drei. Ja. Wir brauchen ja in verschiedenen Räumen welche. Okay. Wir könnten auch so eine Wand aus Fernsehern machen, weißt du? Das wäre übel chillig. Oha. Hast du's, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Fernsehwand, wer sowas hat, ist auch krass. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie ich das meine? Ja, hast du das schon mal gesehen? Habe ich schon mal gesehen. Okay, das wäre übel chillig. Ist das hier so ein Mafia-Tisch mäßig? Ich kauf's einfach mal. So. Oh mein Gott, Leute. Also das so als Mafia-Tisch. Ich habe auch so Geld und so gekauft, was wir dann da hinlegen. Ja, wichtig, wichtig. Sehr gut. Ey, das gibt ja echt so viel hier Auswahl, ne, in dem Mediengeschäft. Ja. Ach du Scheiße. Auch Deko, Pflanzen und so. Krank. Also das ist krass. Oh, es gibt Tresor. Wichtig. Tresor? Wo? Es gibt einen Tresor, habe ich gekauft. Boah, ja, Digga, Klein, danke schön für den Film. Ich küsse dein Herz. Gruß geht raus an Kian 059. Dankeschön, Bro. Was sagst du, zwei? Zwei Tresore. Zwei? Okay. Einen in den versteckten Raum noch rein. Okay, oh, gute Idee. Besorg mal was, womit wir den Raum verstecken, sodass wir da aber auch noch durch können irgendwie. Koffer, Taschen, Alter, Sitzgelegenheiten, hier gibt's ja wirklich alles, ne? Küche, Küchengeräte. Ja, ist echt krass. Ach du Scheiße. Ich werde jetzt einfach mal wirklich so ein paar Sachen holen, wo ich denke, das könnte schön für die Einrichtung sein. Obst, es gibt sogar Obstteller, kann man kaufen. Hol mal einen, komm auf den Tisch. Boah, stellen. Eine Minibar eigentlich für die Jungs. Hast du schon einen Monitor für deinen Dings-PC da, den du hinstellst? Oder stellst du überhaupt einen hin? Ich denke, so ein Laptop. Gibt's Laptop? Oh, weiß ich nicht. Lichter? Oh, Lichter. Ja, ja, Laptop gibt es. Oh mein Gott, was es hier gibt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich werde dieses Haus so Big Baba-mäßig einrichten, wenn wir gleich das ganze Zeug haben. Ihr werdet sehen, wie wir das alles machen. Das wird zu wild. Vertraut mir, ich hab einen Plan. Oh mein Gott, was ist das für eine Big Baba-Lampe? Essen, trinken kann man ja auch. Okay, gut, juckt mich jetzt weniger. Drogen, oh mein Gott. Ja, mit Drogen will ich hier nichts zu tun haben. Okay, ich glaube, ich habe erstmal alles. Ich gehe zur Security mal rüber. Ja, alles klar. Okay, hier so eine Geldpakete kann man noch kaufen. Hat er aber schon gesagt, hat er ja schon geholt. Wertvolle Deko. Oh, Gold, oh mein Gott. Goldbarren. Ja, Geld hat er ja schon geholt. Ich kaufe mal aufs... Ja gut, hat er schon. Brauche ich jetzt nicht. Bett, Leute, so ein Schlafzimmer brauche ich natürlich auch noch. Obwohl, brauche ich ein Schlafzimmer? Ich brauche eigentlich kein Schlafzimmer. Scheiß drauf. Wir machen lieber so einen Aufenthaltsraum für unsere Jungs. So, Bett brauchen wir nicht. Sofa ist natürlich wichtig. Hä? Okay, der Ladeobjekt steht da. Was ist denn jetzt los? Gerade rausgeworfen aus dem Möbelgeschäft.
Jetzt sind wir hier Tische. Wo waren wir gerade? Sofas, ne? Pflanzen. Pflanzen, vielleicht auch noch ein paar schöne. Pflanzen könnten auch... Oh, es gibt einen Bonsai. Bonsai auch, Leute. Bonsai, ganz, ganz wilder Trip. Bonsai ist ein wilder Trip, Leute. Oh, was man hier alles kaufen kann. Oh. Schön, 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 schön. Guck mal, so eine Vasen. Bam, bam. Das Haus wird krass. Das Haus wird wild, Leute. Vertraut mir, ich werde das krass machen. Elektronik. Gut, Fernseher hat ja der Gerd schon gekauft. Dekoration. Also ein bisschen Deko-Scheiß hier. Eine riesige Uhr. Ein paar Gemälde, so ein bisschen auf Bosshaft, Leute. So ein Gemälde. Kann man noch kaufen. Dart. Vielleicht mit den Jungs so ein bisschen Dart spielen. Funkcheck. Check. Check, check, Funkcheck. Was zur Hölle ist denn eigentlich am Haus los? Hier standen gerade 50 Polizei. Davon wissen wir nicht. Was ist denn da los? Ist Polizei bei meinem Anwesen? Wegen dem Helikopter. Ja, da ist hier ein kompletter Polizeiaufmarsch. Nimm mal den Helikopter, bring den Helikopter mal weg. Ja, Blackjack, bring den Helikopter weg, der ist geklaut. Wir kommen jetzt zum Anwesen. Okay. Ja. Okay, Jungs, folgt uns einfach. Wir fahren in Kolonne. Wir müssen zum Anwesen eben fahren, die mal. Los, komm. Wir fahren in Kolonne. Wir kommen zum Anwesen. Bring den Helikopter mal in Sicherheit. Ey, Gerd, bei uns läuft. Bei uns läuft. Das läuft wirklich. Ja, aber wenn jetzt so viel Polizei ist... Ja, egal. Wir müssen die wegschicken. Wir sind zu groß, die Mafia. Die Polizei hat Angst vor uns. Ich sag dir ehrlich, ich freue mich so aufs Einrichten, ne? Ey, ich hab richtig geiles Zeug gekauft. Ich auch. Also das wird echt nice werden. Ich habe auch richtig Bock. Ich stelle das so grob in die Richtung und dann musst du das halt feinjustieren, wo genau das hin soll oder ja, so. Ja, genau. Dann ist es einfacher. Ich habe dafür ein Händchen. Okay. Ey, wie krass ist das? Schau mal, wir werden hier einfach von einem Security-Auto eskortiert. Ja, Leute sind da drin, ja. Echt cool. Jetzt halt die Frage, ne, was die Idioten da schon wieder beim Anwesen gemacht haben oder warum da die Polizei kommt. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist beim letzten Mal schon so doll gewesen. Ja, ich weiß halt nicht, ob da jetzt irgendwie ob die Anwärter, ne, ob die da irgendwie Scheiße gebaut haben oder so. Wenn die da halt irgendwie rumschießen, dann müssen die sich nicht wundern, wenn da Polizei kommt. Wir haben damit nichts zu tun. Ja, klar. Hast du Waffen dabei? Nee, oder? Ich hab Waffen dabei. Oh, ja, scheiße. Weil wenn die uns durchsuchen, aber gibt ja keinen Grund, wir kennen die gar nicht. Naja, nee, weil werde ich nicht mitmachen. Hast du einen Anwalt? Ja. Wenn die uns durchsuchen wollen, dann sagen wir, dann holen wir uns einen Anwalt. Ja. Wir brauchen erst so einen Durchsuchungsbefehl oder sowas. Durchsuchungsbeschluss oder wie sowas heißt. Ja. Ja, wir sind gleich da. Ey Leute, da ist einfach Polizei bei unserem Anwesen. Was ist denn da jetzt los? Sag das Security mal, die sollen mal hier in den Funk kommen. Oder einer von denen, dann ist auch nicht so laut. Am besten einer. Wir bräuchten auch einen, so einen Chef-Security, der alles koordiniert. Ja. Einer, der so ein Sicherheitschef, weißt du? Dass ja, ich du sagst schon, so, die eskortieren jetzt, die bleiben beim Anwesen. So einen, der wirklich so ein bisschen taktisch denken kann. Weil ich denke mal, irgendwann werden wir... Wow. Oha! Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Weiter. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt? Ey, da waren 20 Polizisten hier. Holy shit. Das waren 20... viel mehr. Da waren 20 Autos. Ey. Oh. So, sehr gut, Jungs. Gut gemacht. Oh mein Gott. So, ey, krass. Das ganze PD war da. Die haben jetzt eine Außenstelle aufgebaut, oder? Ach du Scheiße, wir müssen eigentlich gleich mal hingehen, ne? Ja. Lass da mal kurz hingehen und fragen, was da los ist. Jawohl. Yoshi, komm an unseren Funk. Bin ich doch schon. Funk 10? Check. Nee. 10, Funk 10, 1-0. Ah, bin im Falschen. Soll nur Yoshi reingehen? Ja, nur einer am besten, dann ist es auch nicht. Check mal. Yoshi, du bist jetzt der Security-Chef. Ja. Ja, alles klar. Warum ist da so viel Polizei? Habt ihr das gesehen? Ja, das haben wir nicht geholt. Das ist ja auch die Frage. Ey, die das waren bestimmt 20 Autos oder so. Ja, lass mal da hingehen und mal fragen, was da los ist. Ist der Helikopter weg? Pack mal die SMGs weg. Ja, alle Waffen weg, Jungs. Wir sagen einfach, wir sind nur ein Herrenclub, ja. Herrenclub, okay. Wir haben keine Waffen. Jungs, wenn Polizei da ist, keine Waffen, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir haben generell keine Waffen. Okay. Aber warte mal, wisst ihr, warum die hier sind? Nee, aber ich kann mal fragen. Okay, bleibt ihr Anwärter, ihr bleibt hier beim Anwesen, wir klären das kurz. Lass mal rüberfahren, oder? Soweit. Ah, warte mal. Ey, der Idiot da vorne hat eine Waffe draußen. Der Idiot da vorne hat eine Waffe draußen. Was machen Sie
denn hier die ganze Zeit? Bro, guck mal, wegen Waffe, da vorne ist Polizei. Mach mal ein bisschen, weißt du, muss aufpassen. Ja, ja. Nicht, dass sie uns hier hops nehmen. Was ist denn hier los? Die Bullen haben mich umgebracht, Alter. Ja, ja, alle haben umgebracht. Einfach auf mich eingeschossen. Ey, das sind ja 20, das sind ja echt mindestens 20 Polizisten hier. So, sonst willst du hier kurz warten, ich hol den Chef dann einfach her. Ja, hol mal den Polizeichef her. Ja, okay. Ja, ja. Guten Abend. Was geht denn jetzt? Wer ist denn hier der Einsatzleiter? Ich denke, der Chief an sich. Ach du Scheiße, Leute. Natürlich hier der Herr. Ja, dann kommen sie da mit. Ach du Scheiße, sind das für. Ich hab ein bisschen. Ne, verstanden. So, das ist einmal der Chief of Police hier in dem Anzug. Guten Tag, mein Name ist Paul Berger. Guten Tag, Herr Paul Berger. Ich bin hier ein besorgter Nachbar von nebenan. Ich wollte mal fragen, was hier los ist. Die sind eine ganz normale Routine bei uns. Wir machen öfters Übungen. Ach, ist das hier so ein Übungsplatz oder so? Nee, wir sind Routine gefahren. Mhm. Haben dann den Helikopter erstmal gesehen. Okay. Welchen Helikopter? Was für ein Helikopter? Da vorne steht einer, der Herr. Wo? Wo ist hier ein dann Helikopter? Dann hat ihn jetzt jemand geklaut. Was für ein Helikopter? Ja, es waren gerade noch ein Helikopter. Okay, ja, das weiß Leck ich jetzt nicht. Wir waren gerade Möbel kaufen. Wir haben die auch im Kofferraum, wenn sie da gucken. Also ein Helikopter besitze ich leider nicht. Nee. Den einzigen Helikopter, den ich sehe, ist da der Medic-Helikopter. Da muss man aufpassen. Der fliegt wie ein Verrückter. Naja. Nee, gut, also, ja, okay. Also ihr seid auf der Suche nach einem Helikopter oder was? Und deswegen seid ihr hier? Nach einem sehr goldenen. Goldenen? Ja, okay. Okay, Mr. Polizeichef. Wenn er auftaucht, dann werde ich mich bei Ihnen melden, ja? Ja. Das auf diese. Wir sind natürlich hier, wir fördern die Polizeiarbeit natürlich. Das hoffe ich sehr. Okay, also ich wünsche euch was, ja? Ciao. Und gleichfalls. Gut. Also wenn wir so einen Helikopter sehen, rufen wir einfach die anderen, ja? Die Polizei und so, ja. Ey, das Problem ist, mein Gott. Das Problem bei uns, bei dem Grundstück hier ist, ne, man sieht das halt wirklich, wenn da ein Helikopter drin steht. Ey, Crimex, Junge. Achso, oh, nee. Wer ist denn der Police? Ich weiß nicht, wen er meint. Der ist komplett. Ist hier irgendein Alcrimax auf dem Anwesen oder sowas? Wer ist Alcrimax? Wer ist das? Ey, Jungs, was geht hier ab? Ich kenne gar keinen Alcrimax. Das ist zu krass. Ah, also, ich kann froh, dass die Polizei hier ist. Ich hätte ihn so durchlöchert jetzt. Mitnehmen. War auch gerade dran, ihn zu durchlöchern, weil er jetzt schon wieder gekommen ist, aber. So. An alle Leute mit den, die Anwärter mit den roten Jacken, kommt mal aufs Anwesen drauf. Wir treffen uns in der Einfahrt. Alle, ihr dürft reinkommen jetzt. Ich muss hier mal ein Mitarbeitergespräch führen. So, und wir, ihr macht einen Kratzer an die Lambos, ja? So, Leute, wir werden hier jetzt mal noch ein bisschen hier motivieren, die Jungs. Ich bin gelernter Mechaniker, das kriegen wir alles wieder hin. Jungs, hier alle kurz mal ins Anwesen mit reinkommen. Alle. Ah, okay. Okay. Sehr gut, stark. Alle hier gut auf Position. So, genau. Stell dich einfach mal hier hin. Ja. Stell dich einfach mal hier hin und hört mir mal kurz zu, Jungs. Gott, ist da die Sirene laut da hinten. Oh. So. Also, Jungs, erstmal, es ist... Warte mal, ich lass mal noch kurz die Sirene vorbei. Ey, hat die Polizei nichts anderes zu tun hier? Ja, Langeweile. Auf Kratzer kommt jetzt. Ich hab eine Idee, warte mal. Pass auf. Nein, warte, ach scheiß drauf. Sirene zurück. So, Kollegen, wir rücken ab. Alle wieder zurück zum PD, wir rücken ab. Ja. Boah, ist auf einmal dunkel geworden. Oh. Ja, ist wegen der Sonnenwende. Ah, Sonnenwende. Okay, wir treffen uns dann gleich alle nochmal hier, Jungs, ja? Jo. Bis jetzt tatsächlich, glaube ich sogar, ne? Perfekt, dann bis gleich. Ah ja, bis gleich. Schön, okay. Bis gleich. Einbruch, Brüder. Einbruch. So, Leute, wir müssen hier einmal kurz Server Restart machen, beziehungsweise wir müssen einmal kurz disconnecten, weil das ist Server Restart. Aber... Ey, wie krass ist das? Wir sind ja irgendwie schon 20 Leute oder so. Die Mafia wird immer größer. Das ist ja zu krank, Alter. Das ist ja zu cracked. Das ist einfach zu cracked. So. Okay, wir warten mal noch kurz eine Minute. Wie gesagt, kurz Server Restart. Dann geht's weiter. Also ich fühl das. Ich fühl dieses RP richtig. Ey, Metagaming, was geht ab? Auch mal wieder am Start hier. Der Server heißt District 2. District 2 ist der Server. Digga, gleich wird noch Haus eingerichtet. Ich werde ein paar Leute jetzt gleich einstellen. Die sind ja natürlich noch auf Probezeit. Die in den roten Westen. Aber ich finde, die machen einen guten Job. Die haben eigentlich hier alles schön bewacht. Ich werde noch ein paar Mal mit denen, so ein bisschen auf Probezeit müssen die noch arbeiten.
Aber, oh, ich muss Klimaanlagen mal wieder anmachen, ist voll warm hier. Aber ich finde, die machen schon einen guten Job, ist wichtig. Weil, Leute, ich will natürlich, dass niemand auf mein Anwesen draufkommt. Nur Gangmember dürfen da draufkommen. Okay, ich versuche jetzt mal wieder drauf zu scheuen, sollte jetzt mal wieder... Connected. User left your channel. 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 User disconnected from your channel. So Leute, wir joinen wieder drauf. Wo ist Tuan? Keine Ahnung, wo Tuan ist. Der ist bestimmt nächstes Mal wieder dabei. Tuan ist natürlich immer Teil der Mafia. Tuan ist Bruder. Tuan ist mein Bratan. Ah. So Leute, let's go. Oh nein. Check, check. Check, check, seid ihr da? Da hinten ist Blackie. So, jetzt gehen wir erstmal wieder schnell aufs Anwesen drauf. Wir sind wieder back. Nach dem Server-Restart. Check. Check. Check, check. Yo, yo, check, check, Black. Yo. Wir müssen auf jeden Fall auch Ränge verteilen. Wir müssen Ränge verteilen, damit... hier in der Mafia, sage ich mal, Struktur und Ordnung. So, herrscht. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Sehr gut. Moin, Gerd. Das werden wir jetzt alles besprechen. Das werden wir jetzt hier alles mit den Leuten besprechen. Oder sind die schon wieder? Soll ich eigentlich noch was beisteuern zur Einrichtung? Alles gut, Kalle, brauchst du nicht. Kalle. Ja, ich hab dir extra Geld gemacht dafür. Alles gut, Bro. Kannst du die Zeit bekommen? Gerd? Okay. Ja. Dein. Was meinst du? Dein Sohn hat wieder Probleme. Ach so, ja. Moment. Jetzt kann er. Kannst du ihm das sagen? Jo. Und Yoshi? Okay. Der kommt irgendwie auch mit. Ja, auch. Oh. Ihm auch. So, wir warten mal jetzt noch hier, bis wieder alle kommen. Ja. Achso, bei irgendjemandem hat sie Klamotten geändert, der geht sich schnell umziehen. Ja, alles gut, alles gut. Oha. Wer bist du denn? Geh mal noch schnell mein Lambo holen. So, die Leute kommen jetzt hier alle wieder nach Service. Ich wieder runter, weil sie ja nichts zu suchen haben. Das ist ein Privatgrundstück von dem Herr Berger hier und der möchte keine. Ja, Herr Berger, können wir kurz sprechen? Haben. Wer bist du denn? Ich bin Nico Kowalski. Ach. Warst du nicht der von letztem Mal? Wie von letztem Mal? Also dieser Kowalski, warst du nicht hier dieser Notar oder so? Nein, Notar war ich nicht. Ach so. Ich weiß, darf ich hier kurz stehen bleiben oder. Ja, aber zieh erstmal deine Maske ab. Ja, gerne. Weil maskiert kommt hier niemand. Ja. Gehört ihr zu einer Mafia oder? Nein, wir sind ein Herrenclub. Okay. Kann ich da rein oder? Ah, prinzipiell ja. Dann, ja. Du musst dir aber diese Kleidung anziehen, was die Leute da unten anhaben. Die roten also. Die roten Sachen, das sind nämlich die Anwärter, die haben erstmal rote Sachen und wenn du dann gut mitmachst, dann bist du Vollmember irgendwann. Ja, okay. Läuft das auf Probezeit oder? Ja, eine gewisse, wenn einfach so eine gewisse Zeit, wenn ich merke, dass du gut mit allen klarkommst und keine Scheiße baust, dann, ja. Dann kannst du irgendwann richtig mitmachen. Okay? Ja, okay. Ja, das freut mich. Wie gesagt, kleiden die mich dann auch ein, oder? Ja, komm einfach mal mit runter, die sagen dir dann, was das für ein Max, ja. Wir haben da noch einen, der sich bewerben will. Oh Gottes Willen, zu viele Bewerber. Ich glaube, Vorstellungsgespräch. Hallo? Ja, hallo? Du willst hier also auch mitmachen? Ja, Sir. Okay. Jungs, das ist der letzte, den wir jetzt reinlassen, dann jetzt erstmal Bewerberstopp, ja? Alles klar. Also alle anderen verkloppe ich auch. Alle anderen, okay. Die kommen, wegschicken, ja? Okay, komm ja, mit rein. Die hau ich, alles klar. Soll ich die Hand runternehmen? Ja, kannst runternehmen, dein Mann. Oh. Okay. Pass auf, Nico. Ja, kein Ding.
So, Jungs, dann stellt euch mal hier alle auf. Wir haben einiges zu bereden. Eine Frage noch kurz. Wie soll ich sie nennen? Herr Berger oder? Ja, Herr Berger. Okay. Super. Oder Paul oder Paul Berger. Ja, Paul Berger. So, dann stell dich mal rüber zu den anderen. Ja, wohin? Mitte, Ende? Ja, einfach genau hier hin. So, ich glaube, so langsam sind wir alle vollzählig, oder? Ja, es kommen noch ein paar gleich, die Probleme haben gerade. Ja, gut. Ach, jetzt wollte ich den Lambo noch holen. Ja, warte mal. Ey, Leute, wir sind so viele. Ich lasse jetzt erstmal keinen mehr nehmen. Oder was sagt ihr? Sagt ihr, wir sollen noch mehr Leute? Würdet ihr noch mehr Leute reinlassen in die Mafia? Aber ich weiß, es darf nicht zu groß werden. Ich finde, wenn irgendwann zu viele mitmachen, dann habe ich da nämlich keinen Überblick mehr drüber. Das ist jetzt schon kritisch. Ich würde erstmal ein bisschen, wir machen erstmal ein bisschen langsam. Oder erstmal ein bisschen, reicht erstmal fürs Erste, oder? Nicht mehr Leute jetzt, oder? Wir können ja gleich mal durchzählen, wie viele wir dann sind. Aber ich glaube, wir sind dann auf jeden Fall über 10 Leute. Das sollte fürs Erste reichen. Dein Auto ist im Abschlepphof. Du kannst es in... Alter, ich kann das gerade nicht ausparken. Komm nicht an mein Auto ran. Scheiße. Ja gut, okay, dann muss ich noch warten. Mein Auto kommt erst in 12 Minuten wieder. Keine mehr. Wir lassen erstmal keine mehr rein. Das soll ja auch ein bisschen, was Besonderes sein, hier drin zu sein. Daher geht's Ihnen gut. Oh. Gerd? Ja. Oh mein Gott, Papa! Wo ist dein Papa? Der ist gerade vom Himmel gefallen. Der lag gerade ohnmächtig. Okay. ist das Marvin? Nein, das ist Dimi. Nein. Dima. Das ist der Sohn. Der hat, Gerd hat 3 Söhne. Marvin, ach, Dima und wie heißt der andere? Dennis. Oh, du, Dennis. Du kannst mich ruhig auch Dimitri nennen. Ich heiße so mit vollen Namen. Okay. Aber Dima ist halt so eine Abkürzung. Dima, komm zu mir. Okay. Dima zu mir. So, ich glaube, wir sind jetzt erstmal vollzählig hier, erstmal fertig. So, warte, da oben kommt noch jemand. Warte mal. Bleibt mal alle hier unten. Meine Klamotten wurden gewechselt, deswegen alles muss ich gut, mich alles gut, stell dich hin. So, kannst du hier kurz dafür sorgen, dass niemand aufs Anwesen drauf kommt? Ja, klar, sehr aber gut. Der hat halt die Klamotten an, ne? Ja, alles gut, das passt. Das. Jetzt aber keinen mehr drauflassen. Ja. So. Ja, pack den also. Du musst die hinstellen. Ja, hey, ja. Ist zu spät. Ich hab meine, geht auch erst in der halben so, Stunde. Die Herren. Ich hab noch einen Urus. Darf ich eure Aufmerksamkeit bitten? Jawohl. Also, ihr alle, ihr habt Glück. Warum habt ihr Glück? Weil ihr habt es noch geschafft, bei den Einbruchbrüdern mitzumachen. Wir sind offiziell, einfach nur ein Herrenclub. Aber natürlich machen wir mafiamäßige Aktivitäten, weil am Ende des Tages wollen wir alle fette Autos fahren und alle Geld verdienen. Und ich sag's mal so, ihr habt Glück, dass ihr jetzt noch reingekommen seid, weil jetzt ist ein Aufnahmestopp, jetzt wird erstmal niemand mehr angenommen. So, wir müssen jetzt hier einige Sachen mal klären, weil wir sind halt noch übelst frisch hier und niemand kennt überhaupt irgendjemanden. So, wichtig ist jetzt erstmal zu wissen, alle, die aktuell rote Westen tragen, sind sogenannte Anwärter. Die sind hier erstmal ganz neu, die kennen wir alle persönlich nicht so. Aber die haben bis jetzt einen guten Job gemacht, Jungs. Also Props gehen auch raus an euch. Ihr habt hier alles gut beschützt bis jetzt. Ein paar mal Sachen, wo ihr aufpassen müsst. Hier zum Beispiel hier der mit den langen blonden Haaren. So, wenn da vorne Polizei ist, dann darfst du die Waffe nicht rausholen. Ne? Das sind aber so Kleinigkeiten. Naja, wir werden einfach aufpassen müssen, weil wenn hier irgendwann eine Razzia gemacht wird, wir alle werden festgenommen und Autos werden konfisziert, dann haben wir alle keinen Spaß. Ne? Deswegen, da müssen wir schon ein bisschen bedachter sein. Die Polizei ist unser Feind. Ja, ansonsten folgende Sachen. Hier zum Beispiel Gerd, mein, ich nenne ihn einfach mal der Investor, ist hier einfach auch, würde ich mal sagen, auch der Chef, ne? Er ist hier, hat auch sehr, sehr viel zu sagen hier, Gerd. Dann genauso Blackjack, auch hier meine rechte Hand, hier der mit der Goldkette, könnt ihr euch auch merken, Blackjack hat hier auch viel zu kamellen, ja? Also wenn die was sagen, dann ist das auch so. Ansonsten, sobald man Vollmember ist, wenn ihr richtig angenommen werdet, bekommt ihr auch einen Schlüssel, für in das Haus reinzukommen. Solange ihr Anwärter seid, kriegt ihr erstmal noch keinen Schlüssel. Außerdem ist es hier Blood in, Blood out, also... Wer irgendwann hier die Mafia verlassen will, der kommt nicht lebend raus. Das ist also hier einmal, man ist drin oder man halt, ja, man ist halt nirgendwo mehr. So? Habt ihr alle verstanden? Ja. Jawohl. Sehr gut, jawohl, sehr gut. Ich will auf jeden Fall, dass euch allen immer gut geht. Also ich will auf jeden Fall Bock, hier richtig was aufzubauen, dass wir auch fette Geschäfte machen. Ich will, dass ihr alle dicke Autos mal fahrt, dass ihr alle schöne Waffen habt, dass ihr vielleicht auch eigene private Häuser habt, dass ihr ist hier das Mafia-Anwesen. Also ich sage euch, wie es ist, haltet euch einfach hier an mich, haltet euch an die Einbruchbrüder-Organisation, wir machen richtig dicke Sachen, dann wird es euch gut gehen, ja?
denkt immer nach, seid korrekt zu jedem, der hier auch Member ist, scheißt auf alle anderen und dann haben wir eine geile Zeit, okay Jungs? Jawohl. Verstanden. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach ja, und übrigens, sobald ihr Vollmember seid, kommt ihr auch in den richtigen Funk rein, ja? Aber erstmal nicht. Ja, ja. Perfekt. Okay, sehr gut, Jungs. Dann würde ich sagen, ihr könnt jetzt mal hier wieder ein bisschen das Anwesen bewachen. Es müssen auch nicht immer alle da sein. Wenn jemand ein, zwei Erledigungen zu machen hat, ist kein Problem. Es sollten schon immer so, würde ich sagen, mindestens drei Leute da sein, die aufpassen. An Gerd, Kalle und alle anderen Oberhäupter, wir gehen kurz rein, wir müssen was klären, ja? Wir kommen danach wieder raus. Jo. Jo. Okay. Jo. Sehr gut. Debbie. Ah, Herr das Berger? Wird doch. Ja? Muss jetzt auch reinkommen? Wie du möchtest. Du kannst mit rein, weil du der Sohn von Gerd bist, musst aber nicht. Nima, du kannst den ganzen Securities mal sagen, wo die sich hinstellen müssten. Das ganze Scheiße, Anwesen. Scheiße, ich hab vergessen zu sagen, dass die alle auf den Chef-Security auch hören müssen. Wer ist denn der Chef-Security? Wer ist nochmal, wie heißt der Yoshi. Chef? Yoshi. Der ist da vorne. Der ist auch im Funk, glaube ich. Yoshi, bist du im Funk? Kannst du mit Dima einmal den ganzen Leuten, den Anwärtern sagen, wo die sich hinstellen sollen, dass das ganze Anwesen rundherum einmal genau, abgesichert und, ist? Genau, und sag denen mal von mir, dass du jetzt der Chef-Security bist. Also du bist der immer den Sicherheitsplan macht. Wer Eskorte fährt, wer hier bleibt, dies, das. Ja, alles klar. Okay, perfekt. Chef? Ja? Kann ich unten aufpassen? Also kann ich kurz durch den Garten nach unten, bitte? Ja, ist okay. Pass von unten auf. Ist auch gut, dass einer unten steht, ja. Chef? Ja? Haben Sie eine persönliche Leibgarde? Ja, dafür ist der Sicherheitschef zuständig. Der teilt okay, euch verstanden. An. Okay? Okay. Hör einfach auf den Sicherheitschef. Mach ich. Warte, ich schließe ihm auf. Ja, perfekt. Ach, warte, du musst mir mal einen Schlüssel geben zur neuen Tür. Warte, F3. Nee, musst du G. Mit G? Ach, stimmt, ja, man muss ja erst Kopie erstellen. Ne? Mach mal wieder 5 Stück. Ja, das ist gut. Ich habe die ganzen Möbel noch dabei. So geil. Ja, ich habe ja auch noch übelst viele Möbel. Wir müssen jetzt erstmal das Haus. Aber weißt du, wer jetzt gleich noch kommt? Wer denn? Der gehört auch zu uns. Udo heißt der. Ah, okay. Der Burnstrupp. Der Udo. So ein älterer Mann ist das, ja. So, gebe einen Schlüssel an andere Person. So, Gerd, hier hast du mal einen Schlüssel. Kalle, ich gebe dir auch einen Schlüssel. Jawohl. So. Perfekt. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird unser Haus eingerichtet. Alter, jetzt machen wir hier ein bisschen Einrichtungs-Action, ja? Ich würde sagen, ich fange mal unten mit meinem Büro an. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier schon mal was machen, wenn ihr gucken, wie ihr denkt, dass es gut aussieht, ja? Also ganz kurz, wenn ich jetzt was hinstelle, kannst du es dann noch wieder verrücken? Wollen wir es einmal kurz testen? Ja, ja, das wäre mal eine gute Frage. Also ich platziere hier mal was. Ja. Hast du einen Billardtisch gekauft? Nee, du hast den gekauft. Ich hab ne? den, ja, dann mach ich den hier. Warte, hier, guck mal, verrück das mal, diese Pakete, die ich hingestellt habe. Wie geht das? Ich denke mal hier beim Einrichten, ne? Hier einrichten. Ja. Möbel verwalten. Hallo. Ah ja, okay, Möbel verwalten. Ja, Dima? Ah ja, ich glaube, ich kann das auch bewegen. Papa? Ja. Nee, ich kann das wegschmeißen. Ich hab gerade halt den Lamborghini von Herr Berger beobachtet. Wo ist denn der Lamborghini? Der ist doch noch gar nicht ausgeparkt. Der blaue? Ja, aber es war eine Vorhäden. Ah, okay. Wo ist denn dein Lamborghini? Der ist noch, ich hab den noch gar nicht ausgepackt. Achso, ich glaube, du kannst den noch erst in 20 Minuten oder so. Ja, irgendwie so. Guck mal, ich kann jetzt hier das wegschmeißen. Ah, okay, ja, du kannst es nicht nochmal verstellen. Okay, wir müssen es direkt richtig platzieren. Ja, ich kann es noch wegschmeißen. Ja, ja, ich hab's weggeschmissen einmal. Okay. Ja, dann, weißt was, ich würde einfach mal den Billardtisch hier oben platzieren und dann mache ich unten beim Büro weiter. Ja, okay. So. Ey, Leute, jetzt wird hier eingerichtet. Okay, Möbelstück platzieren. Ich freue mich echt irgendwie voll darauf. Ich habe richtig Bock. Oh Gott, wo ist denn der Billardtisch? Ach du Scheiße, was ist denn hier der Tisch? Jetzt müsste man nur noch wissen, was hier der Tisch ist. Ist das hin mit dem Tisch? Ja, ich glaube, ich habe den Billardtisch aus. Gott. Ich habe den Billardtisch ausgewählt. Ja, okay, perfekt. Krieg ich hin. So. Okay, Leute, jetzt. Das ist schon übergeil gemacht hier bei dem Server. Man kann hier wirklich sein eigenes Haus so einrichten, wie man da Bock drauf hat. So, wir müssen das auf jeden Fall noch ein bisschen drehen.
Ich würde sagen, wir stellen das hier so parallel zur Wand mäßig hin, dass man hier dann Billard spielen kann. Das ist doch nice hier, oder? So hier so einen dicken Billardtisch, wo die Leute zocken können. Oh mein Gott. Hey, zu nice. Zu nice. Ja, ich glaube, das ist auch weit genug von der Wand weg, dass man da noch Platz hat. Oder Live-Chat, findet ihr gut hier so den Billardtisch? Findet ihr das nice? So, auch schön auf dem Boden platzieren. So, und jetzt. Bam. Let's go. Okay, Billardtisch haben wir schon mal hier reingestellt. Ja, okay, also den Billardtisch habe ich platziert. Wenn ihr wollt, könnt ihr, wie gesagt, hier oben noch anderes Zeug machen. Ich würde da mal unten beim Büro dann weitermachen, ne? Ja. Ja. Lass uns mal zum Tisch gehen, ich will was testen. So, dann machen wir weiter platzieren. Okay, feiert ihr. Sehr gut, ihr feiert. Nice, nice, nice. Dann als nächstes, Leute, ich will ja mein Büro unten krass machen. Was habe ich denn hier noch? Sideboard, Light, Table. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gar keinen Stuhl gekauft, oder? Ich habe gar keinen Stuhl vorhin gekauft für meinen. Ich brauche ja noch einen Bürostuhl. Scheiße. Nee, da ist echt kein Stuhl. Paintings haben wir, Lichter haben wir. Jetzt nur die Frage, wo ist der. Was ist denn mein Schreibtisch, den ich gekauft habe? Plant, Light, Safe, Tresser. Was ist denn ein Tresser? Table 27. Ja, wir haben ja nur ein Table. Hä? Ich bin irgendwie lost, Digga. Irgendwie bin ich lost. Was ist denn Vent? Ach, das ist hier. Ein Kühlschrank. Ja, gut, brauchen wir jetzt eher weniger. Einrichten. Möbelstück platzieren. Sideboard. Was ist denn... Ah, okay. Das ist eigentlich ganz cool hier im Wohnzimmer. Brauchen wir aber nicht unten. Ich brauche diese Big Baba Möbel. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal zu Ikea fahren am Ende des Tages. Oh nein. Safe. Also wir können ja schon mal ein Safe dahin platzieren. Wo ist denn der Tisch, den ich gekauft habe? Ich check das nicht. Der Tisch ist nicht da, den ich gekauft habe. Oder ist dieses Tresser? Wir gucken mal, ob es dieses Tresser ist. Ja, ah, ist dieses Tresser. Nice, nice, nice. So, perfekt. Dann gehen wir jetzt mal runter. Lass uns mal rausgehen. Ich hoffe, dass ein... Ja, oh mein Gott. Oh, der sieht Big Baba-mäßig aus. Der sieht richtig stabil aus, der Tisch. Wobei... Der sieht von vorne irgendwie nicht so cool aus. Das ist mehr so ein Ding, was man an die Wand stellt, ne? Aber das ist doch ein Schreibtisch, oder? Sonst wäre da ja nicht so Platz dazwischen. Das ist doch ein Schreibtisch. Aber so sieht der irgendwie nicht so cool aus. Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, wir müssen doch nochmal zu Ikea fahren. Ich glaube, wir müssen da doch nochmal hinfahren. Also wir können auf jeden Fall auch Gemälde und so hinhängen. Aber der Tisch, der sieht mir noch nicht fett genug aus. Ich will wirklich, guck mal, wisst ihr, was ich geplant habe? Wisst ihr, was ich geplant habe? Ich will hier so meinen Stuhl haben, hier an der Wand. Und dann da so einen fetten Tisch jetzt hier da vorne. Jetzt hier so einen fetten Tisch. Das wäre krass. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz zufrieden damit. Aber ich habe trotzdem eine coole Idee, was wir damit machen könnten. Und zwar... Wir stellen das hier hin. Oh, falsch. So. Herr Yoshi, aber... So, wir machen das hier und stellen das da mal so hin. Das ist gar nicht so einfach, dieses Einrichtungsthema, ne? Man muss hier wirklich Zeit lassen. Damit man hier was Cooles machen kann. Aber Leute, ich sage euch, wie es ist am Ende des Tages. Man will ja auch, dass das Haus schön aussieht, ne? Soll ja kein Schmalspurhaus sein. Ich krieg den nicht mal richtig... Doch, jetzt. Ja, wir stellen das einfach mal hier hin. Wir machen das einfach mal hier hin. Bisschen schwierig. Wir sind noch Anfänger, Einrichtungsanfänger, aber ich versuche das hier möglichst gut für euch zu machen. Ja, wie gesagt, ich habe auch den Stuhl vergessen, war ja auch dumm.
Aber wir können schon mal ein bisschen pflanzen, Lichter, dies, das, Ananas. Machen zum Beispiel hier einrichten, Möbel platzieren, Light, Licht. Jetzt nur die Frage, was für ein Licht das jetzt ist, ne? Ah. Okay. Können wir ja mal hier mit runternehmen. Paul Berger, wir holen jetzt den Helikopter ab. Wir parken den jetzt hier versteckt auf dem Anwesen. Ja, warte, ich komm mit, ich komm gleich mit. Ich komm gleich mit. Die wollen den Helikopter ab. Ey, aber wo ist denn überhaupt der Helikopter? Von wo wollt ihr den abholen? Der ist auf so einem Tennisfeld versteckt. Ich hab den da gesehen. Ich bin gleich da. So, und wir machen dann quasi die Lampen machen wir hier mäßig so in die Ecke rein. Das wird cool aussehen. Vertraut mir, Leute. Vertraut mir, das wird nice aussehen. Bam. Oh, die waren sogar Licht. Da machen wir hier so zwei in die Ecken. Und dann sitze ich hier so in der Mitte. Ja, ja, ja. Also. Wir haben noch einiges zu tun hier. Ey, das Haus ist ja auch so riesengroß. Ne? Bilder können wir hier hinhängen. Alles. Ach du Scheiße. Das ist echt eine Lebensaufgabe. Aber wir gehen jetzt mal raus. Wir müssen nämlich weitermachen. Wir können ja später nochmal einrichten. Wir müssen jetzt mal wegen dem Heli schauen. Was aus dem Heli geworden ist. So. Sorry. Wollt ihr den Heli abholen? Ja, ja. Okay. Ich weiß zwar gerade nicht, wo Gerd hin ist, aber... Gerd geht gerade den Helikopter holen. Hey, ich hab doch gesagt, ihr sollt mich mitnehmen. Hey, Gerd. Nee, da ist er. Ah, da ist er doch. Ich bin hier. Okay, super. Ja. Sollen wir den Heli abholen? Nee? Ja, lass uns den mal holen. Das okay. Ist, ja. Wir aber, nehmen die G-Klasse. Wir müssen aufpassen wegen Polizei, ne? Ja, steigt mal alle ein. Wir haben hier 6 Sitze. Dann weil wenn die drei. Jetzt sehen, dass wir da mit dem Heli rumfliegen, dann haben wir direkt... Steigt ihr mal mit ein. Wir fahren mit einem gesonderten Fahrzeug. Okay, alles klar. Kann man mit einsteigen oder soll ich? Oh, wartet mal. Ja, ich mach nochmal die Tür auf. Moment. Jetzt könnt ihr. Bleibt ruhig bei denen. So, sehr gut. Soll unser Chef von vorne einsteigen? Steig mal ein, Dima. So. Security-Chef, hast du den Anwärtern gesagt, dass die aufs Anwesen aufpassen? Ja, ist alles geklärt. Gute Fahrt, okay. Die Herren. Danke. Wir holen den Helikopter eben, ja, wir sind gleich wieder jo, da. Bis gleich. Sehr gut. Onkel Berger. Ey, aber ist richtig nice, dass einfach immer zwei Leute da am Eingang stehen, ne? Richtig ja, nice. Ja, stehen hier überall. Big Baba-mäßig. Onkel Berger. Ja, was los, Dima? Und zwar, du kennst dich ja ziemlich gut mit Autos aus, richtig? Ja, ich kenne mich schon mit Autos aus, ja. Also, ich habe ja die A-Klasse von Papa geschenkt bekommen. Ja. Würde rot schwarz stehen auf meinem Auto? Ja, so. Bestimmt, ja, bestimmt. Ich habe ihm schon Geld gegeben, er tunt das gleich nochmal. Test mal, ja. Rot-Schwarz, warum nicht? Wir müssten sowieso noch eine Farbe für unsere Autos überlegen auch, ne? Vielleicht also nehmen wir Rot-Schwarz einfach wirklich oder so. Ja weiß, ich bin für Babyblau. Ich wollte nochmal sagen, dass ich Mechaniker-Meister bin tatsächlich, ne? Babyblau. Also ich finde, dann musst du deine A-Klasse Babyblau machen, Dima. Ja, Babyblau. Also Türkis sagt man das. Mach mein Lambo blau, so wie mein Lambo ist. Ja. Wollt ihr jetzt tatsächlich den Helikopter dann auf dem Grundstück landen? Ja, schon da geil, wo wir ne? Die Autos parken, weil da sieht man das nicht. Oder wir haben noch dieses Nebenhaus, vielleicht da irgendwo. Das wäre schon ein krasser Flex, wenn da ein Heli bei uns im Garten steht. Papa? Ja? Ich will irgendwann mal genau denselben Lamborghini wie Onkel Berger fahren, aber ihn nur in Rot. Ja, das ist ja teuer, ne? Weil Rot ist meine Lieblingsfarbe. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Das ist über uns auf dem Tennisfeld. Da oben ist das? Ja, wir müssen irgendwie hochkommen. Kann man da über das Dach? So. Ja, Moment, nee, da gibt's einen richtigen Weg hoch. Da müssen ja, nicht das klettern. Ist das hier diese Hotelanlage, ja. Ja, genau, die ist halt stillgelegt und deswegen steht er hier. Ja, hier rechts. Ja, hier. Wer fährt die G-Klasse zurück? Ich kann das machen, das kann ich. Ja, danke, mach das bitte. Ey, warte, nimm mal Waffe mit. Okay. Nicht, dass da irgendwie Leute auf uns warten oder so, weißt du? Ja. Weil ich sag mal, jeder weiß, dass wir den Heli haben wollen. Das stimmt. Warte mal, lass mal auf Security warten. Kommt mal hoch hier. Check, Security, kommt mal mit. Ja, sind auf dem Weg, die sind ein bisschen träge.
Lass mich mal vorrennen. Okay, ja. Genau, mein Leben ist nicht so wichtig. Achso. Sicher das mal ab. Dann ein von den Tennisfeldern hier ist das. Das ist ein richtig guter Security, Alter. Hier? Nee. Wir haben uns verarscht. Ist der gar nicht hier? Wurden also hier verarscht? Ist kein Helikopter. Wurden wir über den Tisch gezogen? Ja. Wir wurden verarscht oder was? Wolltest du mal hier reingucken? Wer hat denn dir die Info hier, gesagt? Hier. Ist er hier? Ja. Ah, okay, ein Glück. Dachte schon. Ah, gut, okay. Ja, Berger, dann flieg mal. Ja. Ich hab Helikopter. Ist die G-Klasse schon losgefahren? Wir sind zu viele für den Heli. Weiß ich nicht. Der Rest kommt in die G-Klasse. Ja, nee. Yoshi, lauf du zurück, lass die mal mit einsteigen. Ja, ja. Wir treffen uns am Anwesen. Und jetzt da parken, wo die Autos vorne stehen, weil da kann keiner reingucken so einfach. Ja, ja. Ja, ja, besser, besser. Ich kann sogar schießen, ne? Wenn die Stress wollen, ich schieße. Oha. Ich fliege hier, flieg hier extra ein bisschen tief, nicht erschrecken. Nur ich will nicht, dass man uns in der ganzen Stadt sieht, weißt du? Papa? Ja? Können wir gleich kurz zu Bettys fahren mit deinem Auto? Können wir gleich machen. Ich will irgendwie mal ein bisschen was machen, dass unsere Angestellten auch ein bisschen was verdienen dabei. Wir können ja vielleicht gleich mal so ein bisschen Drogen machen mit unseren Angestellten. Ja, das können wir machen. Ja, wir Drogen... Nicht Drogen hier, könnten wir machen, weil Drogen kosten richtig viel. Ja, ja. Ich habe... Ja? Unsere Angestellten, die müssen ja auch was dafür kriegen, dass die ja bei uns arbeiten, weißt du? Ja, ich überlege gerade, wo wir den Heli parken können. Ich überlege auch, aber wir können nur da, wo die Autos stehen, woanders geht's nicht. Der Einfahrt ist halt schwierig, ne? Da ist eh so wenig hinter uns Autos, Was ist denn da jetzt? Was ist denn unter uns jetzt direkt? Ja, oder nee, wir machen bei der unteren Einfahrt, parken wir den Heli. Ja, okay. Das Ding ist, ich habe ein bisschen Erfahrungen mit Gangs. Mit Drogen? Kannst du uns gleich dann sagen, wo diese Drogenrouten sind? Das kannst du uns gleich sagen. Mit Drogen... Drogen, also Drogen kosten ziemlich viel eigentlich. Okay. Was kosten die? Viel Geld. Viel Geld. Ja, nee, die sollen nicht viel kosten, die sollen viel Geld einbringen. Ja. Was verdient man denn mit einer so einer Drogendings? So über 100.000, glaube ich. Was? Hey, Leute, wir werden reich. Ja, wir müssen auf jeden Fall einen Drogendeal machen, damit wir unsere Angestellten bezahlen können. Mit reich. Wie viel Drogen? Ja, denk das. Also ich habe mich mal schlau gemacht mit Tabak, da hast du ungefähr für 8000 Zigaretten. Ja, für 8000 Zigaretten bekommst du 200.000. Ja, gut, Tabak kann man jetzt als Droge nicht nennen. Ja, wenn dann richtig was das teuerste Kokain oder was? Guckst? Chemikalien, glaube ich. Chemikalien, okay. Ja, pass auf, dann würde ich sagen, wir lassen 3 Leute hier, die aufs Anwesen aufpassen. Den Rest von den Leuten nehmen wir mit und machen einen richtig großen Drogendeal. Da, und dann zahlen wir unsere Angestellten. Ja, ich müsste ich müsste meinen Kollegen einmal eine SMS schreiben, wo die Chemikalien Route. Ja, mach das mal, okay. Dima, dann bring du das in Erfahrung und dann wir tun alles vorbereiten, ja. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, in was für eine Art und Weise du die Jungs dann bezahlen willst? Ja, ich will das so machen, dass quasi, wenn die hier, wenn ich hier quasi im Start bin und die quasi hier mitarbeiten, dann, keine Ahnung, müssen wir halt gucken, wie viel wir da bei so einem Drogendeal rauskriegen. Keine Ahnung, vielleicht 5 das kriegen wir schon hin. 5 oder 10k oder so kriegen die dann, die Jungs, die hier arbeiten. Onkel Berger, ich bin ganz kurz im Kopf. Was sagst du? Ich bin ganz kurz im Kopf. Ja, ja, alles klar, okay. So, dann lass es mal hoch. So. Wer ist hier der in der roten Weste? Finn Shelby. Okay, sehr gut. Dass du hier auch aufpasst, weil hier hinten ist jetzt der Heli dann der Platz. Gut, dass immer einer, auch mindestens einer hier hinten steht, ne? Sehr gut, Jungs. Stark. Chef? Ja? Kollegen, könnten Sie mir Ihre Lieblingsnummer kurz sagen? Ich hätte noch ein Geschenk für Sie. Hallo? Lieblingsnummer, ja. Soll ich unten mal ins Tor gehen, vielleicht gucken? Das ist die 64. Jo. Okay, vielen Dank. Was hast du mir gegeben? Ein Messer. Ah, korrekt. Ja. Chef. Ja? Udo, wo bist du? Soll ich mal unten als Tor gehen gucken? Ich hab mitbekommen. Nee, mitbekommen, alles gut. Es reicht, wenn hier Leute stehen. Okay, dann laufe ich meine Runde weiter. Ja, ja. Wir müssen Udo gleich mal abholen. Wollen wir mit Helikopter abholen eben? Ja, machen wir gleich. Der Funk. Gut.
An alle Anwärter, wir werden hier gleich ein bisschen eine Aktion starten. Bleibt mal alle hier noch am Anwesen. Wir machen gleich was. Wir gehen noch jemanden abholen. Ich hätte noch ein paar Drogen im Lager. Also ich habe vorhin ein bisschen was mitbekommen. Sag mal den Funk. Ah, okay, wir reden, also reden wir gleich nochmal drüber. Ja? Okay, okay. So. Baby. Du hier. Udo. Sag mal. Will der nicht mit mir schnacken oder was? Der redet nicht mit mir. Oh Leute, gleich wird's krass. Wir holen den jetzt sofort ab. So viele Leute. Verrückt. So. Wollen wir den mit Helikopter abholen einfach? Ja, komm, wir gehen den schnell mit Heli holen. Ja, okay. Wo ist der? Ja, warte, ich markiere. Security-Chef, komm einmal mit, bitte. So, natürlich so. Niemals ohne Security. Hier müssen wir hin, wo ich markiert habe. Okay, alles klar. Und das ist ein Kumpel von dir, oder was? Das ist Udo Bernstrup, ja, ein Kumpel. Okay. Udo, hörst du mich? Ja gut. Der ist schwerhörig. Krieg da mal hin. Alles klar. Udo, du musst mir antworten. Ich bin noch hier am Hörer, hallo. Also. Udo, wir kommen, ja, wir sind auf dem Weg. So. Ich glaube noch ein Live-Chat, seid mir ehrlich, wie findet ihr unsere Mafia? Ich find's bis jetzt schon richtig nice. Jetzt runter quasi. Du musst halt nur jetzt gleich mal ein bisschen Geld verdienen. Jetzt damit hier da unten steht er. Und also einfach hier, lande einfach mal hier in der Baustelle unten. Ja, alles klar. Ah ja, da unten. Seht ihr. So. Das ist er doch. Udo? Hallo? So, Udo, da sind wir. Guten Tag. Ja, da sind wir doch. Herr Udo, was geht? Ich höre euch irgendwie nicht. Ja, ich hab gesagt, der Schwere. Woran riecht das denn jetzt, dass ich euch nicht höre? Udo, wir müssen hier Helikopter fliegen. Ich höre nichts. Hier. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört. Ich glaube, der alte Mann hat sein Hörgerät nicht eingeschalten. Hallo? Ja, ich höre euch aber nicht. Woran liegt das? Ja, ich höre gar nichts. Ja, dann ist das so. Dann komm mit, komm, wir fliegen mal. Warte komm mal, mit. Ich guck mal. Ja, genau, guck mal, aber guck mal hier aus dem Helikopter raus. So. Ich glaube, er ist noch nicht so weit, warte. Wie es geht so. Oh mein Gott. Geht sofort los. Hm. Ja. Warum höre ich denn nichts hier? Warte mal. Udo, wir müssen Helikopter, wir müssen los. Hier, Zeit ist Geld. Wir haben hier den ganzen Tag Zeit. Ne? Ja, super, genau. Wir müssen los. Also ich denke, Leute. Komm. Ich denke, wenn wir unsere Angestellten am Tag 10.000 zahlen, dann sind die, glaube ich, schon richtig gut. Ja, alles gleich. Ich glaube, dann sind die glücklich. Was können wir noch eintacken? Denkt ihr 10.000 pro Tag? Wir können ein, zwei Kisten aufmachen, einfach so zum Zeit überbrücken. Ja, komm. Hast du noch Lotto-Tickets? Ja, 5 Stück habe ich noch. Ah. Ja, das ist natürlich blöd, dass wir jetzt nichts hören. Ich gehe mal hier drüben ein paar Lotto-Tickets öffnen. Ja. So, dann mach mal. G-Klasse. 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 Komm. G-Klasse. Komm. G-Klasse. Ey, nein, ich sehe doch schon. Wir kriegen Besuch. Da kommt irgendein Auto. Und was hast du? Jo, Reparaturkits, jawohl. Ja, ich mach mal weiter. Udo, hörst du uns nun, oder was? Scheiße. So, Udo. Der schwerhörige Udo. Udo, Herr Bernstrup. Ey, Leute, wir haben mittlerweile schon so viele Packs geöffnet und wir haben noch keine G-Klasse bekommen. Ich versuch nochmal. Komm. Packler, G-Klasse. Ey, Yoshi, helf ihm mal bitte irgendwie. Ey, das ist unmöglich, eine zu kriegen. Das ist zu selten. Das ist unmöglich. Komm nochmal. Jetzt die G-Klasse. Ey. Gerd, das ist unmöglich, eine G-Klasse zu kriegen. Ja, und also es haben schon viele eine G-Klasse. Eigentlich. Ach. Was ist, schon was ist die Chance für den Hauptgewinn? 0,0000003. Spaß, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich dachte schon. Was? Ich dachte schon. Es ist auf jeden Fall unter 0,1. Du warst doch so. Ey, ich hab da, du warst doch. Ja, unter 1%. Vor ein paar Tagen warst du so knapp es da ist dran. Ganz knapp so. Oha. So knapp. Die Schlüssel auch gut. Die kann Marvin wieder verkaufen für mich. Die kannst du auch öffnen noch. Ach, die Schlüssel kann man noch. Nee, aber die Kisten. Ah, ich hab extra Dreher bekommen mäßig. Ja, genau.
Also du warst so knapp dran. Das war krass, das war wirklich krass. Ja, wie du geschrien hast. Ja. Oha, 1000 Eisen, das ist auch echt stark, gut. Stark, stark. 1000 so, Eisen ist wirklich gut. Wir müssen das alles in Safe packen, nicht, dass du überfallen wirst, ne? Ja, müssen wir echt machen. Was? Eine SIM-Karte ist zu 800.000 wert. Oha. Ey, ich sag doch, Marvin muss das mal alles verkaufen. Ich geb ihm alles, Marvin, der soll das mal alles verkaufen für mich. Der hat doch noch meinen Bitcoin von letztem Mal. Ima kann das auch verkaufen für mich. Ja, Marvin hat den Bitcoin noch, das stimmt. Der muss mir doch noch irgendwie 60k oder so geben. Keine Ahnung. Eine habe ich noch. Eine. Komm, letzte Kiste. Letzte Kiste. G-Klasse! 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 Na. Ja. Schade, ja. Ist halt Lotto, ne? So ist das halt. Ja, Lotto, genau, ist Lotto, ja. Ist halt einfach Lotto spielen, Leute. Man. Ja, Lotto, einfach Lotto. Ja. So, Herr Bernstrop, wie sieht's aus? Junter, wie ist denn? Ja, wie ist denn? Wir sind hier gekommen, ne? Dekadent mit dem goldenen Helikopter und wollen dich abholen, Mensch. Ach, da freue ich mich doch. Ich hatte gerade die. Kleinen Moment bei ihm. Ich hatte die Hörgeräte gerade nicht drin. Er ist schon was älter. Okay. So, und jetzt auf meinen anderen Hörgeräten rechts habe ich die ganze Zeit so ein Bluetooth-Problem, dass ich immer höre, wenn mir hier irgendwer in der Nähe kommt oder mich verlässt, weißt du? Ja, gut. Da ist es. Komm, lass den einfach mal mitnehmen jetzt. Ja, komm mal mit, wir kriegen das auch gleich hin. Ja, wir gehen gleich dann nochmal. Wir fliegen erstmal zum Anwesen, weil die warten alle auf uns. Oh mein Gott. Ey, was geht hier? Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt los hier? Hä? Ja, nice. So. Komm, Udo. So, ab geht die Post, oder was? So, du wieder da. Fliegen wir schon? So, da bin ich wieder. Ja, geht's. Oh, da qualmt schon der Helikopter. Da können wir die Mechaniker gleich mal dran lassen. Also. Ja. Aber ich habe echt immer nur ein bisschen Angst, dass die Polizei Auge macht, ne? Wenn die hier rausfindet, was das für. Pass auf, der Kran über uns. Ui. Ja, das ist okay. Ich bin Profi-Heli-Pilot. So, Herr Bernstrop, sind Sie schon mal geflogen auch, oder? Nicht selber geflogen bin ich nicht, aber ich freue mich ja, dass ich mal im Heli mitfliegen kann. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir es noch bis zum Anwesen schaffen, weil der Motor, der stockt hier schon ab und zu ein bisschen. Ja. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Ja. Also, da hört ihr das auch? Nein. Mein Hörgerät? Wir hören nichts von einem Hörgerät. Wir hören nichts, nee. Scheiße. Ja, nee. So, kennt ihr keinen Hörgeräten-Techniker? Ich kenne einen, ja. Ich kann das Handbuch gleich mal lesen. Ja. Wir gehen gleich mal zur Seite. Wir schauen uns das gleich mal an. Ja. Super, super. Wenn ihr da seid? Ja, Blackjack, wir kommen jetzt wieder. Besorgt mal einen Mechaniker, der unseren Helikopter repariert, bitte. Boah, der geht ja gleich echt. Der geht hier eine Dunsen, ne? Also. Der macht's nicht mehr lang, der Heli. Wir landen unten, ja, da möchte mal Mechaniker hinkommen. Mhm. Udo, hast du ein Polizeipraktikum mal gemacht? Ja. Aber das vergisst du jetzt mal ganz schnell. Also, Polizei ist hier nicht, ne? So, Jungs. Wir sind die Polizei. Ja. Nein, wir sind alles also, aber einfach nicht die Polizei. Udo, wir klären das jetzt. Meine Hörgeräte, die machen nicht mehr mit. Da müssen wir jetzt mal ganz schnell hier. Ja, komm mit, wir machen das jetzt. Komm mit, komm einmal hier zur Seite. Komm, Busch, Moment. So. Alles glatt gelaufen, oder? Ja, alles gut. Oh, okay. Chef? Ja? Ist das da unser Heli? Ja, das. Oder welcher? Der blaue da. Udo, der ganz oben. Der fliegt blauer? Der fliegt hier rum. Hä, wer ist das? Nee, der hat nichts mit uns zu tun. Wir haben nur den goldenen Heli hier. Ein bisschen öfters ist er hierher geflogen. Okay, müssen wir mal beobachten. Wisst ihr, welche ist das von irgendeiner Fraktion oder was? Nein, wissen wir nicht. Okay. Herr Berger. Werden wir rausfinden. Herr Berger. Ja? Geht's Ihnen gut, weil ich habe einen rauchenden Helikopter gesehen.
Ja, alles gut, war ein bisschen holpriger Flug. Jungs, okay, wie gesagt... Ich wollte nur wissen, ob es Ihnen gut geht. Ja, ich gehe wieder auf meinen Posten. Alles gut. Jungs, wie gesagt, wir machen hier gleich ein bisschen Action. Ich habe mir auch was richtig Gutes überlegt. Was habt ihr denn so, was verdient man denn so mit so einer Drogenfahrt? Kommt darauf an, wie viel man mitnimmt. Also eine Stange gibt 1000, also eine Zigarette. Okay. Ich habe noch in meinem Safe irgendwie 200 Verpackte, also das wären dann auch nochmal ein paar Stangen. Aber da müssten wir dann dahin fliegen oder hinfahren, okay, um es abzuholen. Also ich sag's euch mal so, ich habe mir was überlegt. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wenn nicht, dann ist mir auch egal. Und zwar, ihr bekommt ein Tagesgehalt von 10.000 Dollar. Ja, es ist mir halt... Ja, hört sich gut an. Ja, ja. Also, ich sag mal so, immer wenn ich hier im Start bin und ihr halt hier, sage ich mal, mit mir seid, dann werdet ihr mit 10.000 Dollar bezahlt. Wir sind mit dem Herrn Paul. Ja, also ich würde ja auch ganz ohne Gehalt hier mitmachen. Ja, also, ich weiß. Aber ihr sollt ja was dafür kriegen. Ich will natürlich auch, dass ihr alle mal dicke Autos und so weiter fahrt. Ne? Das ist natürlich wichtig. Ansonsten will ich dann... Ja, das ist sehr nett. Mir ist natürlich auch wichtig, dass auch wenn ich mal nicht hier bin im Starte, dann müsst ihr natürlich trotzdem auch zusammenhalten als Einbruchbrüder. Ne? Die Organisation muss auch trotzdem weiterlaufen. Ne? Das ist auch wichtig. Aber wenn jetzt hier nur so rot hier sind, wer hat denn das Sagen so? Dann hat an sich niemand das Sagen. Dann verteidigt ihr einfach das, was wir haben und haltet zusammen. Wollen wir mal die Drogenrouten einnehmen? Ja, das machen wir jetzt demnächst. Ja, Tabak ist halt Schmutz. Was gibt denn am meisten Geld? Das chemische Zeug? Meth. Die Chemie, ja, LSD und so. Meth. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, wir machen hier gleich wirklich volles Gebot. Wir lassen wirklich nur 3 Leute oder so bleiben hier auf Position, beschützen das Anwesen. Und der Rest, alles an Leuten, kommt mit. Und dann. Ein Problem gibt's dabei. Bei Chemies, die Chemies gehört schon in eine Fraktion. Nicht mehr lange. Wer ist denn die andere Fraktion? Nennt sich Yakuza, ist auch rot. Aha. Ja gut. Ich sag dir so, wie es ist. Also, ich habe schon auf die Schnauze bekommen. Wir waren 40 Mann. Ja gut, wir sind auch richtig. Ich hab mich schon irgendwie. Wir können ja mit denen reden und wenn es denen nicht passt, dann müssen wir das halt anders klären, ne? Ich hätte hier noch ein Messer. Dann klären lieber mit Wörter, weil ich... Ich bin ja kein Fan von Streit oder so, ne? Ich würde mal sagen, wir können es ja so machen, dass die uns auch einfach da unsere Drogen machen lassen und dann hauen wir da ab, ne? Jetzt gibst du dir einfach wieder auf. Herr Berger. Ja. Ja, aber ich glaube, die passen Sie bitte auf sich auf, ihr fährt die ganze Zeit ein verdächtiges Fahrzeug an. Was denn? Ja, das fliegt die ganze Zeit auch. T20 in Grau. Also aufpassen seid ihr ja zuständig. Schwarz-Grau. Ja, genau, aufpassen, das ist ja euer Job, genau. Ja, wenn er hier nochmal vorbeifährt, dann fragt er halt mal, was er hier will, ne? Ja, der redet schon mal weg. Der redet schon mal weggeschickt. Ich hab den jetzt angezielt, dann ist er weggefahren. Ah, gut. Okay. Wo ist denn jetzt der Security-Chef? Entschuldigung, Chef. Ja, er ist der Security-Chef. Ja. Dann gehst du mal bitte mit. Ich habe nämlich eine schwache Stelle hier gefunden. Da musst du auf jeden Fall Leute aufstellen. Jetzt alle hier unten. Wer ist denn oben am Aufpassen? Ja. Wir gehen ich jetzt bin auf dem Dach. Ich bräuchte mal zu irgendeinem nach unten Funk. Ja. Wenn ich was eine Frage. Ja. Eine Sache. Ich habe auch noch ein bisschen Chemikalien. Also ich habe auch noch ein bisschen... Ja, alles so gut. Entschuldigung. War aus Versehen. Okay. Also so... Tabak habe ich auf jeden Fall. Wir machen das gleich zusammen. Ja. Wir machen das gleich zusammen. Herr Berger, könnte ich mal zu irgendeinem hier unten Funk haben, weil ich stehe die ganze Zeit auf dem Dach und wenn dann wer kommt, dann müsste ich die ganze Zeit runterrennen. Ihr könnt ja auch einen Funk machen. Ja, einen Anwärterfunk oder so. Ja, ich habe leider schon einen Anwärterfunk und kein Funkgerät. Wir haben schon einen Anwärterfunk, nur die meisten haben kein Handy. Wer hat denn hier kein Handy? Ja, die sind alle geregelt. Ich hier zum Beispiel. Kann ich meine Funk rein? Also das Erste, was ihr euch von eurem Gehalt kauft, wird ein Handy sein, damit ihr euch funken könnt. Das ist ja der Staatsgehalt von Hartz IV. Wir machen so, die Anwärter haben Funk 11, okay? Okay. So, sehr gut. Macht euren Funk. Funk 11. Aber du musst dir trotzdem im Griff haben. So Leute, wir gehen jetzt mal weiter hier. Es ist viel zu tun, ihr merkt schon, es ist sehr, sehr viel zu tun. Viele, viele Mitarbeiter, jeder muss auf seine Position geschickt werden. Es ist nicht immer einfach, eine Mafia zu führen. Ich sage euch, wie es ist. Ich werde jetzt erstmal mein Lambo hier ausparken. Und dann will ich hier die Drogenroute übernehmen. Es kann sein, dass wir Streit mit dieser Yakuza-mäßigen Mafia parken, kriegen. Wo unsere Autos aufstehen. Ich fahr rein. Ja, mach das. Ey, wer ist das denn im blauen Helikopter? Paul? Keine Ahnung, der fliegt die ganze Zeit hier drüber. Das haben mir meine Leute auch schon gesagt. Wir haben die Stinger-Raketen. Wir haben die Stinger leider vergessen. Das hätten wir schon runtergeholt. Alles gut, lass den, wir werden noch rausfinden, wer das ist. Es ist ja hier nicht sein Luftraum, er ist hier. Ach so. Ein Grundstück, Sir. Ja, der Drucken, der am anderen Straßenrand steht, der wollte auch nochmal mit dir reden. Ich glaube, der will auch noch mitmachen. Nee, wir haben vorhin gesagt, kein Leute. Jetzt erstmal kein, weil ich werde mal kurz mit ihm reden. Hallo? Hallo? Ich habe gehört, du willst ja auch noch mitmachen bei der Organisation.
Ja, genau. Ja, das Ding ist, wir haben für heute haben wir so einen Einlassstopp, weil wir einfach schon 10 neue Leute aufgenommen haben. Aber du kannst gerne nächstes Mal kommen, okay? Also morgen oder wann meinst du jetzt? Dann, wenn ich nächstes Mal im Start bin, kannst du wieder kommen. Einmal bitte weiterfahren, daher, los. Was ist denn hier los? Weiterfahren. Okay. Wenn ich nächstes Mal im Start bin, ja? Weil wir wollen, wir wollen uns schon immer vergrößern, aber ich muss da auch ein bisschen den Überblick behalten. Und wenn jetzt, und wir heute schon sind schon wirklich sehr viele reingekommen, ja? Ich steig mal, soll ich euch trotzdem vielleicht irgendwie bei irgendwas helfen, oder? Alles gut, wir brauchen jetzt keine Hilfe. Komm einfach nächstes Mal wieder, ja? Okay? Okay, dann noch ein Tipp, sie müssen sich ein rotes Sakko anziehen. Nee, der ist ja kein Anwärter. Der zieht sich noch gar nichts an. Nur Anwärter. Ja, ich meine dann, wenn er dann aufgenommen wird. Okay. So, ich gehe jetzt auch mal mein Lambo ausparken hier. Sollen wir dann hier bewachen? Sollen wir es hier bewachen, ja, oder? Anwesend. Ja, ja, anwesend. Erstmal bewachen. Wir machen uns jetzt einen Plan, wie wir da vorgehen. Okay. Gerd? Ja. Komm mal mit in den Garten. Ja. Kalle auch mitkommen. Ja, Udo, komm auch mal. Komm auch mal in den Garten. Der ist uns so aufgeschmissen. Der muss mit uns mit. Wir sind im Garten hier hinten. Ja. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen Chefsachen besprechen. Ja. Das Ding ist erstmal, ich habe jetzt beschlossen, wir geben unseren Mitarbeitern für jedes Mal, wenn ich hier im Starte bin und die quasi mitarbeiten, kriegen die 10.000 Tagesbelohnung. Ja, das ist. Ich glaube, das ist mehr als fair, denke ich mal, ne? Ja. So, das haben wir erstmal beschlossen. Aber natürlich müssen wir auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Deswegen habe ich auch beschlossen, dass wir jetzt gleich Drogen machen gehen. Wir werden fast alle unsere Leute mitnehmen. Wir werden eine richtig große Drogenfuhr, würde ich sagen, machen wir. Wir lassen nur 3 Leute hier auf dem Anwesen, die ein bisschen ein Auge hier drauf haben. Und den Rest an Leuten nehmen wir mit. Das Ding ist, ich habe schon erfahren, dass da irgendwie so eine Yakuza-Mafia oder so irgendwas soll da sein, die da wohl da ein bisschen Auge machen bei den Chemikalien. Aber das können wir ja versuchen, mit denen zu klären. Und wenn die halt nicht mit uns arbeiten wollen, dann müssen wir halt die Waffen sprechen lassen, ne? Sehe ich genauso. Perfekt. Waffen sprechen lassen, das kann ich noch von früher. Aber warte mal, wer bist du denn eigentlich mit dem Anzug hier? Ich, sie haben mich als letztes eingestellt. Ja, warum bist du dann hier? Und warum den rot angezogen? Du musst einen roten Anzug anziehen. Ja, rot. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ja, dann hier. Ja, dann später machst du. Weg, los, direkt. Außerdem war hier gerade Chefbesprechung. Los, roten Anzug anziehen. Also er ist schon wieder ganz verloren, der Kerl, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, lass uns das Ganze koordinieren. Hast du schon mal so Drogenrouten gemacht, Gerd? Ich weiß, wo Chemie ist. Oder hier, weißt du, wo das ist, Kalle? Mit wie vielen Autos? Ja, bei 10.063. Ja, dann fahren wir dahin. Dein Sohn gerade gesagt. Mit wie vielen Autos sollten wir fahren? Ich weiß auch, wo Chemie sind. Am besten so viele Autos wie möglich, ne? Ja, und Helikopter, dass sie direkt wissen, wie sind da. Und Schutzwesten anziehen. Ja, wollte ich gerade sagen, am besten nochmal zum Tresor, dann hole ich noch eine SMG raus. Und ja, dann fahren wir jetzt alle gemeinsam mit vielen Autos und Helikopter zu irgendeinem Hub. Perfekt. Casino-Hub am besten. Casino-Hub und da packt dann jeder sein Auto aus, oder was? Nee, da holt jeder, rüstet sich auch aus Schutzweste und so. Okay, perfekt, dann machen wir das so. Dann an den Security-Chef. Vorne steht gerade die Polizeichef. Ach scheiße, okay, ich kläre das. An den Security-Chef wähl du 3 Leute aus, die hier bleiben und der Rest kommt mit an Leuten. Ja. Herrn Berger, die Polizei ist irgendwie vorm Grundstück wieder. Ich regel das, ja. Was will denn jetzt schon wieder die Polizei, ey? Was ist denn jetzt hier los, Mann? Es ist halt so wild gewesen. Keine Polizei, was ist denn los hier? Ich habe ihn gesehen. Der ist vorhin von der Mauer runtergefallen. Ja, wird nur Prellungen und eventuell leichte blaue Flecke geben. Sonst nix. Jo. Wenn sie noch Beschwerden haben. Ist doch gar kein Polizei, ist doch ein Medic. Boah, oha, roter Lambo, krass. Yoshi, brauchst du uns gerade? Dann musst du ja einmal zum Laden Klamotten holen. Ja, jetzt gerade nicht. Alles gut. Ja, kommt schnell wieder, wir treffen uns gleich am Casino ab. Ja. Ja, okay. Ausrüsten. Ja. Komm, wir gehen wieder unten bewachen. So, alle mal aufs Anwesen kommen. Teambesprechung, wir machen jetzt Action. Oder finden wir bleiben jetzt einfach hier. In eurem Anwärter Funk holt auch mal alle Leute in die Einfahrt. Alle in die Einfahrt. Alle Anwärter in die Einfahrt. Habt ihr Funk? Ich hab keine Ahnung. Alle in die Einfahrt. Was ist denn jetzt? Dankeschön, Skyfox. Ja, hier einfach. Lange geredet gerade. Teambesprechung. Einfach eine Reihe aufstellen. Sir? Ja. Herzlich. Was ist los, Sir? Geht?
Ja. Da? Hallo? Ja? Ja, nee. Weiß ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Also. So, hallo? Ja, ja, hallo. Hä? Also, ja gut, okay. Nee, alles gut. Ich, ja, alles gut. So, okay, Jungs, also. Wir werden an den Security-Chef... Lass das Auto vorne stehen, wir fahren eh gleich. Hast du schon drei Leute ausgesucht, die hier bleiben? Ja, ja. Okay, perfekt. So, also Jungs, an alle, wir werden jetzt Drogenfarmen gehen. Wir machen die chemischen Drogen jetzt ready. Wir werden das Ganze folgendermaßen machen. Wir werden mit voller Montur ausrücken. Als allererstes gehen wir jetzt mal zum Casino-Hub. Ja, da wird jeder, der ein Auto hat, wird sein Auto mitnehmen. Jeder wird Schutzwesten anziehen. Und alles an Munition und Waffen mitnehmen, was er hat, ja. Das ist wichtig. Wir müssen voll ausgestattet sein. Es könnte nämlich sein, dass da eine andere Gang Auge macht. Wir haben auch Helikopterunterstützung. Die Securities fliegen auch den Heli. Der Security-Chef hat auch, glaube ich, schon drei Leuten gesagt, die weiter hier bleiben und aufpassen. Der Rest, alles andere an Leuten, kommen jetzt mit, okay? Also, Herrn Berger. Ja. Ich habe noch keine Waffe. Ja, gibt es alles am Hub gleich. Ich habe auch am Hub. Wer noch keine Waffe hat, bekommt am Hub. Ich habe auch nur ein Basie. Ah, okay. So, alle erstmal zum Casino-Hub. Alle zum Casino. Chef, Herr Berger. Onkel Berger? Chef? Ja, ja. Wenn jemand Auto braucht, kann er auch dann mitfahren. Ich hab hier eine, der war so ein alter Vater tatsächlich. Ich hätte Interesse mitzumachen. Wer bist du? War so ein alter Vater von dem Demon. Ja, nee, der Gerd ist sein Vater. Ja, ja, aber sein neuer Vater. Aber ich war früher sein alter Vater. Nein, warte. Dima, steig hier ein. Steig in die G-Klasse ein, Dima. Ey, Gerd. Hier sagt jemand, er ist der alte Vater von deinem Sohn. Nee, den nicht. Alter Vater, nee. Nein, wieso das denn? Ja, keine Ahnung. Nein, der war ein Kollege von mir. Ja, der du kannst... Ja, es war sozusagen so mein Kleiner. Ist, ja, Dima, kennst du den? Ist der vertrauenswürdig? Also, ja, wir waren halt in der ja oder nein? Gang miteinander. Ah, vertraust du den, Dima? Vertraust du den? Ja, dann, ja. Dann einsteigen, mitmachen. Perfekt. Bei mir ist auch noch ein Platz frei. Ja, ich kann dann zu dir rein. Okay. Dann muss ich kurz wegpacken, weil ich konnte, sonst kann ich nicht einsteigen. Was muss ich machen? Ja, kurz wegpacken, weil ich dir, ja. Geht jetzt? Weg, ja. Oh. Ey, mal aufmachen. Jetzt? Weg, ja, bin drin. Ich könnte auch noch meine S-Klasse gepanzert auspacken. Ach, du hast eine gepanzerte S-Klasse? Ja, mit schusssicheren Scheiben. Ach. Ja, sehr gut. Okay, kannst du gleich auspacken. Umso mehr Autos, desto besser. So, hast du hier schon mal diese Drogenroute gemacht? Ich? Ja. Ich kenne alle Drogenrouten hier im Staat, ja. Ja, okay, wir wollen jetzt chemische Drogen machen. Chemikalien? Ich weiß, was Chemikalien ist. Ja, das ist der Nachbar hier rechts, ne? Da wo das Polizeireport ist. Das ist der Nachbar mit dem Helikopter. Ey! Oh. Wer ist denn der Kerl hier? Ey, wer ist der Kerl im T20? T20, der die ganze Zeit vom Anwesen am Lambel. Er ist wieder hier. Lass mal aussteigen. Da soll ich auch aussteigen? Oh. Ja. Ja, oder so, Herr Berger. So ja, ramm nie wieder mein Lambo, du Stück Scheiße, Alter. Das war der T20, der gehupt hat. Ja, der hat mein Lambo gerammt. Der darf auf der Straße fahren, aber ramm nicht mein Lambo, du Hund, Alter. Komm, wir fahren weiter. Ja. Ich denke, ich kann hier mal zeigen, ungefähr markieren, wo die Chemikalien sind. Die sind am Flughafen tatsächlich. Ja, nee, mir geht's darum, ob man da irgendwas beachten muss, weil irgendjemand meinte, da wäre irgendwie so eine Yakuza-Mafia oder irgendwie sowas. Ja, Yakuza. Ja, das ist eine Mafia, ja. Das ist eine mächtige Mafia und da müssen wir aufpassen. Ja, machen die Ärger, wenn wir da Drogen machen wollen oder was? Ja, das kann sein. Ja, wir können ja mal versuchen, mit denen zu reden. Wir fahren jetzt erstmal zum Ding, zum Hub. Was ist das denn überhaupt hier? So. Kann die markieren, den Casino abhaken. So Leute, jetzt geht's los. Jetzt gibt's hier richtige Mafia-Action. Jetzt gibt's hier Mafia-Action vom Feinsten. Oh Gott. Wie fährst du denn? Das ist ein schöner Lambo. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt. War am Handy. Wir müssen uns auf jeden Fall mit Schutzwesten und Waffen ausrüsten. Ja, safe. Es kann natürlich sein, dass die dann kommen und uns ausrauben wollen oder was auch immer. Ja, das ist das Ding. Also deswegen nehme ich auch jetzt übelst viele Leute mit, so viele wie es geht. Einfach aus. Das schaffen wir sogar, ja. Ja. Aber ich denke mal, wir sind so, wenn wir alle mitnehmen, 10, 15 Leute. Vielleicht habt ihr einen Funk? Ja, wir machen Funk. Okay, welchen? Wir haben zwei verschiedene Funks. Einmal für die
sag ich mal, Leader und einmal für die Anwerber. Okay. So. Perfekt. Komm, mein Mechaniker wieder da sind wir abgehauen. Okay, Jungs, komm, alle ausrüsten. Wir haben es ja gerade besprochen. Chef? Ja? Also kriegen wir dann Waffen oder reicht auch eine Nahkampfwaffe? Weil nein, ich nein, hab nein, nur ein Messer. Ihr kriegt jetzt Waffen, ihr kriegt jetzt Waffen. Okay. So, Leute, es wird jetzt. Wir müssen jetzt erstmal alle unsere gesamte Gang wie mit Waffen. Wie finden Sie meine S-Klasse, Chef? Boah. Boah, schön, ey, geil. Ja, die ist gepanzert, ja. Cool. Gepanzert? Ja, schusssichere Scheiben, alles, ja. Alter. Onkel Berger? Ja. Und zwar darf so, ich in den Funk? Ja, darfst du. Ich spreche mit Gerd, mach das mit dem. Ich wurde gerade ausgeraubt. Wie, du wurdest ausgeraubt? Von wem? Wer hat dich ausgeraubt? Also so zwei Typen, die genau in dem Lastwagen, oder wie man den nennt. Da waren so zwei Typen, die hatten weiße Klamotten an und eine rote Maske. Wann war das? Das war, als ich rausgefahren bin zu Bennys, war das. Ey! Ich hatte ganz kurz Kopfschmerzen, bin gegen die geknallt, hatte ultra Kopfschmerzen, ja. So. Ey, sofort aussteigen. Ey, warum sagst du denn nicht direkt was? Niemand legt's mit uns an, niemand raubt uns aus. Nächstes Mal sagst du direkt Bescheid. Warte mal, ja. Hallo? Ja, was, ja, bitte? Bist du Max? Nee, ich bin Paul Berger. Paul Berger? Hallo, Paul Berger. Hallo. Wie geht's dir denn gerade? Mir geht's gut, und dir? Mir geht's auch sehr gut. Sehr schön. Möchtest du mir etwas abkaufen, Bruder Herz? Was hast du denn? Komm mal mit. Ja. So. Ja, wohin? Komm mit hier! Hier ist ja die grüne Zone, die kann ich auch nicht zeigen. Ja. Ist der zum Verkauf? Das hätte ich zum Angebot. Und dass du unserer Fraktion beitretest. Also nein, nicht Fraktion, aber. Weißt du, was ich meine? Aha. Warte mal kurz. Was ist denn eure Fraktion? Wir sind die Anubis. Also Noobs. Nein. Ihr seid Noobs. Nein, wir sind die Anubis. Hä? Ja, das ist ja ein krasser Name für eure Gang, dass ihr euch selbst Noobs nennt. Die Noobis. Ja, Alter. Ja, dann viel Spaß, Anubis. Warte mal kurz. Die Noobis. Warte, ich hab grad einen Frosch im Hals. So. Was ist hier los? Ja, da hat jemand eine Noobies-Gang und hat mich gefragt, ob ich bei seiner Noobies-Gang mitmachen will. Was ist denn Noobies? Was ist das? Ja, das sind die Noobs, keine Ahnung. Security-Chef. Ich sag dir ehrlich. Nein, ich will nichts sehen von dir. Was ist denn das? Security-Chef. Ich will nichts sehen von dir. Ja. Herr Berger? Ich hab mitbekommen, dass Warte. Nur einer im Anwesen aufpasst. Ja, es passt auch. Egal. Wir können jetzt los. Es reicht, wenn einer aufpasst. Ja, es wenn einer aufpasst. Jungs, hallo, hört mir mal zu. Der eine, der noch am Anwesen ist, ist der in eurem Funk? Ja, der ist der Funk. Ja. Okay, ja, sehr gut. Das reicht, wenn irgendjemand kommen sollte, soll er uns anfunken. Ey, und man hört bei irgendjemandem voll das Klicken, ja? Ey, deine Stimmbänder, Junge. Alter. Ja, meine Ohren. Herr Berger? Immer. Ja. Kann man ihrer Gang noch beitreten? Ja. Nächstes Mal, heute nicht mehr, nächstes Mal. Okay, okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. So, wir können los eigentlich. Ja, hat jeder Waffen? Haben? Ja, wir haben alles. Okay, jeder hat Waffen. Das bevor das so voll wird hier. Einfach hinterherfahren, ich fahr zu Chemie, ja? Genau. Alle der weißen G-Klasse sind der, Jungs. Los. Wie viele seid ihr? Bleib bei Berger, ne? Ciao, ich wünsche dir was. Danke, ciao. Jungs, alle der weißen G-Klasse sind da. Ja, alles klar, Chef. Verpiss dich, du. Wartet nochmal kurz. Ja, checkt ihr das nicht?
Kopf. Ich mach mal. Mach mal. Regeln wir. Ja, sehr gut. Gut. Sehr gut, Security. So. Nein, hallo? Jetzt nicht. Okay. Soll ich den weg? Er wird hier zufolgt. Okay, alle jetzt. Alle der weißen G-Klasse hinterher. Oh, das ist. Ich wollte den Motorrad fahren. Ja, mich irgendwie. Oh mein Gott, Leute, jetzt gibt's hier Gang-Action. Oh, Scheiße, falsch gefahren. Idiot. So, jetzt. Oh mein Gott. Ui. Jetzt gibt's hier Gang-Action. So, zack. Richtig und wichtig. Check, Jungs, immer in Kolonne fahren. Sehr geil, sehr geil. Oh, so nice, wie wir alle zusammenfahren. G-Klassen, wir S-Klassen. Halten ganz kurz an. Wir halten hier rechts einmal kurz an, Moment. Alles gut, Gerd? Alles gut, Gerd? Ja, Moment. Beim Anwesen sollen welche sein, da ist wohl jemand gestorben. Wir fahren erst zur Chemie einmal hin. Wir fahren erst zur Chemie. Ja, ja, erst Chemie-Ding. Erst, wir kümmern uns erst um Chemie. Okay, da macht jemand Auge auf unser Anwesen, wenn wir nicht da sind. Okay. Ich verstehe schon. Ja, ich sag's mal so. Ich denke mal, es sind halt sehr viele Stream-Sniper hier unterwegs. Und wenn die halt, sag ich mal, hier jetzt bei mir gerade im Stream sehen, dass wir nicht beim Anwesen sind, dann denken die, die können da Action-Action machen. So, ich denke mal, da wird nicht viel los sein. Also es sollte relativ entspannt sein. Ja, ja. Okay, wir machen schnell die Drogen. Also hier rechts ist Chemie in diesem Dings drin. In diesem Fass, oder was das hier rechts ist. Okay. Ja, fuck, okay, warte, da sind welche. Chill mal. Ich glaub, die Platz. Nee, Yakuza ist das. Yakuza ist rot? Scheiße. Ja. Ja, lass doch einfach mit denen reden. Was wollen wir denen denn sagen? Wir sind ja auch rot. Wir sind auch. Ja, das sind ja nur unsere. Das sind ja nur unsere Prospects. So. Joshi, wir brauchen nicht hier. Das sind ja nur die Anwärter. Ja. Security Team, einmal bitte zu uns kommen. Ja, da stehen schon einige Leute umbereit. Was? Ach, die Fernleser draußen. Die Fernleser draußen. Scheiße. Ich sag da so. No Names. Ja, nein, da sind keine No Names. Aber ich werde. Wisst ihr was? Alle warten mal hier und ich nehme mal den Gerd mit und wir reden mit denen. Okay, der Rest bleibt hier an Leuten, nicht dass sie es angegriffen fühlen. Macht hier warte, so. Wir nehmen Udo noch mit. Oder Udo wir nehmen Udo noch mit, ja. Geht mal in Deckung. Ja. Genau, geht hier in Deckung, lagt hier euer Lager auf. Hilft uns ein bisschen positionieren. Ja, tut euch hier positionieren. Ja, aber nicht weit, verteilt auf hier. Was sagen wir zu den. Security-Chef, du regelst das mit denen. Sagen wir das eher im positiven Sinn oder sagen wir, dass die hier abhauen sollen? Weil wir wollen das Geld verdienen. Ich sag dir ehrlich, wir brauchen das hier. Alles gut, ich regel das mit denen. Ja, aber was willst du denn sagen? Sag, wir scheppern die, wenn die jetzt hier nicht abhauen. Hey, ich muss erst sag mal das so, wir sind viel mehr wie die. Wir sind doppelt so viele. Sind wir mehr? Sind wir wirklich mehr? Ja, das ist safe. Wir müssen hier lang. Wenn man, ich sagte einfach, ich habe viele Kneipenschlägereien gehabt. Früher. Udo, pass auf. Ab einem gewissen Punkt springst du rein und sagst einfach, wir scheppern euch, wenn ihr jetzt nicht abhauen. Ja, ich habe mich oft gekloppt früher. Ich mach das schon. Ja. Mit einem Roundhouse-Kick. Lass aber erstmal friedlich probieren, sag ich dir ehrlich. Ja, okay. Weil jetzt hier, kein Bock jetzt hier auf Rumballerei. Nee, ins Haus können die nicht abschließen. Sag nur, wir könnten die Ballerei auf jeden Fall riskieren. Ja, klar. Also wenn die nicht mitspielen, dann Ballerei. Ja. Wir müssen hier rechts hoch. Wenn ihr nichts von uns hört, dann kommt rein. Ja, holt uns heraus. Guter Call. Okay, du musst weiter links laufen, glaube ich. Frau Kirsche? Hä? Max, geh doch mal durch. Ich komm nicht durch. Nimm mal eine Pistole und roll dich mal so durch. Achso. Ich glaub, das geht. Ja, ihr müsst durchrollen. Wie geht denn diese Rolle? Jetzt.
Komm, Max, ich höre von dir. Hier ist ja mal richtig hier. Max? Was machst du hier, Max? Frau Kirsche, bist du hier mit dem roten Hut? Ja. Was machst du denn hier, Frau Kirsche? Ja, was machst du denn hier? Wir wollen... Du weißt doch ganz genau, dass ich bei den Yakuza bin. Ach so, ne, wusste ich gar nicht, dass du hier bist. Habe ich doch schon letztes Mal gesagt. Ich dachte, du arbeitest nur bei Stani Performance. Ja, das auch. Wir waren doch letztes Mal auch mit den Einbruchbrüdern unterwegs. Ich bin überall. Ach, krass. Ja, dann lass uns mal reden. Lass mal da reingehen. Ja, okay, komm. Aber wollt ihr denn reden? Ja, das ist also, ich kann euch gerne das hier zeigen, aber worüber wollen wir reden? Ich mal fragen. Gleich. Oh mein Gott, Leute, wir sind einfach bei einer feindlichen Mafia hier drin. Ach du Scheiße. Behinden bei dem Rohr da, holen die Chemikalien raus. Beim Rohr, okay. Das ist der Chef da. Nee, wir können hier... Oh. Achso, hier, achso, ja. Ja, also... Frau Kirsche, das ist ja gut, dass du hier bist dann. Dann ist ja zum Vermitteln. Perfekt, dann, ja eben, weil dann sagt doch den Leuten, dass die jetzt einfach verschwinden und dann sind die Einbruchbrüder jetzt da, ne? Wie? Nein, das Ding ist, ich sag's mal so, Frau Kirsche, wir wollen ja hier niemandem was wegnehmen, so, ne? So, das Ding ist auch einfach nur, wir wollen hier so ein bisschen kurz unsere chemischen Drogen herstellen und dann hauen wir auch schon wieder ab. Da haben wir leider ein kleines Problem, Max. Das ist nämlich unsere Route. Also hier lassen wir keinen drauf. Ja, wir können ja mal kurz 5 Minuten Pause machen, Kaffee trinken gehen und dann sind wir schon wieder weg. Dann haben wir es. Nee, wir waren schon Kaffee trinken tatsächlich gerade. Deswegen, wir sind auch frisch hier. Ja, das ist schade. Das ist schade. Ja, das Ding ist halt, wir werden heute auf jeden Fall hier Drogen farmen. Nur halt entweder, wir können das freundlich regeln oder halt nicht freundlich. Max, willst du mir jetzt gerade drohen? Nee, das hast du gesagt. Soll ich Thuan rufen? Du weißt, dass Thuan mich mag, du kriegst Ärger. Thuan hat eine Schwäche für dich, das stimmt, aber Thuan befolgt auch den Bro-Code, der hält immer zu seinem Bruder. Also wenn du das auf die andere Art regeln möchtest, ne? Dann würde ich sagen, versuch's doch. Ah, ich hätte echt gehofft, dass wir das Chili klären können. Ja, tut mir leid, unsere Route, da kommt keiner drauf. Ja, gut. Okay, dann ich wünsche euch was, ja? Ja. Ciao, ciao. Jo, auf Wiedersehen. Ja, dann gehen wir woanders hin, Leute. Ja, ne? Wir gehen jetzt woanders hin, genau. Schade, dass das nicht geht. Ja, ist echt schade, ja, schade. Gut, dann müssen wir halt gleich Leute abknallen. Schade, dass wir jetzt Frau Kirsche töten müssen, Leute. Die nehmen als Geisel, die nehmen ganz so laut. Wir sind über Leute. Ja, ciao Leute, viel Erfolg noch. Ja, danke für die Gastfreundschaft. Jo, schönen Tag noch. So, geh da mal durch jetzt. Ah ja, genau so. Scheiße, ey Leute. Ich will eigentlich gar nicht Stress mit Frau Kirsche machen. Ich mag Frau Kirsche eigentlich, aber wir müssen jetzt wegballern. Wir müssen jetzt wirklich wegballern. Ich muss jetzt erstmal meine Schutzweste anziehen, dann gehen wir da jetzt rein. Blackjack? Ja, gute Bau. Kalle, das Ding ist, die waren nicht kooperativ, wir müssen da jetzt reinstürmen, wir müssen da jetzt jeden wegrotzen. Wir wollen erst für euch. Wir kommen erstmal zu euch. Alle, die rot angezogen sind von uns, sollen ihr Oberteil ausziehen, damit wir die noch erkennen. Sonst erkennen wir euch nicht mehr. Alle Oberteil aus, die rot sind. Ey, Paul Berger. Ja. Es gibt auch noch andere Routen, wir müssen nicht unbedingt die haben. Nein! Das geht jetzt ums Prinzip. Okay, Lieber sterbe ich beim Versuch, ich als mir irgendwie hier was sagen zu lassen. Okay. Ja gut. Ich lass mich doch nicht wie so ein Hund hier wegschicken. Ey Udo. Gleich geht's mein Junge. Schießer. Das wird nicht gut, denn... So. Von den Knälchen da oben mein Visier. Ja, ich... Hat jemand ein Scharfschützengewehr? Nein. Gerd muss sein. Vielleicht Gerd. Gerd hat eins. Im Kofferraum. Ja, die funken langsam durch jetzt. Sollen wir los? Genau, positioniert euch mal außen rum und nehmt jeder einen im Visier von da oben. Ich nehm den man von da sieht. Sobald der erste Schuss fällt, knallt ihr da alle ab. Ja, der Rote zieht Schutzwesten an. Jeder Schutzwesten anziehen. Haben die schon. Und der Rote zieht du dein Oberteil aus, weil ich hab keine Schutzwesten. Ja, dich ab. Ey, wie kann man Schutzwesten anziehen? Ich muss auch noch machen. F2, ne? Du musst deine dabei haben. Und dann einfach F2 anziehen. Auswählen. Einfach die Schultern werfen und das Klettern. Hat jemand eine Schutzweste für mich? Ich habe selber keine. Ich brauche auch eine. Nur Polizeischutzwesten. So, wichtig. Schutzwesten an, Jungs. Okay, jetzt wird's gleich ungemütlich. Ja, ihr könnt wie Männer sterben ohne Schutzweste. Ja, okay. Wer hat jetzt noch keine? Gerd, rüst du mal Leute mit Dingern aus. Ich hab keine.
Ich ja, Hände hoch, wer keine. Jetzt gibt's Schutz Action, Leute. Jetzt gibt's Action. Wir müssen ja, da das Ding einnehmen. Zufällig. Ist schade. Zufällig nicht. Zufällig. Nee. Schade. Ist schade. Ich mag Frau Kirsche mag ich ja eigentlich, aber vielleicht nehmen wir sie auch ja, nur als Geist. Ah, danke schön. Die wollen uns da nicht sammeln lassen. Das wird nicht gut enden. Dankeschön. Schießen wir die mal auf, ne? Ja, zum Glück kann ich gut schießen. Okay. Die waren da schon auch. So, was das Outfit hat echt Drip. Ja, komm nochmal ganz kurz. Komm nochmal ganz kurz. Sind die da alle drin, die sich verteilt haben? Ja. So, das ist ja auch alles lustig und so weiter. Aber irgendwo hört der Spaß auf. Wir müssen die anderen vorlaufen lassen. Wir sind, weißt du, wir müssen das ist die anderen das Kanonenfutter, die Anwärter vor, weißt du? Ja, klar. Wir können, wenn wir als Erster da reinlaufen, dann liegen wir. Ich will leben. Das Ding ist, ich will diesen Kampf auf keinen Fall verlieren. Ich will, dass wir eine vernünftige Strategie machen. Security-Chef, komm einmal her. Security-Chef. So, ist jetzt jeder, sind wir jetzt alle, die hier sind, oder haben es schon Leute verteilt? Nein, Leute haben sich schon verteilt. Ich hab dir schon gesagt, die sollen in den CC. Yoshi, pass auf, einer hat ja noch sollen zurückkommen. Sag dir mal, die sollen zurückkommen. Ja, habt ihr immer noch ein SMG? Jeder zurück. Ja, alle herkommen. Ich will, dass wir alle jetzt mal hier sind. Wir müssen uns jetzt machen das auf jeden Fall so, Yoshi. Ja. Einer soll mit dem Auto gleich an den roten Autos vorbeifahren und allen roten Autos Platten schießen, dass sie auch wirklich nicht wegkommen. Das geht gerade nicht, weil wir sind gerade hier quasi in einem Fight. Also wir können jetzt nicht zum Anwesen kommen. Ja, geht jetzt nicht. Sag, alle herkommen. Alle, wir brauchen alle Leute hier bei uns. Wir brauchen alle Leute hier hinten. Haben wir ein Scharfschützengewehr? Nee, sowas haben wir nicht. Schade. Also ihr kommt auch mal her. Und wir müssen schaffen, jemanden den Schusscode zu drücken. Haben wir schon, ist schon. Herr Berger, wo sind wir gerade? Wir sind bei Chemicals, bei Chemie. Okay, wir sind bei Chemikalien. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kommt mal alle her. Über 10 Leute. Wir müssen, was hat irgendjemand schon mal so einen Krieg geführt? Hat jemand eine Strategie, wie wir das am Ding am besten einnehmen? Ich habe eine Strategie. Okay, was ist dein Plan? Also mein Plan ist, wir verteilen uns über die verschiedenen Straßen. Also wir verteilen uns hier, weil hier haben wir eine perfekte Lage. Also ich bin der mit dem Finger oben. Ja, ja. Wir verteilen uns am besten hier bei den Containern. Da haben wir am besten auch eine gute Sichtweise auf die oben stehen. Ja. Wenn die oben weg sind, dann werden wir rein. Wir brauchen hier Verstärkung. Und jeder soll sich hinter etwas verstecken, nicht frei rumlaufen. Und Notfallplan ist, ich würde noch keine zwei Leute also, ungefähr pass auf die Paul andere Berger, Straßenseite packen. Paul Berger, Udo und ich, wir stehen ganz hinten, ja? Und ihr rennt vor und ihr erledigt die Sache, ja? Und wir brauchen wirklich Leute, die gut schießen können. Nein, wir gehen auch mit. Sollen wir vielleicht noch zwei auf euch aufpassen, auf euch zwei? Nein, das ist okay. Herr Berger, die hören. Ja. Herr Berger, die hören nicht auf uns im Funk. Die ja, sagen wir die ganze mach Zeit Funk immer aus, mach Funk, ja, mach Funk Verstärkung. Aus. Dann schon. Einer ist noch Verstärkung da sind sie halt jetzt mal eine andere Frage. Gibt es noch einen anderen Weg da hoch oder nur dieser Nein, eine? Nur diese eine. Okay. Wir müssen aufpassen. Wir müssen versuchen, auf Distanz schon welche wegzuschießen. Lass mit Pistole. Guck mal, mit Pistole kann man doch gut snipen, oder? Da hat man doch bessere Dinge. Ja, so, dann. Besser. Also, wir gehen jetzt hinter die Autos und ich will, dass jeder, alle immer drei Leute oder so, gehen auf irgendwie einen. Also, jeder drei verteilen sich immer so auf einen. Und dann tun wir Headshots verteilen. Lass schon mal welche wegschießen. Dann rushen wir da hoch und knallen jeden weg. Jo. Jemand kann wieder erst mit mir kommen. Dann kommt. Los geht's. Warte. Die Leute, die sich schon verteilt haben, denen habe ich genau dasselbe gesagt. Ja, sobald ein Schuss fällt, schießen dann auf die da oben stehen. Knallt einfach alles weg. Keine Fragen mehr, los geht's. Jetzt keine Fragen. Ab dem ersten Schuss Los geht's. Okay, warte, erst ab dem ersten Schuss verteilt euch ringsrum. Ab dem ersten Schuss erst schießen. Ist alles schon. Die Idee, hinter die Autos zu gehen. Sie können auch jetzt hier los. Die schießen! Los! So, Udo, jetzt geht's los. Und immer rauf auf die. Oh, jo. Jawohl. Knallt die weg! Los! Feuer! Zeig denen, wer die Einbruchbrüder sind! Scheiß, klopp ich die alle weg, du! Scheiß drauf, wer die Einbruchbrüder sind! Komm, Jungs! Das sind die Einbruchbrüder! Kleinen Hunde, Alter! So, Udo, komm, wir gehen jetzt rein hier, komm! Komm, vorpushen, Jungs! Vorpushen, Jungs! Los! Knallt die weg! Knallt die alle oben weg! Einfach jetzt! Ich bin rein, okay, jetzt. Los! Pushen! Los, Jungs! Pushen! Push! Stürm! Komm! Jetzt alle pushen, los! Jammer.
Ihr müsst ziehen und durchlaufen. Zielen ja, genau und ziehen und durchlaufen. Ziehen ja, und durchlaufen. Geht doch mal jetzt weg. Grid, hoch, hoch, hoch. Komm, komm. Das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm. Nein, 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 nein. Los, 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 los. Ja, okay, das ist doch dumm. Okay, okay, Entdeckung. Fuck. Hier liegen zu viele Leichen. Nein. Berger, das ist dumm. Nein. Runter, runter, runter. Hab ihn, Scheiße. Der Dings ist down. Ich hab einen. Digga, das. Ist die Lage clean? Ist die Lage clean? Clean. Nee, 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 nee. Unten, unten sind noch, es sind noch drei Stück, drei, vier oder so sind noch unten. Wartet, ja, wartet. Die kriegen wir, die kriegen wir. Ich sehe sie, ich habe ein Sichtfeld auf die. Ja. Da oben aus. Das sind noch drei Leute. Von außen, von außen. Die schießen von unten auf uns. Chill, 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 chill. Die schießen aus dem toten Winkel von uns, schießen die. Mich hat's erwischt. Ich weiß nicht, ob meine Jungs das noch schaffen. Warte. Lauf mal weiter hoch. Nein, 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 weiter hoch ist dumm. Zeig kein Kopf, da kommen Leute, da kommen Leute, die Treppe hoch. Treppe hoch, komm. Scheiße, runter. Runter, runter, runter. Ja, wir müssen. Ja, okay. Die kommen. Runter, kann runter. Ich kann mich nicht bereifen. Scheiße, Mann. Ey, ich sag mal bitte viele. Ungefähr, wie viele sind. Ey, Leute, bei mir noch welche. Wir sind zu wenig. Wir müssen aufgeben. Ey, Jungs, die Hardscope. Dings liegt auf. Pass auf, nein, nein. Oh mein Gott. Bin tot. Berger? Gut. Ja, ich hab's nicht gesehen. Scheiße, Alter, wie schnell ich auch tot war, ne? Ey, Revive 2, achso. Oh nein. Nee, geht nicht. Der hier, ich glaub, alle der erledigt. Herr Berger ist nicht mehr da. Ja, da liegt der Herrn Berger. Geht mal schnell den Herrn Berger suchen. Ja, pass auf. Okay, die haben wir, okay. Verdammt. Wollen wir hochgehen? Der trägt mich. Haben sie den Herrn Berger? Okay, ja, okay, ja, komm, ich hab wir den. Fahren direkt zum Ende. Der trägt mich, ja, der warte, ich muss erstmal durchkommen. Scheiße, ey. Wir haben verkackt. Verdammt. Ey, da sind noch welche, ich muss aufpassen. Ja, ich versuche hier gerade noch den... Da sind noch welche, hinter den roten Autos. Hinter den roten Autos sind welche, nein, nein, das war ich. Da sind noch welche, glaub mir, da sind noch welche. Scheiße. Soll ich... Wir haben einfach verkackt, Mann. Soll ich mit ihnen fahren? Erleg den. Hab ihn. Es waren zu viele. Keine Munition mehr. Es waren zu viele. Ey, diese kleinen Hunde. Bist du Medic? Gerd, der Ehrenmann, trägt mich. Gerd, der Ehrenmann, trägt mich. Ja, schnell zum Medic. Warte. Er hat Auto von los, 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 los. Er hat Auto Medic, von los, komm rein. Los. Oh Gott. Los, markieren Sie mal schnell. Er hat Auto von mir geklaut. Markiert einer mal schnell. Ich glaube, wir fahren in die falsche Richtung. Wir bringen jetzt den Herrn Berger zum Medic. Scheiße, Mann. Ey, verdammt, Mann. Das war einfach mit der Treppe alles zu eng, glaube ich. Da waren ja, die Hunde dann oben. Da sind dann, glaube ich, nur noch zwei. Ja, Udo mit. Direkt zum Medic fahren. Das ist ganz, ganz schwierig einzunehmen. Ich will das einnehmen. Das ist einfach Ehrensache. Vorsicht. Wow. Nächstes Mal. Oh, Scheiße. Was hat der denn hier? Okay, weiter geht's. Ey, nächstes Mal fliege ich mit dem Medic rein. So ein Ding ist das. Die Bremse unter Kacke. Wenn du so weiter fährst, ist er morgen noch nicht da. Fährt der denn hier? Verdammt, ey, warum? Ey, warum habt ihr nicht auf den. Ey, das gibt das Hagel gleich Kündigung. Wieso habt ihr nicht auf den aufgepasst? Ich hab oben auf den aufgepasst, ich war ja, vor dem. Ja, der ist schwer verletzt, blutet hier. Warum passt ihr denn nicht auf? Da, stopp! Fahr dem hinterher! Die verfolgen uns, ich glaub, das ist ein Medic. Das sind unsere hier vor uns, das sind unsere. Alter, wie das rumbackt. Fahr dem Medic hinterher. Da kommt ein Helikopter vom Medic. Okay. Der soll direkt Herrn Berger helfen. Einfach nur Revive. Also, ja, gut, hab ich falsch den Code. Wenn er nicht Herrn Berger hilft, dann. Medic, bitte schnell. Medic, oh. Sorry, Gerd. Medic, helfen Sie dem Herrn Berger. Ich sehe den im schwarzen Anzug. Helfen Sie dem Herrn Berger. Hä? Und dem Herrn Burnstrup auch. Und dem Herrn Udo. Udo, halt durch. Ja, Medic, Kollege. Halt durch, alter Kumpel. Wir haben hier durchgefunkt, also bitte. Lass nicht los, okay. Warten Sie sich daran. Nicht ein. Ja, ich hab doch als erster durchgefunkt, dass ich hierher fahre. Haben Sie nicht, haben Sie nicht. Natürlich, ich hab gesagt, ich fahr zum Stil. Ja, egal. Herr Berger, geht's Ihnen ja, gut? Ja, ich bin wieder bei mir, ja, danke. Ja, ich fahr weg. Ich klär das mit dem Chief jetzt. Danke, Medix, danke. Jungs, ich geh nochmal hoch, hier gucken, ob da noch was... Scheiße, Mann. Ey, der Bunstrup liegt noch da. Udo. Ja. Jungs, ich hol den hoch. Scheiße, ey, was war das, Mann? Ey, Gerd. Entschuldigung? Ey, Jungs, das ist ja los. Gerd. Meinst du, wir sollen nochmal einen Versuch starten, da reinzukommen?
Wir haben alle drinnen. Haben sie ihn gerade wiederbelebt? Haben wir alle. Sind wir drin? Haben alle. Drin ist alle. Alter, okay, dann lass reingehen. Die Leute sammeln. Kommen Sie mit, Herr. Also war es nicht umsonst. Habe ich mir nicht umsonst. Habe ich mir nicht umsonst. Aber vorher als noch welche reingegangen sind. Ja, komm. Ich kann da eh gerade keine Waffen benutzen. Oh mein Gott. Ey, Jungs, ihr seid stabil, ihr habt's geschafft. Ja, nee, Berger, ich bin, hab nur Gerd beschützt und bin dann zu direkt mit Gerd. Ey, da sind ja noch welche. Die ergeben sich. Ah, sehr gut. Dann Dings, der oben mit der Maske ist voll. Ich kann hier nicht durchgehen. Ja, du musst Waffe ziehen, mit Waffe. Mit Waffe muss man hier zielen, durchgehen. Zielen. Ja, okay, perfekt, dankeschön. Meiner wird schon. Ey, das Ding ist, ich kann halt keine Waffe gerade rausnehmen. Ja, versuch zu springen. Okay. Muss auch hochspringen. Ah ja. So, jetzt haben wir hier also Geiseln. Das ist eine Geisel. Die können wir gut noch hier benutzen. Oh, alles gut. Herr Paulberger. Ah. Situation geregelt. Sehr gut. Aber ey, zieh mal bitte deine Maske ab, wenn du mit uns machst, ja? Wir sind ja nicht irgendwie so Shakusa-Idioten, die Maske an. Ja. Ja, alles gut. So, wer ist denn hier die nette Dame? Ich heiße Hanna Beuker. Hanna Beuker. Hallo Frau Beuker, guten Tag. Hat es meine Freundin, die Frau Kirsche, nicht überlebt? Ziehen Sie auf die Treppe, vielleicht kommen dann noch Verstärkung. Udo hat Frau Kirsche erledigt. Sehr schade. Ich habe noch gesagt, sie soll die Hände hochnehmen. Ja, Jungs, keiner kommt. Genau, drei Leute gehen erstmal hoch und gucken, ob die wieder kommen, ja? Drei Leute hoch. Dürfen die gar nicht. Egal, trotzdem gucken. Ich habe vier Leute geholt. So. Ich habe die zwei Donuts. Gehen Sie mal hoch. Geh mal hoch, gucken. Alles gut, mach ich. So. Also, wie war nochmal dein Name? Hanna Beuker. Ich will ja nicht sagen, ich habe euch vorgewarnt. Ja, ich hab's mitbekommen. Ja, also wo ist denn das Problem? Wir hätten hier kurz unsere Route gemacht und wären weggefahren. Das hab ja nicht ich zu entscheiden, sondern unser Don. Wer ist denn der Don? Wer trifft denn die Entscheidung? Weil ich habe nur mit der Frau Kirsche geredet. Ja, unser Don liegt da oben, tot. Ja, sehr gut, ich merke schon, der hat richtig viel zu melden. Ja, schade. Nee, gut, dann... Wie gesagt, wir haben uns ergeben. Ja, ey, euch wird nichts passieren, ist ja alles cool. Euch wird nichts passieren. So, ihr habt ja nur auf euren Anführer gehört, ne? Ja, das Ding ist auch, ich will ja gar keinen Streit haben. So, ich will einfach nur hier mein Geld machen. Meine Angestellten müssen auch hier Brot verdienen, so, ne? Und, ja, verstehe ich. Am Ende des Tages bin ich viel zu faul, um Krieg zu führen. Ich bin Rentner, so. Ich habe darauf gar keinen Bock. Wir können es ja so machen, du kannst ja mal deinem Don Bescheid geben, dass wir mal ein Treffen machen. Weil dann, ich will dem einfach nur ein Angebot unterbreiten, dass ich einfach nur regelmäßig hier mal meine Drogen machen will und dann hau ich auch schon wieder ab. Mehr will ich gar nicht machen. Ich werde mal mit ihm sprechen. Genau, kannst ihm sagen. Wir werden dich auch nicht als Geisel oder so irgendeine Scheiße nehmen. So, ne? Du kannst hier bleiben, kannst mit den Leuten reden. Wir kommen dann demnächst. Oder weißt du, wo unser Anwesen ist? Nee, das weiß ich nicht. Gerd! Gerd, komm Herr mal Berger. Kurz. Ja, was los? Wir könnten ja theoretisch eine Geisel mitnehmen, dann können wir mit denen verhandeln. Nein, machen wir nicht, Mann. Machen wir nicht, die sollen hier einfach abhauen. Machen wir nicht. Ah, einfach alle wegschicken. Hat unser Anwesen einen Namen? Anwesen? Ein Postleitzahl. Eine Zahl, würde ja, mir 6027. Ja. Die 6027. Genau, ja. Genau. Wenn dein, oben in der Ecke schon grün, eigentlich. Ja. Aber Männer, ich hab keinen Ballermann mehr, ich hab den verloren. Oh, warte mal, ja, ich geb so, dir auf den. Jeden Fall, wenn deine Leute wieder hier sind, dann kommt ihr mal bei uns vorbei. Ja, Udo, bist ja auch wieder auf dem Ball. Okay, ja klar, perfekt. Wieder fit. Dann, also die Einbruchbrüder, wir suchen auch noch nach Mitstreiterinnen, ne? Auch, ne? Hm? Wir sind die Einbruchbrüder und Schwestern auch. Einmal Yakuza, immer Yakuza, ne? Ja, wenn du natürlich ein Verlierer sein willst, dann ist das ja deine Sache. Alles gut, ne? Ich finde das gut, Gerd. Ich finde die Einstellung gut. Die ist loyal, finde ich gut, soll da bleiben. Ja gut, sollen wir jetzt hier ein bisschen noch Geld machen oder was? Ja, ich würde sagen. Wir fahren mit Udo zurück zum Anwesen, weil da auch Stress war und die anderen sammeln hier. Yoshi regelt das mit denen. Okay, dann lass den Security-Chef hier bei mir und ein paar Leute und dann machen wir das hier. Gerd, ich würde sagen, Männer ich fahre mit ihnen. Nee, ja, du bleibst auch hier, bitte. Ah, okay, ich bleib hier bei Herrn Berger. So, hier soll ich hochgehen, beschützen oder soll ich hier unten mitnehmen? Du bleibst hier bei mir. Ja, okay, perfekt. Ja, kannst du mitnehmen. Du kriegst die Waffe nicht aufgehoben, du. Jetzt geht's. Okay, ja, wie können wir dann jetzt hier Drogen farmen? Ich glaube da hinten an dem Rohr. So, komm, lass mal Geld machen jetzt hier. Ja, hier geht es. Hol am besten, jeder macht hier die Taschen voll. Diese Route gehört dir nicht. Das geht nicht gerade bei mir. Du hast die Route vor kurzem... Achso, ja. Ich musste eine Minute abwarten gerade. Ich muss auch eine Minute warten. Steht da, diese Route gehört Yakuza, verschwindet oder fort. Ja, wir haben die doch vertrieben hier. Warte. Ey, Gerd! Warte. Ey, die kriegt mich. Hilfe. Warte, ey!
Ich frag mal kurz durch, ob noch Stress am Anwesen ist. Ey, warum trägst du... Moment. Lass mich... So, oh, los, ja, lass mich los, Mann. Ich bring ihn den Herrn Hansen, ne? Ah ja, danke. Woher kennen Sie meinen Namen, Frau Boyka? Ich schicke jetzt die Anwärter rein, die können dann schon mal... eben schon mehrmals sammeln, gesagt. Ja. Ich kümmere mich um die Roten. So, wollen wir los? Ja, das Ding ist, wir können hier nichts farmen, weil das... Doch, doch, Yoshi regelt das mit denen. Yoshi macht das mit denen gleich. Okay, soll ich sie bewachen, oder? Nein, alles gut. Ich glaube, da am Anwesen ist wieder was passiert, ja, keiner antwortet. Wir gehen da gleich hin. Aber ich will, dass sich jeder... Ihr holt jetzt Chemikalien hier. Jeder macht jetzt hier noch die Tascheneimer voll, ja? Yoshi regelt das mit euch, der kommt jetzt gleich zu euch. Männer, ist meine Ballermann, ich komme nicht an meinen Ballermann. Ach so, ich weiß. Das ist, weil du gerade gestorben bist. Ja, weil du verarztet wurdest. Du musst kurz warten, dauert 5 bis 10 Minuten, bis er verletzt, weißt du. Ich kann hier nicht sammeln. Ja, müsst kurz warten. Regeln das jetzt. Er muss wiederbelebt werden, einer am Anwesen. Ja, wir gehen ja gleich zum Anwesen, alles gut. Herr Berger? Ja. Ich glaube, ich weiß auch, wo die Weed-Route von der Grove ist. Ja, aber scheiß drauf, wir machen das hier jetzt. Das ist eh besser bezahlt. Okay. Herr Berger? Ja. Anscheinend wurde auch der Aventador geklaut. Und der Heli auch, ja. Und der Heli auch, genau. Unser Heli wurde uns geklaut. Also bist du wieder am Leben? Kommen, wir fahren zurück. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Aber das Wichtigste ist, dass jetzt hier jeder erstmal die Taschen mit dem Zeug voll macht, damit das Ganze hier nicht unnötig war, ne? Jo. Also bei mir steht, die Route gehört dir nicht. Erober sie zurück. Das kommt gleich. Gerd, wie sieht's aus mit der Route? Ja, das macht ja auch hier mit denen. Wir, Herr Berger, hat Anwesen, gesagt, wir holen uns das zurück, alles gut. Okay, ich komm. Pass auf, Jungs, bleibt immer kurz hier, checkt mal, ob ihr euch gleich die Taschen voll machen könnt. Das müsste gleich funktionieren. Ich muss irgendwas checken. Jupp. So, Jungs, wir müssen jetzt hier mal... Gerd, ich bin auf dem Weg zur G-Klasse. Ja, wir sind da. Ich kümmere mich darum, dass sie sich verpissen. Der Rest kann jetzt schon mal reingehen und fahren. So, wir müssen schnell los jetzt. Müssen wir zum Anwesen? Ja, da, die Leute antworten nicht mehr im Anwesen. Da scheint was passiert zu sein. Scheiße, ja. Ich habe jetzt die meisten Leute aber hier gelassen, damit die sich die Taschen noch voll machen. Ja, ist ja auch gut so, alles gut. Aber geht das gleich, weil da stand die ganze Zeit noch das Chakusa. Ja, Yoshi regelt das jetzt. Deswegen soll Yoshi das mit denen regeln. Okay, gut. Ja, dass das einfach nicht umsonst war, weißt du, damit die ein bisschen Gewinn machen können und so. Gewinn machen die, ja. Das ist wichtig. Und auch die täglichen 10.000 kriegen die auch. Ja, das kriegen die. Wenn die Chemikalien dann abgeben dafür. Achso, hier ist Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, klar, die müssen ja auch was reinholen für die. Aber warte mal, hier links ist der Gebrauchtwagenmarkt. Ah. Hier können Leute ihre Autos hinstellen, die bleiben da auch stehen, bis das halt gekauft ist, das Auto. Ah, cool. Die Preise stehen an den Autos dran. Also, wenn du irgendwann mal auf Shoppingtour gehen willst, kann man hier geile, auf jeden Fall geile mal Sache, kommen. Geile Sache. Mensch, was sagt der? Bin ich noch fit auf die Beine? Ja, natürlich. Das war super. Er hat Frau Kirsche erledigt. Geil. Die hätte ich gern gegeißelt, die Frau Kirsche. Ja, die ist vor uns weggelaufen. Ich habe noch gesagt, Hände hoch oder wir schießen. Dann hat sie sich umgedreht, die Waffe gezogen und hat Udo mein Leben gerettet und heldenhaft auf sie geschossen. Stark. Ein paar Leute kommen rein, tragen ihre Leichenfreunde raus und dann... Sehr gut. Irgendwie Jungs haben mir auch gerade erzählt, dass da der Heli auch wohl geklaut wurde bei uns auf dem Anwesen und so. Heli wurde geklaut. Ja, irgendwie da war richtig Action oder sowas, wenn ich da war. Keine Ahnung, irgendwie die haben uns Autos, Helis, alles geklaut oder so. Ich weiß gar nicht. Boah, wenn meine Autos weg sind, dann. Die haben gesagt, der Aventador wurde geklaut. Das ist mein Aventador? Ja. Noch nicht. Das gibt schon wieder Rache jetzt hier. Mich würde halt mal wissen, wer das ist. Denn? Das sind halt irgendwelche Hunde, die halt. Du Berger, was? Warum fliege ich denn hier raus? Was machst du? Ey, ich fliege auf einmal aus dem Auto raus, warte kurz. Ja, du die Schutzweste angezogen hast. Ja, warum fliegt man denn dann aus dem Auto raus? Ja, weiß ich auch nicht. Merkst du selbst. Du bist wohl gegengekommen in die Tür. So, warte, eben. So. King Karl, Dankeschön für Ehrenmann. Kuss. Ja, Leute, Udo, 7600 Likes, lasst mal ein Like da. Zur Polizei dann, zum ne? Supporten, ihr wisst Bescheid. Nee, ich sag nix. Ich sag gar nichts. Nein. Ich sag dir echt, du hast Frau Kirsche ermordet. Ich bring dich vor Gericht, wenn du das der Polizei sagst. Du bist jetzt mit dabei. Nee, ich sag gar nichts. Aber ganz ehrlich, Frau Kirsche ist auch selbst schuld, dass sie einfach nicht bei uns mitmacht. Und ich sag noch, Frau Kirsche, Abstand. Abstand, Frau Kirsche. Ja, hat er so gesagt. Hast du gut gemacht. David, danke schön. Er hat gesagt, ich möchte sie jetzt hier nicht erledigen, aber wenn sie jetzt eine Waffe ziehen, erledige ich sie. Dann hat sie eine Waffe gezogen. Ja. Ja.
Schade. Dann alles dreimal habe ich ermahnt. Dreimal. Dann alles richtig gemacht, Udo. Danke, danke. Hör mal, kannst du mich ruhig duzen auch, ne? Ich bin auch schon einen Tag älter, dann bietet man halt gerne mal an, aber du kannst ruhig du sagen auch, ne? Okay, mach ich. Danke. King Karl, ja, danke nochmal für den Guck mal hier, Polizei hat hier abgesperrt. Ja. Da stehen seine Autos. Wer ist das denn hier? Das ist der Nachbar. Das wurde wahrscheinlich ja alles konfisziert oder ich weiß nicht, weil die Autos kommen ja so nicht mehr runter vom Anwesen hier, von seinem Haus. Wer ist denn unser Nachbar? Ich höre nur die ganze Zeit, dass der krasse Autos hat, Heli, ich weiß gar nicht. Und einen goldenen Helikopter. Wie kann das sein, dass sich so einer, so ein Schmalspur-Nachbar hier, so einen Helikopter leisten kann? Ja, oder den klaut. Das frage ich mich auch schon wieder. Jetzt müssen wir gucken, was hier jetzt abgeht. Vor allem mit so einer Pimmelbude, das ist ja peinlich, da in das Haus. Ja, könnt ihr die Waffen jetzt rausholen? Ja, lass direkt Waffen ziehen. Welcher Hund geht in meinen Garten? Okay. Bist du im Funk drinne, Paul? Da ist oben jemand auf dem Dach. Bist du im Funk drinne, Berger? Ja, da ist oben jemand auf dem Dach. Ja, einer ist auf dem Dach bei uns im Anwesen. Ist das, gehört der zu uns? Der hat ein Rot, das könnte unser Anwärter sein. Der steht hier. Jetzt noch die Unterstützung, dann komme ich noch hoch. Ja, komm mal zum Anwesen, aber alleine bitte. Ey, du da oben. Ey, der auf dem Dach, komm mal runter, ey. Ich bleib mal hier am Pool und guck mir alle an hier, ne? Wo ist der Helikopter? Wo ist mein... Dankeschön, David. Kuss für den 20. Also auf den Server Leute, kannst du immer draufschauen. Kann jeder mitspielen. Ich wurde von hinten, wurde ich mit dem Baseballschläger überfallen. Das hab ich nicht gefragt. Ich hab gefragt, wie die aussahen, Freundchen. Die hatten schwarze Weste an, die hatten komplett schwarze Sachen. Hat jemand auch so eine blaue Weste an? Ich weiß ja, das ist, hatten das die so, ist eine, halt. So einen Melonenhut auf, so einen komischen Mafia-Hut? Also, es hatten drei Leute irgendwie so komische Masken auf. Einer hat die versammeln sich welche, ey, komm mal schnell. Okay, alles da. Hast du noch eine Waffe? Hast du eine Pistole? Ich hab eine Baseballschläger nur. Ah, scheiße, okay. Komm einfach mit. Wo bist du? Mal mein Fernglas raus. Was sind das da unten? Was ist das denn? Das ist ein Lambo. Ey, Kalle, bist du das im Lamborghini? Nein. Hier kommt ein roter Lamborghini zum Anwesen. Ist das nicht dieser Nachbar? Yoshi, bist du das im Lambo? Nein, ich stehe noch bei Chemie. Hey, hallo. Ich hab gesagt, ich komme, ich bin mit Guten Tag, Herr. Wer bist du? Ich bin's, der Chief wieder. Der Chief? Chief of Police. Ich wollte nur sagen, das waren solche in gelben Autos. Die haben sogar dein Auto, den Helikopter geklaut. Ach, das hast du mitbekommen? Ja, ich stand da hinten auf dem Dach sogar. Ja, warum macht denn da die Polizei nichts, wenn mir Sachen geklaut werden? Hab's durchgefunkt, aber wie sollen die jetzt einen Helikopter so schnell hinterher? Ach, scheiße, ey. Die suchen den jetzt und die gelben Autos suchen die auch. Aber hör mal hier, Chief of Police, Lambo läuft gut, der Polizei. Ja, muss doch. Oder sind sie auch ein bisschen bestechlich? Also bestechlich nicht, sowas auch nicht, also bitte. Na gut, okay, schade. Können ja noch mal drüber reden, wenn sie ihre Meinung ändern. Ja, man wohnt ja nicht weit weg. Genau. Ach so, Sie sind der Nachbar. Ja, wer weiß, finden Sie das irgendwo mal raus. Nein. Schönen Tag noch. Tschüss. Einer, der hier angegriffen hat, sah ungefähr so aus. Also ich glaube auch, das waren die Nachbarn. Von den Leuten, die jetzt gerade beim Drogending mit dabei waren, hat irgendjemand da Drogen jetzt mitgenommen? Nee. Nein, wir sollten direkt mitkommen. Also uns wurde gesagt, wir sollen einsteigen. Scheiße, ey, wir müssen uns noch die Taschen da voll machen, dass sich das gelohnt hat. Das war der Nachbar. Ja, dann wollen wir nochmal einfahren? Ja, warte, müssen wir gleich machen. Ja, Gerd, dachte ich mir schon. Ey, Gerd, jetzt hat noch niemand Drogen mitgenommen. Wir müssen da nochmal zurück. Nee, die Drogen, dann die sammeln die da jetzt. Also wir sollten schon einen Funk zusammen haben. Das war gerade eben. Ja, aber keiner unserer Anwärter hat jetzt irgendwas gehabt davon, weißt du? Dann lass wir mal wenigstens. Doch, haben die. Die sind doch alle noch da, die sammeln ja, gerade. Ja, dann lass uns mal einen Funk machen. Okay. Ja, ein paar sind hier, die haben jetzt noch nichts gemeint. Wo bist du denn? Ja, warum sind die denn hier? Warum fahren die denn hierher? Ja, warte. Die waren schon vorne rein. Ich schick die jetzt alle dahin. Dann schick die alle dahin zur Chemikalien. Ey, Anwärter! David, dankeschön, danke. Ey, Anwärter, alle Anwärter mal zu mir. Alle Anwärter zu mir. Komm. Anna Kirsche.
Anna, du hast einfach für die Falschen entschieden, sorry. Was? Das war so. Unser altes. Angels, wir wollen hier kurz das Auto empacken und wiederholen. Und warum wollt ihr es? Ich könnte ja auch woanders machen. Wer seid ihr denn? Hier ist die nächste Garage. Nein, ihr fahrt woanders hin. Fahrt woanders hin. Okay. Also echt. Dass die immer denken, die können hier hin. Ist doch kein Auto aus hier. Ja, Mann. Ich hab euch die ganze Zeit gesucht, Alter. Ich wusste gar nicht mehr, wo ihr seid, Mann. Ey, an alle Anwärter, ihr könnt, oder jeder, der jetzt noch Drogen holen will, geht mal da jetzt hin, weil jetzt geht das wieder. Ihr könnt da jetzt Drogen fahren. Ich hab kein Auto. Also wir haben ja jetzt mittlerweile schon ein Kilo, sagen wir euch mal unterstützen. Die haben da jetzt schon ein Kilo, sagen die. Ja komm, dann alle Anwärter, geht da mal hin, holt euch Drogen und holt die mal alle hierher. Dann kriegt ihr eure heutige Bezahlung, ja? Alle dahin. Du fährst auch hin, ne? Ich komm gleich nach. Geht da schon mal Sachen holen. Packt alle Taschen voll. So, sehr gut. Wo ist denn jetzt der Gerd? Gerd, wo bist du? Hansen ist gerade rein, sich was zu trinken holen. Ah, okay. Ach. Du bist eine Einbruchschwester, Frau Kirschen. Ja, weißt du was, dann würde ich sagen, lass da auch nochmal hincruisen und auch nochmal gucken, dass die da alle ihre Taschen voll machen. Jo. Ja, die sollen ja auch was davon haben, ne? Kommst. Kalle, komm mit mir, Kalle. Ordnungsamt. Ja, dein Lambo steht noch unten, ne? Wie? Ja, dein Lambo steht noch unten. Du bist mit der G-Klasse hochgefahren. Mal kurz warten, bis Hansen da ist. Scheiße. Da ist er wieder. Aufgeschossen, weil das könnte ich dann vor das Ding stellen, dann könnte ich aufs Dach. Ganz kurz, meine Junge, ich hab gerade. Was hast du denn da für ein Kabel in der Hand? Was willst du denn da machen? Gerd. Ja. Kannst du deine G-Klasse wieder hinstellen, weil dann können wir oben aufs Dach wieder drauf. Ey, Gerd, wir müssen mal alle wieder zur Farmstelle zurück. Ja, können wir. Kannst du mir mal ein Auto aufschließen, weil meins ist nicht mehr hier? Ja, kommt mit. Dein steht noch da, Herr Berger. Wo denn? Ah, ja, da noch bei Farmstelle. So, komm, alle jetzt zur Farmstelle zurück. Jeder Taschen voll machen, komm. Darf ich mitfahren? Ja, wenn noch Platz ist. Ist kein Platz. Ah, scheiße. Dann nimm mal auf dem Motorrad, da, frag den Motorradtypen. Ah. Was ist denn da bei den Chemikalien? Ja, ich will jetzt gucken, dass da jeder seine Taschen voll macht. Ja, Yoshi regelt das mit denen. Die fahren zusammen, also ich erkläre dir das. Ja. Die sind nicht in der Fraktion quasi drin. Also Yoshi fährt mit denen zum Hub, erstellt eine Fraktion, nennt die Einbruchbrüder und lädt die dazu ein und dann können die da auch sammeln. Ah, okay. Aber habt ihr das noch gar nicht gemacht oder was? Nein, weil immer nur eine Fraktion zur Zeit sammeln kann. Herr Berger, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Brauchen Sie Hilfe oder sollen wir hier weiter? Nee, alles läuft. Alles bestens, alles super. Also sollen wir lieber Geld verdienen. Ja, holt Geld dran. Ja, alles klar, machen wir. Okay. Dann lass das trotzdem noch einmal hinfahren, weil mein Lambo steht da eh noch. Okay. F an Frau Kirsche Live-Chat. F an Frau Kirsche. So, geht sofort los. Wir fahren jetzt direkt hin. Wollen wir jetzt Drogen kaufen oder was? Nee, wir fahren kurz und gucken, ob da alles läuft. Wir gucken, ob da alles läuft und dann können wir denen ja noch ihre heutige Bezahlung geben. Ne? Dass sie gut für uns gearbeitet haben. Weil das soll sich hier herumsprechen, dass die Einbruchbrüder gut bezahlen. So. Ja gut, Max, zur Not wird das kein Problem. Ich kann das heutige Geld auch vor dir vorstrecken. Ja, aber das ist ja voll viel. Das sind ja, werden ja 100.000 Euro, müsst ihr ja vorstrecken. Boah, Euro? Okay, wo will er die Euro denn herkriegen? Dollars. Ach, okay. Dollar, also. Kann ich mir leisten. Bist du reich, oder was? Bei Black Kalle läuft. Black Kalle. Fährst du denn hin? Du fährst doch nicht nach Mann. Nee, ich fahre gleich die Autobahn, das geht schneller. Ja, gut. Aber ich sag euch, das ist zu krass. Also 15 Minuten am Anfang kurz ruhig und ab dann wirklich bam. Ja, also war wirklich krass jetzt auch. Es kommt mir auch vor, als wären wir erst vor 10 Minuten im Haus gewesen und diese Kisten geöffnet. Ja, das ist schon eine Stunde her. Ist wirklich krass, wie die Zeit verfliegt. Das also Ding ein paar ist, Kisten machen wir aber noch heute. Aber jetzt, ich wollte gleich schlafen gehen. Ja, aber um 10 könnte man auch nochmal hinterher schießen.
Ja, komm. Am Ende machen wir nochmal ein paar Packs auf. Jetzt verstehe ich aber auch, warum die Yakuza nicht sich mit uns abwechseln wollten. Ja, weil es kann immer nur eine, genau. Ich verstehe. Wenn eine andere hinkommt, fliegen die anderen quasi raus und können nichts mehr sammeln. Deswegen ist hier auch so viel Krieg immer. Dann haben wir das ja jetzt quasi übernommen, oder was? Wenn nur bis einer von denen hinkommt. Ja, wir werden das jetzt nicht lang halten können, wenn das da von denen der Mainspot ist, aber wir müssen halt ein bisschen Geld ranholen für die Mafia, ne? Ist wichtig. Die sollen sich alle ihre Taschen vollpacken, das abgeben und dann kriegen die ihr Gehalt von uns. Ja. Wir machen richtig dick auch Gewinn dann, wenn jeder von denen nur 10.000 bekommt. Ja klar, das ist ja der Sinn von der Mafia, ne? Die müssen ja, die kriegen Fakesgehalt, aber bringen uns mehr rein. Sind ja unsere Läufer. Aktionskasse muss ja auch gefüllt werden. Wo ist denn der Lambo? Warte mal. Der stand da eigentlich. Ey, die haben mein Lambo geklaut! Der ist nicht mehr da, wir fahren dahin. Irgendjemand hat mein Lambo geklaut. Nee, dann der ist weg. Egal, lass mal da oben reingucken, gucken, ob es bei denen alles läuft da. Okay, wer ist das, einer von uns? Hallo? Hallo? Hi. Ich habe Polizeiauto geklaut. Boah, ich dachte gerade, die Polizei kommt. Wir haben ein Problem. Wir waren so schnell, Taschen waren voll. Wir haben das in Mercedes gepackt jetzt und die fahren die Fuhre schon mal zum Anwesen. Die packen das schon mal in Safe. Ah, okay. Ja gut, das ist aber gut. Die da also wir können das jetzt auch noch hier hinstellen, die kommen vielleicht wieder, aber ist halt voll gewesen, ne? Ja. Sollen wir auch nochmal kurz voll packen, oder? Lass uns mal hochgehen und gucken. Lass mal hochgehen, gucken. Lass auf jeden Fall. Einer ist da noch. Ja. Was machen wir auf jeden Fall? Lass auf jeden Fall all unseren Leuten, alle Drogen müssen die abgeben und dafür kriegen die 10k auf die Hand. Ja, wir durchsuchen die dann auch und so. Genau, genau, die müssen alles abgeben. An uns. Wir müssen eine Pistole rausnehmen und oben euch könnt euch da durchrollen. Die haben das ja alles im Kofferraum jetzt, ne? Ja, wer was nicht abgibt und wir kriegen das raus, der ist tot. Der ist für immer verbannt. Oh. Gut, Kalle ist dann verloren. Okay. So. Sehr gut, Leute. Ja, ich sage euch ehrlich, so laufen die Mafia-Geschäfte gut. Die kriegen für ihre Tätigkeit, dass sie bei mir Security und so machen, kriegen die einen 10er, 10k auf die Hand und dafür müssen die uns noch Drogen abtreten. Die anderen sind alle zum Anwesen gegangen, haben sie gesagt. Ja. Die bringen den Rest ja weg. Die haben ja schon voll die Taschen. Oh. Die kommen ja vielleicht gleich wieder. Wir gucken jetzt hier auch nochmal ein bisschen. Sehr gut. Du kannst mal, bist du in dem Anwärter-Funk drin? Ne, leider nicht. Ich habe kein Handy mehr. So, wir haben hier alles übernommen, Leute. Die Geschäfte laufen gut, haha. Die Geschäfte laufen, Hans. Ja, das läuft sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir trommeln jetzt gleich nochmal alle zum Anwesen zurück. Ja. Und dann müssen alle abtreten. Alle müssen abgeben jetzt an uns und dann kriegen die ihr Geld. Ja, okay. Ich angerufen. Du packst das dann alles in dein Safe, ja? Hallo, wer ist denn da? Ist wichtig. Ist der safe im Haus? Ja, ich höre sie reden, Oh, scheiße. Aber wir brauchen alle hier. Ey. Alle herrufen. Was ist denn? Ich verstehe dich nicht. Ey, Jungs, Polizei, komm, Polizei, lass mal hier abhauen. Gerd, Polizei, komm, lass mal hier weg. Ja, ich komm. Die haben Helikopter, die haben alles. Scheiße, Alter. Scheiße, Polizei. Ja, richtig faxen. Komm. LSPD sofort stehen bleiben. Ach du Scheiße, was denn? Komm wieder hoch. Scheiße. Stellt euch auf. Oh mein Gott. Wartet. Wir kommen hier niemals raus. Ey, das sind 40, 50 Cops. Das sind unnormal viele. Wir kommen nicht. Max, zieh dich aus. Sag, du hast eine Geisel. Nein, scheiß drauf. Bedroht uns. Sag, wir sind Geisel. Junge, das sind 50 Cops. Bleiben Sie bitte stehen. Ey, warum schießt der denn? Niemand schießt hier. Hey! Ach Gerd, warum schießt du denn? Erledigt dir. Wir haben zuerst geschossen. Weg mit dir. Scheiße, Mann. Scheiße, wir sind hier low positioning, low ground. Erledigt dir. Yoshi. Mach den Helikopter weg. Auf den Heli! Ich hab das Heli raus. Weiter. Weiter. Gib mir Deckung. Ja. Ey, wir brauchen eine Abholung irgendwie, keine Ahnung. Boah, scheiße. Heli. Check, wir brauchen eine Abholung beim Chemiewerk. Boah, wir brauchen einen Heli. Wir brauchen eine, oder irgendwie gepanzerte S-Klasse. Wie heißt denn der mit der gepanzerten S-Klasse? Sofort herkommen, wir brauchen eine Abholung.
jetzt, Mensch. Ey, scheiße, pass auf. Die sind oben, die schießen von oben. Scheiße, Alter. Das sind viel zu viele. Ey, lass uns ergeben. Waffe weg und Hände hoch. Waffe weg und Hände hoch. Ja, ist. Ey, ich ergebe mich. Die Hände oben, okay. Ich ergebe mich. Mach die Hände hoch. Wie geht das? X. Nee, nicht X. Doch. Ja, wir geben uns. Ja, die Wand. Ach du Scheiße. Auf X passiert nichts bei mir, Bro. Egal. An die Wand, los. Wir sind an der Wand. Hände hoch. Ja, ist ja okay. Waffen abgeben. Hände hoch. Ja, wir sind jetzt am Hände hoch. Ey, das werde ich auch noch versucht, Alter. So, sie übergeben jetzt alle illegalen Sachen. SMG, Pistole, alles an die 130. Alles, was illegal ist. Sie wissen genau, was illegal ist. Schweine. Sofort. Ihr habt die falschen. Ja, durchsucht mich doch. Sie haben das nicht zu schweigen. So, sie geben jetzt sofort die SMG und die Pistole an die 113. So, ich werde sie jetzt noch einmal durchsuchen. Ihr habt die falschen, Leute. Ich will sie jetzt noch einmal durchsuchen. Ja, mach doch. Eine Pistole kriegst du, brauchst du gar nicht sagen jetzt. Ja, alles gut. So, hier. So, sie übergeben jetzt. Ja, genau, so. Ja, du Vogel, alles, hast alles illegal, weg. Ja. Die SMG auch noch. Ja. So, genau. Die SMG-Munition auch noch und die Pistolen-Munition auch. Ja, was soll ich denn damit machen? Soll ich dich damit abwerfen oder was? Geben Sie mir die Pistolen und die SMG-Munition. Ja, beruhigen Sie sich, nehmen Sie die Waffe runter, Sie Vogel. Haben Sie alles abgegeben? Ich habe alles abgegeben, besuch mich doch. Ja, werde ich noch einmal tun. Zur Sicherheit, es ist hier zur Eigensicherung. Wo ist denn der Heli hin von uns? Sagen, wenn Sie alles abgegeben haben, ne? Ja. Sie haben tatsächlich noch Munition in ihren Taschen. Ja, und jetzt? Ja, ich. Hast und du. Den Schlagstock bitte auch einmal haben abgeben. Haben sie alles abgegeben? Ja. Ich such's noch einmal. Ey, Paul, wie kann das passieren? Ey, warum kommt ihr überhaupt hierher? Was ist denn euer Problem, Alter? Wir haben doch gar nichts gemacht. Ihr habt die falschen. Okay. Ey, ihr seid doch geschmiert, Alter. War's das jetzt? Ja, das war's. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Nein. Wie nein? Ich will nach Hause. Ey. Nein, Sie sind. Ich hab Milch. Sie sind beschuldigt einer Straftat. Über, lass mich. Jetzt lass nehmen mich Sie einmal die Hände runter, damit ich den Handfesseln ablegen kann. Ja, perfekt. Zufälle. Gibt's. So, Sie sind jetzt festgenommen. Dank Ihnen, Ihren schwarzen Schäfchen. Wegen versuchten Mordes und vermutlich auch mehrfachen Mordes bei Polizeibeamten. Paul hat geschossen. Ich habe gar nichts. Die hatten ebenso Waffen und sind deswegen auch ein Tatverdächtiger. Die folgen mir jetzt bitte. Ja, was ist denn mein Nachbar? Ich leg ihn mal hier hin, nimmt den einer mit. Ja, Ihre Kollegen haben schön verraten, wo sie sind. Wer sind denn meine Kollegen? Leon, Einstein, die an diesem Anwesen waren. Hier. Ach, mit hier denen habe ich nichts zu tun, die kenne ich nicht. Das müssen wohl, hätten sie mal ihre Polizeiarbeit machen. Die haben ja gesagt, wohin sie sind. Okay. Ja, können wir mit ihm alleine reden? Sind sie der Chief oder was? Ja, natürlich. Und sie sind der Nachbar? Das ist mein Nachbar, das ist der hat einen roten Aventador. Unter anderem. Es gibt noch einen, der dahin gewohnt. Dem gehören meisten Autos. Ja, können wir jetzt mal mit ihnen alleine reden? Weil das ist ein riesen Missverständnis hier eigentlich. Können wir mal mit Ihnen allein reden, Herr Nachbar? Ja, natürlich. Ich bitte Officer einmal absichern. Sofort weg. Ah, Herr Nachbar. Der blaue Lamborghini. Das ist ein Missverständnis. Die haben den falsch. Also, bitte einmal recht haben nichts fahren. Gemacht. Gar nichts. Schauen Sie mal, Muss Herr das Nachbar. Das Ding ist, es kann auch Vorteile haben, mich als Nachbar zu haben. Ich weiß ja so als Lamborghini-Besitzer, ich weiß ja, das ist ja auch manchmal ziemlich teuer. Vielleicht kann man sich ja da so entgegenkommen. Was heißt entgegenkommen, der Herr? Ja, vielleicht kann ich Ihnen ja da so ein bisschen finanziell unter die Arme greifen, wenn Sie vielleicht mal ein Auge zudrücken hier. Was hatten Sie dabei? Ich hatte einfach nur zur Selbstverteidigung eine Pistole und eine SMG dabei. Also eine Wasserpistole und eine Airsoft, okay. Genau. Was hatten Sie dabei? Ich hatte, glaube ich, gar nichts dabei. Nur Munition. Die hätte ich gefunden. Sie hatten nur Munition dabei. Ja, also Sie können Ihren Kollegen sagen, dass wir gehen können. Stechlich, wir gehen nach Hause, schlafen. Das hat sich erledigt. Welcher Officer hat die Airsoft und die Wasserpistole abgenommen von den Herrschaften? Die 113. Dann ist wahrscheinlich nämlich nicht mehr da oder fliegt schon wieder. Ja, egal, ich hol mir das Zeug wieder. Aber wir wollen jetzt einfach nur nach Hause. Und dann drehen Sie sich einmal um, der Herr. Ja.
Gerd, steck ihm 10.000 zu. 10.000, ja gut. Gib unserem lieben Nachbar 10.000. Und wer hat das gesagt nochmal, dass wir hier sind? Ja, das wäre auch eine wichtige. Irgendwelche so halbrot, halbschwarz angezogene. Ah, die Anwärter. Rot, ja. Die Anwärter. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Dann werden wir noch mit denen reden vielleicht, ja. Gut. Ja, dann. Ja, vielen Dank, ja. Man kann es ja mal vielleicht zum Grillen treffen in der Nachbarschaft, ne? So, die Herrschaften im Freipass lassen Sie durchlaufen. Auf Wiedersehen, die Officer. Tschüss. Wir gehen dann jetzt. Schmalspuren. So, auf Wiedersehen. Die sind ja ein ganz witziger. Ey, warte, da unten ist Udo, warte mal. Der Udo. So, Leute, erstmal hier weg. Schön erstmal den Polizeichef bestochen. Hier, der Sportwagen, direkt rechts neben der Treppe. Boah, ein Sportfahrzeug haben wir. Ja, ja, alles gut, bin nur gestolpert. Ey, Leute, ich hab Udo gefunden. Was ist mit Udo? Geht's ihm gut? Der ist bewusstlos. Paul, komm schon. Ja, okay. Ich weiß nicht, was mit dir passiert. Right ist kein TV. Wir haben generell keine TVs mehr. Ganze Lage ist sicher, außer diese komische S-Klasse, die uns hier die ganze Zeit beschießen ist. Wann waren Sie denn daher? Ach so. Security-Chef, hast du gerade ein Fahrzeug von der Polizei geklaut? Ist korrekt. Und jetzt hauen wir ab. Ey, Gerd, wir haben ein Auto von der Polizei geklaut. Komm, hau ab. Ich bin der SWAT-Wagen. Bring das zum Anwesen. Ja, wir haben SWAT-Wagen. Was? Bring das zum Anwesen. Ach, du Scheiße. Ich hab aber keine Waffen mehr, ne? Kann das nicht machen. Nee, alles gut. Wir tun so, als wären wir Polizisten. Wir fahren mit denen. Merken die nicht. Die sind ja so lost, Digga. Kurz Sirenen und Licht aus. Die sind ja so lost. Beiseite, Geringverdiener. Ich hab die Kopf abgelenkt. Ich hab gesagt, ihr sollt zu Chemikalien fahren, da wird geschossen. Geil. Die wollten euch gerade hinterherfahren. Ja, wir treffen uns beim Anwesen. Ja, okay. Wie seid ihr denn da rausgekommen eigentlich? Ihr seid ja einfach rausspaziert gefühlt. Ja, ich sag's mal so, der Polizeichef ist mein Nachbar. Ah, okay, ja, und dann haben wir dem noch 10 Racks zugesteckt und dann war die Sache gegessen. Hat seine Vorteile, wenn man in so einer guten Gegend wohnt. Ey Leute, das ist so... Ah, war das der so mit dieser grauen Jackett oder so? Ja, genau. Ja, der war... Leute, das ist so Mafia-Shit, was wir machen. Wie ich weggekommen bin. Ich hab dir ein bisschen was zugesteckt. Ja, das habe ich schon gemerkt. Der Typ, guck mal, der fährt Lambo, Aventador, hat Helikopter, dies, das. Das hat er nicht von seinem normalen Polizeigehalt, sagen wir mal. Ja, auf gar keinen Fall. Ah. Er hat auch eine Rolex an, habe ich direkt gesehen. Naja, dem kannst du abends mal was zustecken und dann drückt er mal ein oder vielleicht auch zwei Augen zu. Ja, bei mir hat er 3 Augen zugedrückt. Okay. Hat er einfach gesagt, alles klar, können Sie gehen. Ich habe Waffenarsenal noch dabei. Ja, ich habe leider irgend so ein Schmalspurpolizist hat meine Waffen weggenommen, aber scheiß drauf. Ja, wir haben ja genug. Ja. Wir haben ja Sugar Daddy, der Gerd, der ist ja noch da. Unser Investor. Investor, ja, okay, so kann man es auch nennen. Oh mein Gott. Rosi, ja, alles gut. Geht auch nicht mehr so lang, der Stream. Wir kommen jetzt hier zum Ende. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Abschlussbesprechung machen. Ja, dann hole ich mich auch langsam. Das können wir jetzt das nächste Mal benutzen. Da können wir uns nicht mehr so viel. Ja, ey, das ist ein sehr, sehr geiles Ding hier, der Panzerwagen. Müssen wir halt kannst du aber nicht durchschießen, ne? Naja, müssen wir halt nur gucken, dass uns der nicht geklaut wird, ne? Ja, packen wir irgendwo in eine Garage oder so. Hätte ich auch noch angerufen. Und wer ist denn da? Ja, wir sind jetzt hier am Anwesen wieder. Ich habe einen Sportwagen geklaut. Gerd, komm mal zum Anwesen. Ja. Komm zum Anwesen. Der kommt auch. Alle in die Einfahrt. Alle in die Einfahrt kommen, Jungs. Ja, wir sind auf dem Weg. Alle in die Einfahrt, alle in die Einfahrt. Ah, okay.
Wir wollten ganz normal zum Farm kommen und auf einmal war da alles Großeinsatz. Ja, ja, das war gerade richtig krank. Wir wurden richtig hops genommen von der Polizei. Die haben fast alle abgeknallt und so. Was wollten die eigentlich da? Ja, wir reden gleich, wenn alle wieder da sind. Okay. So, ist noch jemand von euch im Anwärterfunk? Ich. Wie ist eigentlich der Anwärterfunk? Ich bin auch im Anwärterfunk. Funk 11. Sag mal, okay. Allen herkommen, alle in die Einfahrt kommen. Wir kommen jetzt, ihr kriegt jetzt euer Geld. Alle Anwärter bitte einmal in die Einfahrt kommen. Vom Anwesen. Herr Berger. Ja. Die mit den Masken waren vor unseren Anwesen, wollte mit ihnen sprechen. Ja, die Yakuzas. Und dann war noch hier so irgend so eine Mafia-Gruppe, keine Ahnung, mit goldenen Autos, die standen auch hier und wollten irgendwas. Alter, scheiße. Junge. Aber ich habe dann gesagt, die sollen für sich... Mit den Yakuzas wollte ich ja reden, ne? Aber das habe ich halt verpasst. Ja, die Yakuzas haben wir... Habt ihr gesagt, dass sie nochmal kommen sollen, irgendwann anders? Keine Ahnung, wir wollten dann zu ihnen fahren, weil die gesagt haben, durchfunken und hier waren noch Leute und dann wollten wir zu ihnen fahren, da war der Großeinsatz und dann kamen wir zurück, dann waren die auch nicht mehr da. Ja, ja, das war gerade alles Chaos, auf einmal 50 Polizisten kamen da. Irgendwer hat bestimmt verpfiffen. Ja, ja. Ich habe gehört, dass irgendeiner hier irgendwas gesagt hat, dass ihr am Chemikalienberg wart. Ja, da müssen wir gleich nochmal reden, Also ich war es auf jeden Fall nicht. Ja, wir reden. Und ein Anwärter, der ist schlafen. Alle in die Einfahrt kommen. Ja, ein Anwärter dann kriegt er jetzt kein Geld mehr. Alle, die jetzt noch hier sind, kriegen jetzt noch ihr Geld. Das, weil jeder soll wissen, als Einbruchbruder wird man gut bezahlt. Also. Was heißt gut bezahlt? Ja, wir haben doch vorhin gesagt, 10.000 Euro Tagesgehalt. Jawohl, Leute, jetzt werdet ihr reich. 10.000. So, aber zuerst natürlich, ihr müsst ja auch ein bisschen uns was einbringen. Alle Drogen, die ihr gefarmt habt, die gebt ihr jetzt an Gerd ab. Ich habe gar keine Drogen gefarmt, ich war die am Anwesen. Ja, ich hab die eben schon zusammengesammelt. Achso, du hast die eingesammelt? Ja, ja, ja. Okay, gut. Das heißt, wir können das dann später zu Geld machen. Alle anderen, ihr kriegt jetzt von Gerd 10.000 dafür, für eure Dienstleistung. Jo. Chef? Ja. Ich bin ja gerade eben nicht mitgefahren, und ich wollte noch fragen, ob ich eine Waffe kriege, weil ich habe noch keine. Ja, jetzt ist es zu spät. Kriegst du beim nächsten Mal dann. Okay. Ach, wo kommt denn die Musik her? Ja, bitte keine Musik. So, sehr gut. Ihr kriegt jetzt hier alle eure Bezahlung, eure Vergütung. Ich will auch, dass, wenn ich nicht hier bin, dass ihr immer hier aufs Anwesen aufpasst und so, ne? Ach, und noch eine Sache. Okay. Sagt mal, ich weiß jetzt nicht, wer das genau war. Der Polizeichef, der hat uns gesagt, irgendjemand mit einer roten Weste, also einer der Anwerber muss das gewesen sein. Der hat verraten. Hallo, sei mal leise. Hallo. So. Hallo. Und zwar irgendeiner hat halt geplappert, wo wir gerade zu finden sind. Und deswegen war da ein Polizeieinsatz. Wenn irgendjemand, der nicht zu uns gehört... Hey! So, wenn irgendjemand, der nicht zu uns gehört, euch fragt, wo wir sind, dann sagt ihr gar nichts, ja? Weil deswegen war da gerade ein Polizeieinsatz, wir wurden hops genommen, Waffen abgenommen, dies, das, alles scheiße. Ja? Okay. So. Hat jeder jetzt seine Vergütung für heute bekommen? Hat jeder sein Geld bekommen? Nee, ich bin gerade dazu gekommen, Michi. Ja, dann kriegst du auch noch deinen 10.000. Onkel Berger? Ja? Wir haben eine Überraschung für dich, komm mal mit. Wo denn? Also, ja, wir haben eine Überraschung. Also ich habe eine Überraschung für dich, komm mal mit. Aha. Und zwar, wir haben was sehr wertvolles gefunden, was dir sehr viel bedeutet. Oh, was, dein Lambo? Wir haben ihn hier in der Lamborghini zurückgebracht. Ey, Jungs, ihr seid doch die Besten. Wirklich. Bravo, wirklich. Ey, top. Vielen Dank, Jungs, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich viel, mein Lambo. Ich hab ihn sogar repariert. Ah, danke, Dima. Ihr seid stabile, Jungs. Die Polizisten sind halt draufgefahren. Es gibt hier ein, zwei Kratzer, aber das kann so schnell. Hauptsache, mein Lambo ist wieder da. Ja. So. Ey, gut, Jungs, ich würde mich dann für heute schlafen legen. War auf jeden Fall sehr nice. Kommt nächstes Mal wieder auf jeden Fall alle dazu. Dann kriegt ihr dann wieder mal wieder Action, okay? Ja, gute Nacht. Jo, gute Nacht. Ciao. Lass noch einmal schnell den Garten und schnell die letzten 5 öffnen. Sollen wir nochmal 5 Packs öffnen? Ja, ja. Ganz in Ruhe, ja. Okay. Christopher, danke schön für den 5er. Wow, wie fährst du denn? Also dein armer Lambo. Ey, von Way Out, das haben wir nie fertig gemacht. Das haben wir damals nicht, irgendwie, ich weiß nicht, wir haben es damals nie beendet. Ja, ja. Ey, tut mir leid, den letzten Part gibt's nicht, Christopher. Aber danke schön für den 5er. Schlaf nicht. Okay, gute Nacht, Dima. So, Leute, wir machen jetzt noch 5 Packs auf und dann ist Feierabend für heute. Ich hoffe, der Stream hat euch richtig gut gefallen. Also war auf jeden Fall geil, wir haben richtig viel geschafft. Ja, los geht's. So. G-Klasse. Hast du mir schon gegeben? Ja. Okay. Oh, Mann, ich hab Rücken, ey. So, komm. G-Klasse. G-Klasse. G-Klasse.
G-Klasse. Ah, VIP-Schlüssel, aber auch gut. Auch geil. Sehr was? 6 Stück. 6. Sheesh. Okay. Nochmal. G-Klasse. Nein, Sushi. Aber Sushi auf meinen Nacken. G-Klasse. Komm, nächste. G-Klasse. Also Udo öffnet gerade Kisten. Da kann ein Auto drin sein, wenn er Glück hat. G-Klasse. Das würde, glaube ich, auch gefallen, Udo. Sag ich dir ehrlich. Glücksspiel gefällt mir. Ey, wie seid ihr jetzt eigentlich da weggekommen, Mann? Ach, Goldschläger. Der Polizeischief ist unser Nachbar. Wir haben gefragt, ob er uns gehen lässt für 10.000 Dollar. Ach, der da hinten, oder was? Der da gerade landet, der Idiot. Mhm. Onkel, was, der landet? Ja, der landet. Ja, das ist ja, ja, stimmt, der ist ja gerade mit dem Helikopter angekommen. Ja, ja. Was ist los, die Mann? Ey, ich gehe jetzt schlafen. Hast du eine Waffe für mich? Ja, gute Nacht. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke, Dima, wünsche dir morgen, auch. Morgen, Dima. Ey, Jungs, ey, war richtig nice. Einbruch, Brüder, for life. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Ich bin jetzt raus, ja? Ich wünsche euch was. Gute Nacht, Herr Berger. Ja, tschüss, ja, gute ciao. Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Alles klar, Jungs. Nächstes Mal sind wir noch eingespielt. So. Ah, Jungs, wir sind jetzt auch am Ende des heutigen Streams angekommen. War ein sehr, sehr geiler Stream. Vielen, vielen Dank, Leute. Hat richtig Bock gemacht. Ich küsse alle eure Herzen. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frisch mit einem GTA-Video. Kuss geht raus. Folgt mir gerne auf Instagram, würde ich mich sehr darüber freuen. Checkt meinen Zweit- und Dritt- und meinen Viert-Kanal aus. Ihr wisst Bescheid. Der Paulberg-Kanal, der Stream-Highlights-Kanal und der iCrimex-LP-Kanal mittlerweile. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.